heute ist nicht mein Tag. Nee, das gibt's einfach nicht. Also so, wenn man so schlechte Laune hat oder irgendwie... Schlechte Laune habe ich eigentlich durchgehend subtil. Der andere denkt sich so, okay, das funktioniert. Ich mach das auch. Mhm. Nicht das ganze Battle, alles easy. Der sagt auch, der weiß gar nicht, wo die Line kommt. Ja, ist gut. Glaubst du? Natürlich nicht. Ne, ich bin schlauer als du, ist für mich ein richtig wacker Engel. Und das ist gerade gang und gäbe. Ja, weil du dümmer bist. Ich hätte diesen Rapstar nicht nachäffen können. Ja, ja. Obwohl du Imitationen eher so dein Ding sind. Ja, halt, ne? Aber nicht, wenn einer geil rappen kann. Ja, ja, ja. Vor diesen Kriminellen, so sag ich mal. Oder Straßenleuten einfach so Lines rausgehauen, bis einer ein Messer rausgeholt. Und man sagt, ja, das kannst du dir nicht sagen. Ja, gut. Von den Straßen Berlins bis egal wo bin, ist egal ob es schneit oder regnet. Ich komm aus der Esch für Mainz, ist egal wo ich bin, echter geht's nicht, wenn du mir begegnest. Yo, echter geht's nicht, neue Folge, ihr seht, Ladies and Gentlemen, es ist ein Samurai. Cynic, ein back in the game, was geht? Wunderschön, gut ja? Geht's mir. Ja? Danke für die Einladung, schön hier zu sein. Ich freue mich schon, letztes Mal da, jetzt hier. Letztes Mal auf der Couch. Vom Interview zum Podcast. Ja. Richtig nice Ecke hast du dir hier. Zusammengeschnitzt. Ja, da müssen wir noch ein paar mehr Rap-Bilder rein. Ja, alles aber ist jetzt direkt vor Chris Rock, das ist nice. Ja, stimmt. Hast du jetzt CB4 eigentlich gesehen? CB4? Nein. Immer noch nicht? Nein. Mann, Alter, da habe ich Chris Rock kennengelernt, ja. 93, guck dir CB4 an, du musst das kennen. Nicht meins. Nicht deins? Hm. Schade. Was ist denn jetzt gerade Priorität bei dir? Meinst du, wir selber machen oder so Konsum? Ja, was läuft jetzt, wo du sagst, ey, da lege ich jetzt meine Priorat drauf? Boah, weil ich habe gesehen, 5 Jahre nachdem ich meine erste Veranstaltung im Little Stage habe, hast du jetzt leider auch deine ganze Little Stage. Also die letzten 8 Jahre bestehen eigentlich daraus, in deine Fußstapfen zu treten, irgendwie zwanghaft. Also, seit dieser Line. Dieses Punchline-Ding, dann jetzt im Little Stage habe ich gesehen, dass du da vor 5 Jahren eine Veranstaltung gemacht hast, die mache ich jetzt auch. Yeah. Ist aber wegen Corona jetzt nicht mehr möglich. Okay. So. Ein bisschen schade. Ansonsten, die letzten 3 Monate Fokus war hart auf Comedy. Ich war, glaube ich, in 90 Tagen, sagen wir mal, so bestimmt 100 Mal auf der Bühne. Okay. Neues Material üben, altes Material rundspielen, so die Comedy-Sachen wieder so ein bisschen schleifen. Da war der Fokus drauf. Twitch war weniger, YouTube wieder ein bisschen mehr. Ghostwriting ist noch mehr dazugekommen. Habe jetzt noch eine Agentur für die Comedy-Sachen nächstes Jahr. Deswegen ist immer alles so, kennst ja selber den Hustle. Ja, yeah, safe, aber... Ist schon krass, dass sich dieser 5-Jahres-Zyklus irgendwie so eingeschlichen hat, seit diesem Punchline Award, glaube ich, fing's an. Was wann kam dein letztes Album raus? Dass ich weiß, wann meins rauskommt. Achso, stimmt. Es wird bald Zeit auf jeden Fall. Ja. Ein Tag mehr in der Hood. Genau, ein Tag mehr in der Hood, genau. Und dann machst du in 5 Jahren Podcast. Habe ich auch schon gemacht, aber ja. Okay, platze dann auch. Ja. Nee, weil das jetzt wieder offen hat und möglich ist halt, war ein paar Comedies zu machen, steigen auch wieder die Ghostwriting-Aufträge und so. Wo ist denn der Unterschied beim Ghostwriting in der Comedy-Szene als beim Rap so? Der Unterschied ist, ich bin besser, offensichtlich beim Comedy-Ghostwriting so. Okay, die Pointen. Genau, und ja, ey, immer mehr Comedians kommen halt und ich habe halt einen anderen Status. Also Comedians sehen einen eher auf der Bühne als jetzt Rapper. So, das ist halt so, ich habe gehört, ich kenne ja von der Battles, der ist Ghostwriter, ich frage den mal, aber voll vereinzelt so. Und bei Comedy ist halt so, ich sehe den auf der Bühne, der rasiert, dann frage ich den mal nach einer Punchline, dann höre ich was raus, dann frage ich den irgendwie, und schreibst du auch für andere, sage ich ja, okay, sollen wir uns mal treffen, so. Ist es auch so, also wie spricht sich das denn halt rum? Weil ich meine, früher war es immer so dieses MC-Ehre-Ding, nein, ich lasse mich nicht schreiben. Mittlerweile ist das Ghostwriting-Ding nicht mehr so verpönt jetzt so und man redet schon eher von Songwriting, gibt auch Credits und so weiter. Ja. Wie bekommt man in der Comedy-Szene mit, dass man sagt, ey, er hat performt, aber er hat geschrieben? Es wird viel geredet auf jeden Fall. Mhm. Und es ist auch wirklich, ich glaube, das hat auch früher angefangen, dass es gar nicht so verpönt war. Also man weiß zum Beispiel, wo ich gerade vor Chris Rock sitze, man weiß auch, der hat seine besten Specials, der hat halt ein Team. Mhm. So, das war nie so, dass ein Comedian sich hingestellt hat und gesagt hat, nach dem Motto hier, Representer, und dann ist irgendwann rausgekommen, dass den Leute Sachen schreiben. Also das gibt's in der deutschen Comedy, aber bei den Amis gibt's das eigentlich nicht. Wirklich? Kannst du mich mal ein bisschen so... Entzauber mir mal. Was war das schon bei Richard Pryor so? Ich habe das Gefühl, er hat alle selber gemacht. Nee, Richard Pryor und Paul Mooney haben zusammen gemacht, genau. Ja, ne? Ja, okay. Und das war aber auch nie ein Geheimnis oder so. Das war nicht irgendwann so, hast du schon gehört, Paul Mooney hat Richard Sachen geschrieben. Delirious, Raw. Der hat Prinz von Zamunda und so alles selber geschrieben. Ich glaube, Raw und Delirious war, glaube ich, ein Mann-Armee. Ich müsste nochmal den Credits gucken, ich weiß nicht genau. Okay. Vom Feeling her nur, ich weiß es halt selber nicht. Ja, der ist halt so, also ist halt so original, der ist halt so ein Riesenteil, der hat mit 19 auf die Bühne gestellt und hat das performt wie ein Gott. So. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob der mit Leuten, der hat bestimmt ein paar Advisor gehabt, so, aber
das jetzt so war wie bei Richard Pryor, glaube ich, eher nicht. Oder Chris, Rock habe ich erst mal bei Beverly Hills Cop gesehen. Der hat Eddie Murphy ihn auch reingebracht, oder? Ja, genau. Der ist der erste, genau, der hat den, das war, die Story war irgendwie, dass er den bei einem Open Mic gesehen hat, mhm, und den dann irgendwie, he flew him out, kennst du ja so, der, mhm, hat ihn dann irgendwie zu einem Filmset mitgenommen und hat den halt gepusht und, ja, der hat ihm halt so den Einstieg gewährt und danach kamen aber diese krassen Specials, damit, okay, hat Eddie Murphy nichts zu tun gehabt, aber, okay, diese filmische Präsenz war dann aber auf die große Leinwand dann gebracht, so, safe, wie Samuel L. Jackson auch, habe ich erst mal auch bei Prince of the Wunder, ja, gesehen. Ja, so, genau. Also hast du so ein Auge dafür auch so? Wie ist denn das so? Gibt es so Scouting so beim Comedy, dass du sagst so, weil ich erinnere mich an so unser letztes Interview, du fandest meinen Witz nicht gut, aber ich habe Props bekommen von den Zuschauern. Ja, genau. Also worauf kann man dann da Wert legen halt so? Also wie erkennt man, wie läuft ein Scouting bei Comedians ab? Wenn du jetzt zum Beispiel, kannst du jemanden erkennen, wenn, sagen wir mal, du weißt, er hat gutes Material, aber er hat vielleicht noch nicht so gut performt. So wie wir es, ja, halt bei Rapper Mittwoch oder so, mhm, auf der Bühne, wo wir wissen, ey, eigentlich hat er einen geilen Text geschrieben, aber die Delivery, ja, saß noch nicht, hat Flatterbeine bekommen, safe, vor dem Publikum und so. Ja, safe. Das ist, bei Comedy hast du bist ja jeden Abend auf der Bühne und siehst jeden Abend Minimum 5 bis 10 andere Leute. Mhm. Und ob du mit denen jetzt redest oder nicht, aber du, also ich zumindest, ich gucke mir jeden an, genau wie andere Comedians auch, die gucken sich jeden an, mhm, und sehen dann. Und evaluieren dann auch, okay, das passt, just in case, dich fragt jemand, und wie fandst du es, dann kannst du halt Feedback dazu geben, so, und das ist halt super offen, das passiert in jedem Backstage und, ja, irgendwann entwickelt sich daraus halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Ghostwriting-Aufträge oder, aber du hast halt ein Auge dafür, man, du, letzten Samstag habe ich mit meiner Kollegin Sascha, Grüße an der Stelle auf jeden Fall, Sascha and Friends, jeden Samstag in Friedrichshain ist eine Bombenshow, war die im Urlaub, habe ich das für die moderiert, mhm, und wir hatten den Kinan da. Und Kinan Al ist jetzt, der ist im Team von Felix Lobrecht, Stand Up 44, mit, mhm, Phyllis, Daniel, Carvus und Felix halt selber. Und ich kenne ihn noch von früher, der war ein kleines Open Mic mit 18 Leuten, mhm, da saß der da auf der Bühne und du hast halt so performt. Und der war halt da und das war das erste Mal, dass ich auf die Bühne gegangen bin, weil ich habe moderiert und ich, mhm, bin halt lachend auf die Bühne gegangen, weil ich, mhm, konnte, der hat, okay, dieses letzte Bit war so krass, ich habe es noch nie gehört und es war halt so lustig, dass ich halt nicht mehr, aber normalerweise lache ich halt super selten, sondern, mhm, analysiere nur, und wenn es dann aber so lustig ist, dass man halt nicht mehr analysieren kann, dann, mhm, dann weiß ich für mich, okay, für meinen Comedy-Filter so, okay, das ist krass. Okay, so. Ist ähnlich wie mit dem Schauspielen, wenn, ich habe mal beim Casting halt gehört, dass viele Schauspieler so gesagt haben, immer, ich weiß, dass du schauspielst, ja, aber wenn du mich das für einen Moment vergessen lässt, dann hast du deinen Job gut gemacht. Ja, ja, so in, genau, der Art, diese eine Gap musst du, mhm, oder diese eine Hürde musst du überspringen, mhm, sodass du in die nächste Dimension kommst, und dann ist es so, okay, dann gib mir so, jetzt habe ich dich gefressen, jetzt will, mhm, ich dein Material so richtig als Fan aufsaugen. Okay. Und das ist halt super selten. Und das erkennst du dann halt bei den Profis, die auch einen geilen Humor haben, oder bei Newcomern, die vielleicht auch gar nicht wissen, dass die krass sind, mhm, voll komisch, weird performen, aber das Material ist halt super nice geschrieben. Mhm. Oder halt, die haben halt, es gibt, okay, den Namen sage ich jetzt nicht, aber es gibt halt auch eins, also besonders einen Comedian aus Wien zum Beispiel, der ist ein Monster-Performer, mhm, aber schreibt eigentlich so. Okay. Aber macht das so deine Performance und Delivery wieder wett. Okay, also es ist halt die Waage halten dann, ne? Immer, genau, so, die Schreiber sollten besser performen und ein bisschen an der Delivery arbeiten. Ja, oder das Geile ist bei Comedy, du musst ja, also bei Rap ist so, mhm, guck mal, keiner kann sich auf die Bühne stellen und sagen, ja, du hast es geschafft, Echo, Leute reden wieder von, sondern, mhm, du musst, also als Rapper, du musst irgendwas machen. Ob du, mhm, jetzt so ein Monster bist wie Kimo, mhm, das die ganze Bühne füllt, oder ob du wie Sammy einfach nur da stehst und, mhm, die Leute begeisterst, dass du einfach alles durchrappen kannst, ganz easy, aber, mhm, irgendwas musst du machen. Mhm. Aber bei Comedy, es gibt einen Vincent Verfliehen zum Beispiel, der bewegt sich, glaube ich, keinen Zentimeter auf der Bühne, okay, redet mit 3 km/h, aber trotzdem eine Stunde hörst du zu. Der mal kifft mal? Genau. Ja, genau, okay. Genau. Wen muss man denn auf dem Schirm haben? Hast du auch sowas? Ich frage ja Rapper mal gerne, welche Newcomer sind so der, ja, nächste Shit so. Wen sollte man so bei der Comedy-Szene auf dem Schirm haben? Hast du ein paar, wo du sagst, ey, wenn der so weitermacht, der ist auf einem guten Weg? Ja, also das Ding ist, Berlin ist, also das ist, glaube ich, in der Hip-Hop-Landschaft ein bisschen anders, weil Berlin ist eigentlich mehr oder weniger komplett abgekapselt vom Rest von Deutschland, mhm, weil es halt, hier ist halt das Mekka, ne? Hier gibt es jeden Abend Open Mics, und wenn dann aber München, selbst Köln, Hamburg, die haben alle vielleicht vereinzelt ihre Open Mics, mhm, und auch eine gute Comedy-Szene, aber hier ist halt alles so krass geballt. Deswegen kannst du natürlich, läufst du auch Gefahr, dass du, wenn du hier auftrittst oder hier gute Comedians hast, dass die vielleicht woanders gar nicht funktionieren, weiß, mhm, ich nicht. Aber für dieses Berliner Bild auf jeden Fall fällt mir jetzt Richard Schäfer ein, Kalle Zilske, die Sascha, Christina Boganski,
Es gibt gute Leute, Alex Upatov zum Beispiel, um jetzt mal ein paar Leute zu nennen, die jetzt noch nicht irgendwie diese krasse Exposure bis jetzt hatten. So. Freddy Galle mag ich. Freddy. Freddy ist überragend, aber die ist auch in der englischen Comedy-Szene super verwurzelt. Die spielt schon Solo und so und die ist halt wirklich, die ist clever. Okay, die ist schon einen Schritt weiter, ne? Also die kann man nicht so ganz für den Anfang. Also weil ihre englischen Sachen sind cool halt, ne? So, die ist super, auf Deutsch super. Mhm. Nur ich habe die auch ein paar Mal scheitern sehen, aber nicht, weil die nicht gut war, sondern weil das Publikum. Die hat halt einen super feinen Humor und das ist schnell und wenn du nicht clever bist, kannst du nicht greifen so. Und deswegen ist das für die, glaube ich, ein bisschen schwerer, aber wenn die zündet vor Leuten, die feiern, dann ist halt direkt so Overkill. Okay, krass. Und die ist sehr gut, ja. Ja, ich feiere die auf jeden Fall. Wie ist denn das so, wenn man mal einen schlechten Tag hat? Kennst du das? Also, es gibt ja halt bei Rappern so, du schreibst, sagen wir mal, einen traurigen Song, ja, oder einen deepen Song, aber an den Tag, an dem du aufnehmen gehst, hast du voll gute Laune. Ja. Oder umgekehrt, schreibst einen lustigen Song, deswegen glaube ich eher jetzt auf Comedy bezogen. Du hast eigentlich voll das witzige Material, aber hast vielleicht einen schlechten Tag. Ja, wie Profi muss man sein? Hä? Geht das gar nicht? Nicht, ne? Also ich kenne das gar nicht. Nee. Ich kenne auch keine schlechten Tage. Ah. Ohne Spaß. Nee, es gibt, also, dass ich so sage, ich hatte einen schlechten Tag. Das gibt's nicht. Also ich habe das noch nie gesagt oder irgendwie gefühlt nach dem Motto, heute ist nicht mein Tag. Nee, das gibt's einfach nicht. Also so, wenn man so schlechte Laune hat oder irgendwie. Schlechte Laune habe ich eigentlich durchgehend subtil, ne? aber nie so, dass ich sage so, das ist Kacke, nee, habe ich keinen Bock heute, keinen Bock hier, sondern wenn du einen Auftritt hast, hast du einen Auftritt. Also schlechte Laune. Okay, danach hast du dann manchmal schlechte Laune, wenn es nicht gelaufen ist. Ja, aber das ist auch super selten. Jetzt nicht um zu sagen, weil ich halt immer geil performe, aber. Dieses Gefühlsding nach dem Motto, heute ist gut, heute habe ich ein gutes Gefühl, das gibt's irgendwie bei mir. Ich finde halt bei dir, du drückst schon die, also wenn ich mich ans erste Titelmatch gegen Mighty erinnere, so danach hast du deine Laune, hat man in deinem Gesicht wieder gesehen. Genau, nachdem ich verkackt habe. Genau, da hast du gesagt, also du tust dann auch nicht so, dass du sagst, ich habe jetzt gute Laune, nein, dir hat deine eigene Performance nicht gefallen und du drückst das dann heute auch aus. Ne? Genau, so. Aber es lag nicht daran, dass es nicht mein Tag war. Okay. So jeder Tag ist theoretisch dein Tag, so. Okay. Also was soll denn, du bist vielleicht mal ein bisschen, kränkelst ein bisschen oder du hast eine schlechte Nachricht bekommen, aber wenn du auf der Bühne stehst, dann denkt man daran. Also ja. Ich finde diese Ausrede das ein bisschen lame, so dieses, ich habe auch schon vor Battles, man vor dem Disaster Battle zum Beispiel, die schlimmste Weihnachtsfeier meines Lebens gehabt. Also wirklich suff, auch Getränke, die ich sonst nicht trinke, Weihnachtsfeier in München. Meine Chefin, die auch meine gute Freundin ist, Sharika an der Stelle, Grüße, hat mir extra für den nächsten Tag ein Erste-Klasse-Ticket mit diesem Sprinter 4 Stunden nach Berlin besorgt. Mhm. Verschlafen. Ne? Komm mit einem Auge, 3 Schläfen, komme ich da am Hauptbahnhof an, so, boah, okay, den nächsten muss ich irgendwie nehmen, hab noch drauf gezahlt, komm an mit Restalkohol, bin in die Wohnung reingestolpert, irgendwie so ein paar Most-Viewed-Hoodies eingepackt, mich mit Mortis, Falke und so allen getroffen, sind da alle reinmarschiert, da stand Desaster vor mir, meinte so, wie geht's dir? Ich so, ja, oh, alles gut, ne? Dann bist du auf der Bühne und dann ist so, ja, komm, Zinnig, und dann ist so, dann. Okay, es gibt nicht diesen. Also Profi, das ist aber einfach professionell. Ich weiß nicht, das ist auch Adrenalin einfach, das ist einfach natürlich. Also, was musst du denn. Also, es muss schon wirklich sowas wie, keine Ahnung, deine Mutter ist schwer erkrankt, dein Bruder ist, keine Ahnung, hat einen Unfall gehabt. Wenn sowas krasses, okay, dann kann man sagen, das beeinflusst einen fürs Battle. Aber dieses, was ich da mal höre, ich konnte die letzten 3 Tage nicht gut schlafen und ich habe gehustet und ich bin eigentlich voll erkältet und deswegen, das ist alles scheiße. Okay, alles Ausrede, immer auf die. Vielleicht für die Leute nicht, aber für mich ist es Ausrede, weil ich kenne das selber. Ich hab mal eine Messe gehabt in Wuppertal. Wir haben da 4 Tage, 10 Stunden lang gearbeitet am Stück. Bin dann für einen Auftritt noch woanders hingefahren und habe wirklich die ganze Bahnfahrt dahin durchgehustet und gerotzt und pipapo. Und dann sagt er deinen Namen und dann bist du für 10 Minuten aber nicht mehr krank. Du kannst dann reden, du hustest nicht auf der Bühne, wenn das Mikrofon an ist. Danach geht's dir wieder scheiße, aber für die, dann, also da kannst du auch nicht sagen, so, mir ging's generell schlecht. Ja, ich glaube, Professionalität spielt eine Rolle. Ich denke, wie in jedem anderen Job, wenn jemand einen verantwortungsvollen Job hat, ein Beamter oder sonst wie halt, ne, der hat vielleicht auch Stress oder Krach zu Hause oder sonst wie, lässt die Probleme aber zu Hause und führt souverän seine Arbeit da halt aus. So. Und so, glaube ich, müsste man dann auch auf der Bühne funktionieren, vielleicht einfach nur. Oder ich weiß nicht, das Adrenalin hilft einfach, glaube ich. Das ist einfach das Ding, was so diese Krankheiten und diese ganze andere Side-Scheiße, die das irgendwie wettmacht. Ich weiß auch nicht. Ja, na, es gibt halt so, ich weiß noch, ich habe dich ja voll oft immer gefragt, so was schwieriger ist, dieses Battle-Rap-Ding oder das Comedy-Sache, so. Du meinst immer, die Pointen zu setzen und Comedy ist schon generell schwieriger. Safe, ja. Ne, so, weil sich da von Pointe zu hangeln, so ist schon. Ja, also ich auch, Mann, du gehst ja auf eine Bühne, Rapper Mittwoch, komme ich hin,
da sind 1000 Leute und die wissen, da ist der Cynic, nice, der macht so und so, der hat einen Gegner, der Gegner ist so und so, es wird bestimmt das und das passieren. Die Leute wissen, okay, jetzt kann eine Mutter gefickt werden, jetzt kann eine dicke Line kommen, jetzt kann was Rassistisches kommen, jetzt kann was Böses, was Emotionales kommen. Die sind schon vorher, aber wenn du auf eine Comedy-Bühne gehst für 7 Minuten, du sitzt vor 50 Leuten, wo dich kein Schwanz kennt und in 7 Minuten musst du dich halt quasi irgendwie vorstellen oder deinen Humor rüberbringen und fremde Leute mit deinen ausgedachten Storys zum Lachen bringen, ohne Beat und ohne Reime. So, du weißt selber, mit Reimen ist, deswegen lernt man ja auch mit Reimen, weil mit Reimen ist alles einfacher. Aber da gibt es keine Reime. Das gesprochene Wort. Meinst du also halt die Sache an sich, das Handwerk an sich ist schwieriger? Weil mir kommt so vor, als ob die Szene eigentlich softer ist halt. Das, die sind halt so voll nett, so. Die kommen alle, um zu lachen, so, ne? 100 Pro. So, und in der Rap-Szene halt so, viele mögen auch ein bisschen dich fallen, gerade beim Battle, so. Die wollen dich fallen sehen, wenn sie auf der Seite deines Gegners sind und so weiter halt, ne? Wenn die voreingenommen sind und das so stimmt. Weiter. Also, es ist schon mehr Hostile. So, Hostile Environment ist nur beim Battle-Rap, so. Ne? Leute sagen so, ah, ich mag den Huren so nicht, der Gegner soll den ficken, so, das gibt's. Ja, genau. So. Aber bei Comedy, theoretisch kommen eigentlich alle zum Lachen, es sollte so sein, aber du musst sie auch dazu bringen. Ja, aber die Schadenfreude, wenn jetzt jemand seinen Text vergisst, ne, die Schadenfreude ist doch nicht groß beim Comedy. Alle sind so ein bisschen eher, oh schade, komm, gib dir noch eine Chance. 100 Pro. Ja, klar, da ist Ruhe, da ist das Mitleid und irgendwie aufbauende Worte, aber. Genau, weil ich finde halt auch, wenn man auch beim Battle Rap halt, wenn du auf Lacher setzt, auf Humor setzt. Ich meine, wenn du da mal chokes, stumbles, ist halb so wild, wie wenn du was Ernstes machst. Weil der Downfall zu krass ist, klar. Wenn du was Emotionales aufbaust und dann bist du so, dann fällst du ja auch krass aus der Rolle. So, das ist was anderes, du hast einen anderen Ansatz. Ne? Wenn du jetzt auf die Bühne gehst und dir denkst, den zerschredder ich jetzt mit emotionalen, bösen Sachen und da kommt ein Cut, dann ist der Ansatz ist halt ein anderer, als wenn du da hingehst und sagst, ich will die alle zum Lachen bringen. Einem LBB wird ein Choke super easy verziehen. Leichter als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einem Jarambo zum Beispiel. Ja. Überhaupt jemand, der ernst und ein aggressives Image hat oder sowas. Ne? Da, ja, stimmt, du sagst es. hast du, also ich weiß ja, dass du ziemlich verhältnismäßig ziemlich spät zum Rap gekommen bist, zum Hip-Hop halt, ne, so. Hast du deine Comedy-Qualitäten, hast du ja dann quasi vorher entdeckt, oder kann man sagen, deine Entertainer-Qualitäten? Wann hast du für dich, wo du gesagt hast, ey, ich wollte immer auf die Bühne, ich will Leute unterhalten, wann hast du schon so das erste Mal das Ding so bei dir entdeckt, so? Vor Fußball noch und so? Naja, das war, wenn dann, also Fußball war ja die ganze Zeit vorher, das hatte ich, ich muss vor Leute, hatte ich glaube ich nie. Ich hatte nur diesen Gedanken, als ich 30 wurde. Für mich gab es Battle Rap da gar nicht. 2013, obwohl Rap am Mittwoch schon da super groß, beste Saison ever war. Ich wusste nichts davon. Und mein Gedanke war nur, ich würde gern wissen, ob ich so lustig bin, wie ich das meine. Aber da ging es gar nicht um Leute unterhalten oder so. Ich wollte es nur wissen, ich wollte so ein Gradmesser haben. Deswegen habe ich den Quatsch Comedy Club da angeschrieben, die haben mir Feedback gegeben. Und wenn du dann das erste Mal da stehst und das erste Mal auf der Bühne im Quatsch Comedy Club stand ich ja, da habe ich schon 3 Battlemania-Finals gehabt. Das heißt, durch diesen Zufall, wo ich mit der Stichsägen, Kerstin, bei Greg Pipe gegen dich, bei dem Battle war und da RV habe Freestylen sehen und dieser krasse Abend, da habe ich ja dann gesagt, okay, ich will das auch probieren. Und erst da. Nach dem ersten Abend war mir klar, okay, der Humor, den ich habe, oder diese Punchlines, die ich mir einfallen lasse, die sind vielleicht so ein bisschen so Mass-Appeal. Okay. Zur besten Saison, da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Sehr gerne. Aber vorher, ich habe dich mal irgendwo sagen hören, mir fällt gerade nicht ein, wo manchmal, weißt du, bleiben einfach Dinge hängen so. Du hast als Kind irgendwie einen Zug unterhalten oder ein Abteil oder so, Nachrichten nachgesprochen oder was war? Ja, also hast du da nicht? Ich dachte vielleicht, dass du schon irgendwie im privaten Kreis als Kind oder Jugendlicher oder vielleicht Klassenclown-mäßig oder so, warst du sowas? Kann man sagen, ich glaube halt Leute, die viel im Mittelpunkt standen schon in der Schulzeit, haben halt diesen Drang oder haben halt, sind prädestiniert dafür, später Stars zu werden halt, ne? Ja. Dass sie immer da diesen Klassenclown halt raushängen lassen. Ich weiß, was du meinst, aber das ist mir alles aufgefallen, erst nachdem ich jahrelang gemacht habe. So, warum läuft das eigentlich so gut, warum zieht das und wo kommt eigentlich dieses, weil irgendwann war mir ja klar, ich funktioniere einfach, mein Humor funktioniert, ich kann unter Druck performen, auch wenn ich ein paar Mal gechoked habe, aber unter Druck kann ich performen. Auch wenn ich mir in die Hose scheiße, eine Sekunde vorm Auftritt, sobald ich auf der Bühne bin, merkt man nichts. Woher kommt das? Und dann kommen die alten Storys, dass meine Mutter gesagt hat, ja, die Oma hat dich, du bist mit der Oma von Salzgitter nach Düsseldorf gefahren und du hast dann halt einfach die Tagesschau nachgeplappert für die Leute im Waggon.
Und auf dem Gymnasium war es dann so, nicht Klassenclown, also nicht nach dem Motto, ich bin das, der vom Stuhl fällt oder der irgendwas an die Tafel malt. Mhm. Aber wenn irgendwie eine Sekunde gab, wo ich dachte, okay, da passt ein geiler Spruch, da kam der Spruch. Oder ich habe dann halt meine Sitznachbarin, die Anna, auch Grüße, heute gehen viele Grüße raus, auf jeden Fall. Die sieht das auf jeden Fall auch, ist gegrüßt. Die habe ich halt so unterhalten. Und die hat halt gelacht und ich, ist auch nicht böse gemeint, ich fand die gar nicht so nice. Mhm. Ne? Aber die ist ein nettes Mädchen gewesen und ich fand einfach dieses, ich sag was und die ist so, ne? Das war halt, das war ein nices Gefühl. Und in der Fußballmannschaft hat sich das aber erst viel später entwickelt, weil ich auch lange gar keine Eier hatte, bevor ich bei einem großen Verein gespielt habe. Aber dann hat sich das so sukzessive durchgezogen, in der Gastro, hier, da. Und dann merkst du irgendwann, okay, die Sprüche fliegen so raus, die Leute feiern das irgendwie. Aber dann, der nächste Gedanke war dann halt eher so, jetzt will ich von der höchsten Instanz in Deutschland wissen, bin ich wirklich lustig. Okay, so. Also wie Kunz sagt, das eine ist halt ein bisschen, ja, im privaten Kreis halt, ne, ist was anderes, voll, wenn du die in der Klasse oder in der Umkleidekabine oder vielleicht beim Flirten oder so, ja, schaffst, die zum Lachen zu bringen, aber jetzt mal auf Knopfdruck ist halt, da kommt das Professionelle halt, ne, so. Ja, es ist schwierig, also, dann machst du das halt, ich weiß noch, der Lukas, mein bester Freund, grüße gehen raus, yeah, der war beim ersten Auftritt dabei, im Quatsch Comedy Club, und der meinte so, was ist das, was hast du da gemacht? Was, ach, er selber wusste es nicht, war überrascht? Nein, das ist ja spannend zu erfahren. Der kam, ich meinte so, ey, ich gehe jetzt auf die Bühne. Meinte, wie auf die Bühne? Meinte, ich mache jetzt Comedy. Meinte, okay, dann komme ich. Kam einfach alleine und da saß dann im Quatsch Comedy Club, das ist ja die schönste Location, da ist ja oben auf dieser Balustrade da. Und der meinte, ey, der kam nochmal auf und meinte so, Bruder, was hast du da gemacht? Was ist das? Wie abgewichst du dieses, als ob du nie was anderes gemacht hättest. Und ich weiß aber doch, ich hatte ja Atemnot vorm Auftritt und habe gedacht, kann ich Deutsch? Versteht mich jemand? Ist das lustig? Was mache ich überhaupt hier? Was soll das? Ich müll hier wieder weg. Und dann bist du aber da und nimmst das so ganz easy raus. Und dann, wenn das öfter passiert, denkst du so, okay, egal wie ich mich vorm Auftritt fühle, das merkt auf der Bühne keiner. So dieses Ding. Naja, es ist halt wie das mit dem Lampenfieber allgemein. Die meisten sind nervös und so, aber das zu überspielen, ich glaube, darauf kommt es dann halt an. Ne? Nicht mehr überspielen, sondern einfach, ich überspiele das nicht. Ich sag mir nicht vorher, okay, was, wenn jetzt Dings muss, dann machst du so. Das ist einfach natürlich. Auch nicht bei den ersten Malen. Ich meine, du hast ja gerade beschrieben, so. Ich finde ja halt die ersten Male immer spannend. Der erste Song, der erste Auftritt, der erste Freestyle, das erste Mal Comedy, was auch immer. Ne, das ist halt erste Mal Disaster Battle, wie du gerade gesagt hast, halt noch mit der Vorgeschichte. Es ist halt immer was Besonderes. Ich war bei meinem ersten Disaster englischen Battle übelst nervös. Ich auch. Aber der hat mir die Nervosität genommen, indem der gesagt hat, der meinte so, oh, du bist größer, als du auf den Videos aussiehst. Ich so, ja, ich habe Timberlands an, ich schummel ein bisschen. Meinte, ich merke schon, du wirst mich auch mit der Comedy ficken. Und ich dachte so, krass. Erstens weiß der ungefähr, wer ich bin. Yeah. Und Battle Rap, du bist in Psychologie, Alter, du weißt ja, der sagt das nicht umsonst, sondern der denkt sich, okay, ich bin in Berlin, ich habe Videos von ihm, ich habe mit Oxymiron im Flugzeug geredet, mit dir auch im Flugzeug. Yeah, genau. Ihr habt ihm wahrscheinlich gesagt, so, der ist schon, wenn er lustig ist, schwierig so. Der sagt das zu mir, ich denke mir so, weißt du was, du hast doch hier nichts zu verlieren, aber nicht so nach dem Motto, okay, 3, 2, 1, jetzt musst du so machen, sondern das ist einfach automatisch. Ich glaube, das war schon bei der Vorpro, wo du hattest diesen Steve Urkel-Witz gemacht und so, der hat gewusst, der kommt auf diese aggressive Aggressivität, bei der kommt er nicht hin. Genau. Dann hast du diese Sing-Sache dann mit den auf die Schippe genommen hast, da hat er halt gut gekontert, indem er dann wirklich gesungen hat und so weiter. Das war ein geiles Ding. Ja, genau. Ja, aber diese ersten Male, wie gesagt, erste Mal Comedy, in der einen Sekunde in die Hose geschissen, auf der anderen eiskalt performt. Bei Rapper Mittwoch habe ich für einen Newcomer, der noch nie ein Mikrofon in der Hand hatte zu dem Zeitpunkt und nicht rappen kann, das auch gut gemacht in der Cypher, sodass Johnny meinte, ey, hast du Bock zu battlen? So, also, weiß nicht, irgendwie ist das automatisch. Okay, wo wir dabei sind, Rapper Mittwoch, vierte Saison, beste Saison. Warum? Nicht? Ich habe gesagt, 2013 war ich auf Mallorca. Okay. Da habe ich mich entschieden, Comedy zu machen und zu dem Zeitpunkt lief gerade die beste Saison. Das war die dritte Saison. Also dritte, Karate Andi. Mhm. Ja? Ja. Okay, das war die, das wundert mich jetzt, weil die meisten sagen vierte. Nee, ich sag, als Teil der krassen vierten sage ich, die dritte war noch ein bisschen besser. Oh, das ist ja jetzt noch spannender, weil ich kenne die Diskussion immer mit der vierten Saison, weil da würde ich halt sagen, mit dir und Fresh Polacke und Gospel und Bong Taggy halt, ne? Ja. Bei der dritten, ich glaube, da sind sich alle einig, oder? Da hat Karate Andi am meisten abgerissen. Ja, aber oder? Also ich meine, sag mal so, die. Das waren die besten Battles. Für mich waren das die besten Battles auf jeden Fall. Und ich glaube, bei uns kam ja so ein Switch. Ich meine, wir waren ja alle vier neu. Mhm.
Das ist natürlich krass, wenn vier neue Granaten irgendwie auftauchen und sich dann auch noch gegenseitig alle battlen und am Ende kommt dann noch einer, Bong-Taggy, dieser schöne deutsche Ritter in seinem weißen Shirt, der am Ende noch so vier Siege einheimst. Die Story von der vierten Saison ist Bombe, aber für mich als Battle-Rap-Fan und als auch Teilnehmer, die Qualität in der dritten Saison, weil da hätte ich gerne einen von uns mal gesehen. Ey, das frage ich mich sehr oft, oder jetzt nicht mehr, aber damals haben wir uns das alle sehr oft gefragt. Also ich verstehe die Argumentationsweise für die vierte Saison, allein wegen den vier hervorgebrachten neuen Stars, Battle-Rap-Stars halt, plus BMCL. Und das hat das Ding halt so besonders gemacht. In der dritten hatten wir halt noch dieses alte King-Final-Modus und so. Deswegen, ich würde sagen, ich hatte nicht so viele Highlights, habe ich nicht im Kopf, wie in der vierten. Trotzdem, da es näher am Anfang liegt, bin ich so ein bisschen emotional bei dir, wo ich sage, ey, das war noch cooler von der, ja, vom rein emotionalen her. Ja, ne, so. Und man muss auch ehrlich sagen, also die BMCL ist bei meiner Beurteilung voll ausgeklammert. Ah, okay. Muss ich dazu nur sagen. Nur die Battlemania meinst du? Ich meine nur Battlemania, genau. Okay. Weil, wie gesagt, also ich hätte gerne mal einen von uns da gesehen, weil das war auch, als wir dann kamen, Polacke, Gospel in der Reihenfolge, ich und dann Bong-Taggy, da ist da auch diese Kunstform des Freestyles ist so ein bisschen geschiftet hin zu, ich meine, Gospel kann rappen, Fresh Polacke kann auch rappen, ich und Bong-Taggy konnten nicht, mittlerweile kann der ein bisschen rappen, ich immer noch nicht, aber wir waren keine Rap-Rapper so, aber da waren, aber in der dritten Saison war halt, man, da waren Powerhouses am Start, da war Massaker, das waren für mich in der vierten Saison das beste Freestyle-Battle ist, also was ich am liebsten habe, ist Fresh Polacke gegen Apul. Ja. Und da wurde einfach original von einer Seite nur gefreestylt und so. Aber sowas wie Le Nerd gegen Karate Andy gab es in der vierten Saison gar nicht. Ach so, das meinst du. Okay, ja, Le Nerd Karate Andy war übelst krass. Ich finde halt, das hat Pisek oft thematisiert gehabt, dieses wir sind Kings, ihr seid nur Champs. Ne? Zu Recht auch. Ja, weil diese Bequemlichkeit, ne, voll. Die ist da eingetreten und es war noch ein bisschen mehr raw in der dritten, ne, ja, so, es war über raw in der ersten und zweiten, aber da war schon, da fing schon an mit dem Kühlschrank auf der Bühne, überhaupt der Umzug ins Binu war schon Upstep, ne, so, für mich ist wirklich 1 und 2 ist eigentlich die Saison, was Kalabash war, weil dieses Feeling ist für mich halt, das vom ist, viel, ja, vom viel, man, 8 Mile, das war so wirklich einfach, alle klein, schwitzen, Bühne, weißt du so, man hat keinen Kühlschrank auf der Bühne, keine Sitzmöglichkeiten, kein Sponsor, also Stop-Prozent natürlich, aber wir haben noch von der Crowd Trinken genommen und so, das war, wir haben wirklich ums Mic gekämpft. Das, Battle-Rap halt, das war halt wirklich Battle-Rap-Feeling, genau so, und da war schon dieses, die Regeln waren schon da, es wurde friedlicher, es war nicht mehr so raw halt, ne, diese Rawness war ab Binu Club weg, finde ich halt, ne, stimmt. So. Und aber es ist alles so kulminiert in dem, bevor es, dumm gesagt, jetzt so Poetry Slams, Hellout, vorgedachte Freestyles, obwohl Takt auch damit angefangen hat, aber ich meine, vorher war dieser Pinnacle war erreicht in der dritten Saison. Du gehst von diesem ganz Raw in eine größere Location, hast aber noch diese geilen Battle-Rapper dabei in der großen Location, die danach alle nicht mehr kamen. Mhm. Ne? Also mehr oder weniger, du weißt, was ich meine. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das alles so kulminiert in dieser, also das war so die Spitze von, für mich, aus Fansicht, qualitativ, was die Battlemania angeht, ist das die Spitze auf jeden die Fall. Die dritte. Gewesen. Ja, 100 Pro. Ja, also die Rivalität war auch noch ein bisschen da. So viele geile Leute. Ich meine, wir waren vier. So vier neue, das ist krass. Aber ich meine, Pi mal Daumen, waren es mindestens 6, 7 große Namen, die über die Saison verteilt ab und zu sich da mal haben blicken lassen in der dritten Saison. Ja, ich meine auch eher die Spannung halt, ne, weil das ist ja was, worauf Pisek immer in der vierten Saison hinaus wollte halt. Mhm. Er meinte immer, dieses Champ-Titel, wir sind halt mit 7 Texten dahin gekommen und das alle 2 Wochen. Ja. Du weißt, wie die Rapper heutzutage drauf sind, ne? So, aber das hätten die auch alle gemacht. Da kann ich für Gospel, mich, Polacke und Bong-Taggy auf jeden Fall reden, obwohl wir nicht darüber geredet haben. Mhm. Ich kann uns einschätzen, das hätten wir auf jeden Fall, wenn das der Modus gewesen wäre, hätten wir auch gemacht. Ja, also das Ding ist halt, man musste erstmal dieses Written-Ding etablieren, erste Saison. In der zweiten war es dann so ein bisschen etabliert. Dann hat sich herauskristallisiert, was so am besten ankommt halt, ne, so, das hat sich, also ich glaube halt, Atzenkalle hat das Comedy-Ding krass nach vorne geschoben, so, dass es immer mehr weg vom Rap ging und mehr in Comedy-Richtung und dass, also ich meine, dass Humor die stärkere Waffe wurde.
Kann ich kurz was sagen? Samuel? Ja. also das Comedy-Ding zum Beispiel, Arzenkalle ist ja das Pendant zu Conceited in den USA, ne? Safe. So, und da ist es aber, da wird aber nicht gesagt, seitdem ging es um Comedy, sondern seitdem ging es um Punchlines. Das heißt, Arzenkalle hat, der hat Humor gehabt, klar, aber der hat einfach krasse Punchlines gehabt. Und wenn die dann teilweise so Lacher hervorrufen oder lustig sind, okay. Mhm. Aber, und ich habe selber kein Problem damit so, aber ich als Battle-Rap-Junkie und als Battle-Rap-Fan sage ich halt, Arzenkalle hat einfach nur wirklich, also krasse One-Liner oder er hat ja krasse Punchlines reingebracht, die so ein bisschen in die Comedy-Schiene gehen, kann man auch sagen, aber in den USA sagen die das safe, nicht. Safe. Wir hatten ja, es gibt so ein paar kleinere Interviews, die nicht so bekannt sind. Das, was wir gerade gesagt haben, die vier Battle-Rap-Stars in der vierten Saison mit euch vielen, waren ja in den ersten beiden so ein bisschen Main Mo, Arzenkalle, Gio und ich halt. Wir waren trotzdem aber alle vier verschiedene Charaktere, obwohl wir alle Battle-Rapper waren. Aber, und die Essenz war halt noch so. Da hat Arzenkalle halt auch gesagt dann, als er den Award in der zweiten bekommen hat, dass er das quasi so ein bisschen mehr dieses Pointierte so auch von mir auch ein bisschen dann hatte, weil ich gemerkt habe, ich komme mit der aggressiven Szene, mit der aggressiven Style. Selber geswitcht. Ja, dass ich gesagt habe, nee, entweder du willst gewinnen oder du willst nur deine kleine Ecke unterhalten, ne, so. Und irgendwann habe ich halt Kompromisse gemacht. Ich mag ja mein erstes Battle am meisten, weil da habe ich kompromisslos gerappt. Ja, halt, ne, so. Aber man könnte auch sagen, wenn man dich battelt, könnte man auch sagen, Sellout. Naja, es ist eine Weiterentwicklung, würde ich eher sagen. Ne? Aber wenn du, auf jeden Fall, wenn ich Tierstar-Fan oder Tierstar-Homie bin aus Straßentagen, dann sage ich es Sellout, weil du deine kompromisslose Art, dieses Bang, Boom, Bang, Blatt, Feier in der Magen, auf einmal sagst du, ja, du Ticketvergesser, du Döner ohne Soße. Genau, so, genau, wenn man es böse meint. Nicht nur böse, sondern es sind nur zwei verschiedene Perspektiven und was du sagst, stimmt auch. Es gibt viele, die mich vor Benim Battle Rap gefeiert haben oder ne, die gesagt haben, ey, wann bringst du mal wieder so eine wirklichen, echten Songs halt, anstatt jetzt dieses, sagen wir mal, Hipster-Publikum böse gesagt zu unterhalten. Ne? So, also worauf habe ich dann halt den Fokus gelegt? Aber ich glaube halt, aus meiner Perspektive ist halt immer wieder, du willst irgendwas machen, was du noch nicht gemacht hast. So bin ich halt drauf. Okay. Ja, ne? Andere Freunde von mir rappen seit 10, 20 Jahren. Aber eben hast du noch gesagt, irgendwann dachtest du so, ich will die Battles auch gewinnen. Genau, weil ich halt, das war die Challenge. Ne? So, weil die Leute sagen ja dann, du kannst halt nichts anderes. Ne? So, das ist ja halt, was tausendmal die gesagt haben, wenn du was halt. Ich finde halt den Überraschungseffekt macht ja immer aus, wenn du das schaffst. Das, halt, ist ja, das war ja ganz das Geile bei dir. Also diese das war ja das Geile, diese Mischung, du weißt, der ist eigentlich so und so, der hat schon das und das gerappt und jetzt kommt der mit diesen Sachen und die sind auch noch gut und lustig, das ist halt so Overkill. Und bei dir war es genau umgekehrt, fand ich halt, ne, wo du hast dann mal lustige Sachen machen, aber dann kam der Overkill beim Rematch gegen Bong Taggy, wo du ernst gerappt hast. Weißt du, was ich meine? So, das war halt dein Überraschungseffekt halt, ne, so, bei mir war es halt immer ernst und dann habe ich mal lustig gerappt, das war der Überraschungseffekt, bei dir war es genau umgekehrt. Ja, stimmt. Aber ich konnte es halt nicht, aber den einen Switch kannst du halt öfter machen und den anderen halt nicht so oft, weil ich meine, so, wenn ich jetzt jedes Mal in der dritten Runde einen Real Talk Part auspacke, ist so, okay, here we go, das ist hier Schema F, Bone Taggy Ding. Ich kann jetzt nicht auf Ernst switchen. Nein, das ist ja dann, der Überraschungseffekt ist ja dann wieder weg, weil dann, dann wird ja wieder dein Style halt. Genau. So. Warum man aber halt, ist es dann doch nach. Bisschen subjektiv, wenn du sagst, dann das ist voll subjektiv, dann, ne? Wenn du sagst, die dritte Saison ist für mich halt die beste. Ja, voll. Das ist gar nicht so. Ich sag ja, nach objektiven Kriterien verstehe ich die Argumentationsweise, wenn man sagt, vierte Saison. 100%, ne? Wenn man die BMCL mit reinnimmt. Genau. Und einfach nur die ganzen krassen BMCLs und diese ganzen Aufeinandertreffen von uns Vieren irgendwie nimmt, dann ist die vierte Saison auf jeden Fall die mit den meisten Highlights. Aber wenn du halt auch nicht nur Fan bist, sondern auch Teilnehmer und ein bisschen Ahnung auch von Battle Rappers, wie schwierig das alles ist und das so gefressen hast, dann weißt du, die dritte Saison ist auf jeden Fall die schwerste Saison gewesen für einen Freestyle Battle Rapper. Safe, da kann ich dir voll zustimmen und halt, also da war halt auch diese Rivalitäten waren noch groß und ein bisschen der Hate hinter. Ja, genau. Das war richtig gut. Das ist es. Und das ist, was man heutzutage halt vermisst, aber den Sprung will ich jetzt noch nicht machen, lass mal noch ein bisschen in der Zeit bleiben, so was diese Ketten angeht. Wenn ich dir jetzt, wenn ich so eine, lass mal so eine Art Battle-Rap-Thron Reihe machen, so, wer die Kings im Battle-Rap sind halt, ne, wo würdest du zustimmen, wo du würdest sagen, nee, sehe ich ein bisschen anders und warum, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, es fing alles da an,
Also wir können natürlich ganz, ganz weit zurückgehen, ja, ne? MC René oder so, ne? Aber jetzt wirklich, wo wir sagen, ey, vorher bei Deutschland hat's begonnen und so weiter, halt wirklich 2006 so, Greg Pipe als erstes, oder? Ne, safe, ne? Greg Pipe, Fahrt, Liquid. Adi. Auf dem Thron? Der ist die Speerspitze von 1 und 1, nee, die Speerspitze von... Oh, die Diskussion fängt schon vorher an. Ja, der ist die Speerspitze von quasi 1, 2 und 3 sogar gewesen. Bei eins wurde er outperformed, so ein bisschen von, nicht outperformed, aber so ein bisschen outgetextet von Greg Pipe. Da war aber Adi schon Adi. Greg Pipes Part bei 1 war der stärkste. Natürlich, natürlich. Aber ich meine nur, weil Adi ist bei FÖD 1, 2 und 3, war der so der, das war der Nukleus von dem Ganzen eigentlich so. Auf jeden Fall. War nicht stärker als Greg Pipe? Nicht stärker. Okay. Nur von der Strahlkraft. Für mich ist Greg Pipe drüber. Ja, wollte ich gerade sagen. Du kannst Adi nicht nennen. Nein, nicht nennen. Also ich, natürlich ist er ganz weit mit oben, gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt so wirklich sagen, ey komm, 2006, ich würde sagen Greg Pipe auf den Thron. Ne? Ja, sag ich 6, 8 und wann war das danach? Nee, 7 wäre es Fahrt gewesen. Bei FÖD2? Mhm. Nee, ist für mich auch Greg Pipe. Fahrt hat gegen Fallobst einen vernünftigen Text gebracht und Greg Pipe hat gegen den vernünftigen Basic... Da krieg ich Gänsehaut, bevor ich anfange, was darüber zu sagen. Okay, dann lass uns mal die Kriterien. Für mich war jetzt so ausschlaggebend, so das Aushängeschild für Battle Rap zu sein, wo man sagt halt, Fahrt hat das größte Ding gemacht. Jeder kannte diese Fahrtparts 2007. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht im Battle Rap drin. Mhm. Ich habe es nur konsumiert über DVD. Ich verstehe deinen Punkt voll und ganz. Ich bin voll deiner Meinung, wenn du mir sagst, ey, okay, ich kann dem keine Krone geben, wenn der nicht selber einen King besiegt hat. Da bin ich voll bei dir, ist auch genau meine Meinung. Aber wenn ich jetzt so sehe, was die Leute wählen und was so das größte Battle ist halt, natürlich... Für die zwei war Fahrt gegen Band größer als Greg Pipe gegen Basic. Das ist wie Last King Drop. Das ist, Also ey, alle... Ich war zu dem Zeitpunkt halt nicht am Start. Dir, die Leute, also, ich habe das dieses Gefühl damals auf der... Also es war 2007, 22. April. Die Leute, most anticipated match war definitiv Greg Pipe Basic, auch das erste, genau. Aber die, du weißt doch, wie die, so ich sag mal schon Mainstream-Leute sind, die wollen sich halt immer hinter einen stellen. Das ist halt nicht, debatable. Das erste Greg Pipe Basic Ding ist nicht debatable. Nee. Ne, da waren alle ganz klar Greg Pipe. Das zweite Battle, was nicht debatable ist, ist halt Fahrt gegen Band. Mhm. Und alle haben gesagt, ey, Fahrt war der krasseste, diese Lines, diese Sido-Lines und alles, das war so viele Quotables. Ja. Das 2008 war es Liquid Walker gegen Sandy Solo. Na, so. Bei FED3 oder was? Ja. Der war schon, hatte Battle King Status. Das ist doch aber Dingsmus, das ist doch Team Battle gewesen, oder nicht? Nein, Solo. Haben die Solo? Ja. Das hab ich gar Sandy nicht. Solo war stärker als bei Teil 2, aber trotzdem war es eindeutig. Okay, das habe ich nicht auf dem Schirm. Weil ich habe mir, wie gesagt, von FED 1 und 2 beeinflusst, haben wir uns die DVD geholt, FED 3 ist draußen, ich und der Lukas, und dann haben wir wirklich. Da waren ja viele unsagbar schlimme Sachen dabei auch, plus Steiger. Und dann kam aber dieses Adi und Greg Pipe zusammen. Mhm. Und also für mich war diese Performance von Adi und Greg Pipe zusammen, hat die alles überschattet. Aber ich, wie gesagt, du warst selber da. Ja, deshalb Du hast mitbekommen, worüber die Leute geredet haben und wer so im... Ja, also das war nicht das Battle, das war erstens deren schlechtestes Battle von, wenn du deren Reihe nimmst halt, ne? Ja, so, das stimmt. Die hatten vorher krassere Leistungen auf jeden Fall. Und Liquid war astrein, ne? So, der war, und er hatte halt, er wurde auch von Sido und so weiter, der hatte schon diesen Battle King-Status, diesen Ruf, die Reputation konnte er danach, er war schon bei Teil 2 ganz gut, ne? Gegen Alex Hope, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hattest. So, aber. Was auch Solo? Ja, der hat 2 Solo-Battles gemacht. Und davor hat er halt in Berlin schon gemacht und so, ne? Divo und so. Takt hat es letztens erzählt, auch hier, ne? Der war dabei. Okay. Und also sagst du Greg Pipe, Fahrt, Liquid. Genau. Die drei Teile. Okay, gut. Ja. Muss ich dann zwangsläufig zustimmen, weil ich zu der Zeit nicht in der Szene war und nicht diese, ich war in meinem wirklich Mikrokosmos mit meinem Kollegen und wir haben das und das gefeiert, aber ich habe nicht mitbekommen, was wie wo Wellen geschlagen hat, wer über was geredet hat, weil ich mit keinem Kontakt hatte. Es war halt so, ich meine, danach kam ich und dann kam Gier, aber Liquid hatte diesen Ruf von so, ey, wenn Liquid kommt, das ist jetzt top-notch. Ne? Also du redest jetzt von dir und Gier, redest jetzt von Rapper Mittwoch erste Saison. Genau. Okay. Genau, also und es war aber halt die Zeit, weil es war ja nach Feuer bei Deutschland 3 und durch den Push auch von Sido und so weiter und er hatte halt diesen Ruf auch generell halt, ne, so. Es war so, wenn du auf den Thron im Battle Rap willst, muss dann Liquid vorbei halt, ne, so. Ich hatte halt mit ihnen ein relativ kleines Battle halt, ne, was so
unentschieden gewertet wurde bei der kleinen Crowd, so, ne? Mhm. Das war halt noch im Bohennen, also noch vor dem Kalamasch. Okay, ja. Also das, weißt du, so wie sehr man das halt werten kann, ist jetzt mal außen vor. Aber das war halt so, er hat ja dann keine Battle-Ambitionen mehr gehabt halt, ne? So, und deswegen, sage ich mal, ist dann eine Lücke entstanden und dieses Vakuum konnte ich dann füllen. Danach kam halt Gier, nach Gier kam Main Mo, nach Main Mo kam Arzenkalle. Okay, nochmal kurz zurück zu dem FOD 3, zu der Trilogie. Aber wenn du jetzt einen Namen nehmen müsstest, der durch die ganzen drei Teile am Ende stehen bleibt, dann ist es aber nicht, Liquid Walker. Dann ach so, ist, du dann meinst, ist es schon, dann ist es Greg Pipe. Dann ist es Greg Pipe, ne? Ja, ja, klar, okay. Der hat dreimal. Ja, sind wir uns so einig, ist, ja. Da können wir uns, ja, aber Adi auch. Adi hat da, auch dreimal. Auch dreimal, kann man auch sagen. Aber trotzdem, sage ich mal, von die Leistung ging etwas runter und ja, von Liquid ging die hoch. Okay. Das ist halt so. Und ich meine auch halt dieses. Also, weil die meisten Leute ja, es ist wie bei diesem Last-Drop-Ding halt, ne? Immer, das ärgert uns beide, glaube ich, auch immer, ne? Wir sagen also, ja auch, naja, so dieses, Mann, warum ist jemand ein Battle-King, wenn er nicht einen King besiegt, ja, hat, ne? Also, innerhalb der Szene wird ja das ja halt nicht so anerkannt. Ja. Aber nach außen ist so, wenn einer außerhalb der, also eine Art Aushängeschild. Ja, Bodybag ist Bodybag. Genau, so, ja. Bodybag ist Bodybag, ja, und das geht halt am meisten rum. Habt ihr dieses Battle gesehen, wie, ja, der den fertig gemacht, ja, hat? Und dann wollen, ich weiß noch, ohne Spaß, weißt du, was mich bis heute voll aufregt, ne? Mhm. Nicht nur, weil er Line von mir geklaut hat und ein, zwei andere, ja, dieses diese Nachrichten und Anrufe, die ich nach dem Noir gegen 4-7 Battle bekommen habe, ne, die haben mich so aufgeregt. Achso, du meinst, die RV-Line hat er geklaut? Dieses Fanschlagen. Ja, Fanschlagen, ja. Genau, also die, genau, du beim RV-Battle bist. Genau, genau. Meinst, und auch generell dieses einer macht das vor, mhm, und der andere denkt sich so, okay, das funktioniert, ich mach das auch. Mhm. Nicht das ganze Battle, alles easy. Der sagt auch, der weiß gar nicht, wo die Line kommt. Ja, ist gut. Glaubst aber, ihm? Natürlich nicht. Aber der ist auch ausgewiesener Fan und so. Der muss auch seine Rolle spielen. Ist alles gut. Nur Liebe für 4-7, yeah, auf jeden Fall an der Stelle. Grüße. nee, aber das Ding ist halt, ey, oh mein Gott, 4-7 hat Noir beerdigt. Glaub mir, das war die beste Leistung nach Lars. Und ich so, haltet alle eure Fresse. Ich war nicht da. Ich schwöre, ich war nicht da, aber ich weiß, das kann nicht passiert sein. Und ich kenne aber auch dieses selber, du bist live da, du hast die Crowd, du hast dieses Spannungsfeld und denkst du so, du bist so, oh mein Gott, ich muss jetzt sofort eine Voicemail loswerden. Und dann kriege ich aber diese Voicemails ab in meinem nüchternen Zustand in Berlin, der nicht dabei ist, und denk mir so, nein, nein, lass doch erstmal sacken, warte doch erstmal. Safe, nicht nach Lars die beste Leistung. Will ich erstmal sehen. Sehe das dann. Ist ein Monster-Battle. Mhm. Wirklich ein Monster-Battle, weil Noah kein Vollfallobst, der hat seine Sache auch gut gemacht, mhm, fürs erste Mal gerade. Ein paar Cringe-Momente mit dem Boss. Mhm. Aber 4-7 hat das wirklich auch Bombe gemacht. Aber komm mir keiner bitte noch einmal mit, oh mein Gott, die beste Einzelleistung nach Lars. Ja. Oh Mann, Alter, da kannst du dich aufregen. Regst du dich auf, weil dein Battle vom zweiten Platz gestoßen wurde? Kann man, ja. Naja, das Ding ist halt, glaube ich, da kommt eine emotionale Komponente dazu, ne? Aschenbecher? Ja. Ich hab mich gerade aufgeregt. Da können wir doch rauchen erlauben, oder? Ja. ich glaube, was das Battle noch mal brisanter und besonders macht, ist halt, das Drumherum sowieso, ja, ja, aber dieses Gefühl, das war endlich das, was ich unter Battle verstehe. Ist genau das. Ich kann es auch nachvollziehen. Das ist, ja, das ist ohne Spaß, das ist eins der geilsten Videos zum Gucken. Genau. Weil, ey, der Funke springt über. Springt sogar auf Video über, oder? Volle Kanne. Und wir haben Sachen rausgeschnitten. So, das musst du dann gleich. Das kannst du den Leuten ja mal erzählen, was ihr da rausgeschnitten habt. Aber, und vor allen Dingen, das ganze Ding, also Ansetzung, dann stehen die da. Da hast du hier die Gorillas, da hast du da die aufmüffigen Kennex. Dann rasiert der eine den, da ist der Boss noch im Spiel. Dann ist dieses maximal peinliche Interview danach. Dann weißt du aber, wenn du ja Infos hast, nach dem Interview oder während des Interviews sind noch mal Sachen passiert und ihr habt während des Dings noch Sachen rausgeschnitten. Das, mhm, heißt, das ganze Battle ist ein riesen Happening. Ja. So, und das ist Excitement halt. So, wann, du hast mal so, okay, Last Drop, Last kommt, fick trockenen Arsch, Drop ist weg, Batsch. Mhm. Aber da hast du halt, noch mehr Layer, ne? Mhm. Das ist halt, das macht dieses Video oder dieses Battle, ja, macht das halt noch geiler. Und deswegen verstehe ich, wenn du es jetzt runterbrichst und sagst, warte mal, auf technisch war es jetzt nicht so krass und bla bla bla, dann unterschätzt man die emotionale Komponente halt. Die ist für mich aber sehr, sehr wichtig, ist wenn auch nicht sogar am wichtigsten. Denn dein Battle gegen Rematch vor allen Dingen mit Bongtaggy, wenn man diese Rivalität, wenn man um sie weiß, das macht es besonders. Genau. Du bist einer der wenigen, die auch außerhalb von den Battles
ihre wahren Gedanken und Gefühle äußern, wenn sie jemanden nicht mögen halt. Ne? So. Oh, der Einzige, ja. Der Einzige sogar? Was? Ich habe letztes Mal auch einen Stream gehabt mit der Anna. Mhm. Und da meinst du, nenn mir mal einen Battle-Rapper, der auf der Bühne sagt, ey, ich bin cleverer als ihr alle, ich bin der Beste hier, ich bin der King. Und der dann aber auch so, keine Ahnung, in Streams oder diese Nummer 1 da raushängen lässt, nach dem Motto. Naja, es gibt schon auch Leute, die ihre Abneigung gegenüber anderen äußern. Ja, aber nimm mal einen, der sich hinsetzt, auch abseits und sagt dann so, Digga, ich bin der Beste. Maybe. Ja? Aber der rudert nicht, das ist kein Unterschied für dich zwischen Battles und. Nee, also ich meine, wir wissen, wenn der halt, der hat auch seine Abneigung hier und da anderen Protagonisten geäußert, besonders wenn er im Streit war mit denen. Ja. Da ist halt, also das ist halt nicht gespielt, meine ich jetzt halt, ne, so. Ja. Und vor allen Dingen auch nicht kalkuliert, weil wir können ja darauf hinausgehen, nochmal sprechen, meine, du sagst dann halt, Montagi, ich mag den nicht, wobei. Ich bis heute nicht mal weiß, also ich weiß, was du an ihm nicht magst, aber wie das ganze Ding gestartet ist halt, ne, so. Ja, eine Antipathie. Ja, meine ich ja, du hast einfach eine Antipathie, äußerst die und dann, weil, ja, wenn Bongtagi sagt mir, ich weiß nicht mehr wann, das war schon wirklich lange her, aber er meinte auch einmal so, ich weiß gar nicht, was der gegen mich hat. Ja, weil er sich selber nicht reflektiert. Ja? Ja. Aber ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, glaube ich auch, ich bin bei Rapper Mittwoch mit Gospel und Polacke und dann kommt er da. Macht dann einen überragenden Konter gegen Fresh Polacken und ich sehe den da auf der Bühne im Finale. Das habe ich ihm ja auch im ersten Battle. Okocha, meinst du dieses? Genau, Okocha, ja. Bombenkonter, auch ausgerastet, oh krass. Mhm. Aber dann halt dieses, mir ging halt dieses Berechnende, dieses Mr. Nice Guy, dieses Berechnende, dieses Risikolose, dieses, also diese und plus noch Bad Bars, das ging mir einfach auf den Senkel. Ja, und da habe ich halt dem, und der wusste auch, den hat es von komplett aus dem Off getroffen. So, der wusste gar nicht, worum es geht. Der dachte, okay, Cynic hält sich für gut, ich bin auch gut, deswegen will er mich battlen. Nee, ich wollte ihn battlen, weil der für mich, weil ich den nicht mochte und weil der für mich dann eine Fake-Scheiße abgezogen hat. Mhm. Eine wacke Fake-Scheiße, so, ohne jetzt seine Skills abzusprechen, weil war damals schon ein super Battle-Rapper. Ja, darum geht's ja auch. Der ist noch besser geworden, genau. Aber dann, hat der Mike das halt fix gemacht und dann stand der im ersten Battle auch doof da, weil er dachte, der hat das so behandelt wie ein Battlemania-Finale. Der hat ein paar Punchlines gemacht, ein bisschen was Lustiges. Ja, und ich kam dann halt ein bisschen ernster und dann, ja. Warst du ihm, nicht nur ihm, sondern ich glaube generell vielen eigentlich überlegen, dadurch, dass du auch die ganzen Ami-Battles gedickt hast. Ich meine, Ich denke schon. Ja? Ich war damals ziemlich alleine damit, also innerhalb des Battle-Kosmos. So. Aber inwiefern bringt dich das denn vorwärts, wenn du. Naja, worauf es ankommt, allein schon dieser Punkt mit der Rivalität, den viele bis heute nicht begriffen haben halt, ne, so diese Geschichte darum aufzubauen halt, ne, so. Okay, das ist jetzt so Promotion-mäßig. Ja, die Promo dahinter, die Provokation waren immer geil, du weißt genau warum, wie ein Face-Off und so weiter halt, genau. Das wissen halt viele nicht wirklich oder mögen es teilweise nicht mal, ne. Genau. Wenn ich jetzt einen Gier frage, der sagt mir, diese BMCL-Provokation voll affig halt, so, weißt du, der will einfach, er mag Freestyle, sportliche Rivalität, aber dieses ganze Show drumherum. Ja, aber der ist auch ein reiner Freestyle. Genau, das meine ich ja gerade so. Also da hat halt jeder seine eigene Gewichtung halt, ne? So, und wenn du dieses Konzept halt, dass das eine Entertainment-Show ist, das haben viele gar nicht begriffen, richtig. Ich meine, kennst du das alte Battle zwischen Tag 32 und Gier? Das erste Mal im Kalabash. Ich habe noch vor kurzem mit Tag darüber halt gesprochen. Okay, ich habe das Battle gegen Gier verloren, weil er hat zwar nicht krasser gerappt, aber er hat besser entertained. Mhm. Das packe ich mal jetzt ins Battle rein bei Separate. So, bum, bum, bum. Dann, dass du sagst, also, weißt du, was ich meine? Weil gerade bei Jugendlichen, wenn es mal nochmal runtergeht, ich finde halt diese kleinen Erfolgserlebnisse sollten, dass du sagst, super, ey, da mache ich weiter. Was du gerade halt erwähnt hast, so, ich teste das Ding mal kurz an, funktioniert, ich gehe weiter. Ne? Es ist so ähnlich wie bei dem Freestyle, bei den Entertainer-Sachen, die du dann angefangen hast mit einzubauen, weil jetzt mittlerweile deine Musik so breit gefächert ist halt. Ne? Ja, safe, hundertprozentig, also gebe ich dir vollkommen recht, dass das definitiv dazu beigetragen hat. Ob ich das unterbewusst oder bewusst gemacht habe, weiß ich nicht. Oh. Bestimmt auch an manchen Stellen unterbewusst. Mhm. Ne? Aber natürlich auch ein, zwei Punkte, wo ich das wirklich bewusst angesteuert habe. Weil er halt nicht begriffen hat an dem Tag, warum er dieses Battle verloren hat. Weil er hat krasser gerappt. Ja. Er war halt, der kam straight mit Punchlines, war raw, die waren ausgeklügelt. Also der hatte eine gewisse Härte, aber auch mit Köpfchen. Ja. Ne? Also wo man denkt so, ey, das ist doch dope, Alter. Das ist eine Rap-Kritik. Und hier hat einfach mal ein paar Akzente aufgesetzt, den Beckenbauer gemacht, hat super entertained und hat das Battle gewonnen. Ja. Und danach gab es eine kleine Diskussion darüber. Er meinte, weil
für einen Rapper-Sicht. Ich fühle mich halt aus Rapper-Sicht nicht fertig gemacht, wenn einer da besser entertaint. Und du denkst dir, warte mal, ich punch hier meinen Gegner in Grund und Boden und der macht hier ein paar Witze und die Leute lachen und das soll besser gewesen sein. Das hat sich ja bis zum Alpha Royale Finale durchgezogen. Genau, meine ich ja. Mighty und Nida sind ja bis heute der Meinung, dass Mighty da besser war. Und du hast, verstehst du es null? Dass du eine andere, nach anderen Kriterien, nach anderen Perspektiven? Wenn du dich null mit Battle Rap im Ganzen befasst und wirklich voll auf deinem Rap-Film hängen geblieben bist und wirklich, keine Ahnung, nur auf Reime gehst und auf, weiß nicht, auf was, Reime, Flow, irgendwie sowas, dann. irgendwie sowas. Ja, dann kannst du das. Dieses dann, Rap-Ding da halt. Ja, dieses Rap. Wenn du darauf bist, dann kannst du dann safe. Dann habe ich, glaube ich, mit Abstand jedes Battle verloren. Ja, wenn man es halt darauf runterbricht. Ja. Und manche sind halt da noch ein bisschen, sagen wir mal, wie willst du es nennen? Oldschool? Weißt du so, dass man einfach. Was heißt sagt, Oldschool? Sind halt richtige Rapper so. Ich kann mich auch nicht da reindenken, weil ich es halt nicht bin. Und guck mal, ich zieh den Hut davor, Mann, was Nidal und Mighty sind die übelsten Battle-Rapper, ne? Mhm. Ich sag's immer wieder, hab's öfter mal gesagt, was Mighty zwischen dem Titelmatch gegen mich und dann zwei Monate später oder weniger noch auf dem Frauenfeld gegen Cassius Clay, wie schnell der krasse Sachen schreiben kann, ist. Vom anderen Stern. Ja. Nidal genauso. Die längsten Runden, alles geil gereimt und der schmeißt noch voll viel weg. Das ist Endlevel. Mhm. Aber Nidal hat im Gegensatz zu Mighty auch verstanden oder hat die Skills, dass der auch die Crowd mitnehmen kann. So, und Mighty setzt sich ja im Interview hin und sagt so, Cynic kann nur die Crowd. Was für nur die, das ist so, als wenn du sagst, Cristiano Ronaldo, der kann ja nur Tore schießen. Ja, das ist ja, hä? Das ist ja, also, so gewinnst du im Endeffekt die Battles. Ist halt nur mal ein Fakt. Mhm. So, der eine kann sich den Arsch abrappen und der andere catcht aber die Crowd mehr mit keine Ahnung was, dann gewinnt er das Battle. Ist mir zu einfach, ehrlich gesagt. Mhm. Weil du weißt, dass dasselbe Battle von einer anderen Crowd anders aussehen kann. Disaster Cassidy, bestes Beispiel dafür, oder nicht? Ja, okay, das ist 20 Homies von Disaster in einem Parkinglot und vorher von einer 1000er Battle Rap Crowd war Disaster vorne. Ja. So. Ja. Und ich sag das ja auch, wenn wir jetzt in Hannover auf dem Parkplatz rappen würden, vor 40 Mighty Mo-Atzen, da komme ich doch nicht und sag, herzlich willkommen in der, ich weiß gar nicht. Genau, du würdest anders drauf rangehen an das Battle. Genau. Halt, ne, so. Aber trotzdem darauf runterzubrechen, ich meine, ich habe es ja für dich gevotet, deswegen, es ist jetzt nicht so, trotzdem habe ich, glaube ich, mehr Verständnis für die andere Perspektive als du, dass ich dann sage einfach, ich kann schon verstehen, wenn jemand nicht so deep in dem Battle-Ding drin ist und einfach nur ankommt und sagt so einfach, warte mal, der hat krass gerappt und der hat ein paar Witze erzählt, natürlich finde ich den Rapper besser, denn genau. Es ist ja ein Rap-Battle, ne, weil fairerweise müsste man sagen, was suchst du da, geh mal roasten, dich mit anderen Comedian. Genau, dann würde ich auch gar nicht auf die Battle-Rap-Bühne gehen, wenn ich nicht sehen würde, okay, oder im Amiland sehen würde, weil da gibt es die Diskussion halt nicht. Ja. Die Diskussion, also die gibt's halt in Provokationen oder auch, wenn die da irgendwie so Rewatching machen, gibt's so, ja, he doesn't rap better than me, okay? Und dann, aber dann kommt's immer drauf, also es gibt diese Grundsatzdiskussion, die gibt's da einfach gar nicht. Naja, wenn du so, weiß ich nicht, Uno Lavos gegen Arsenal oder sowas halt, ja. Ne? Wenn du sowas. Komplett verschiedene Dinge, so, aber, ja, Mann, da würden wir jetzt, ja. Eigentlich haben wir auch schon so oft dieses Thema wohl eigentlich tot geredet. So, ich wollte wirklich gar nicht immer so ein bisschen eigentlich auf die Kriterien, also diese Reihe nochmal so ein bisschen, sagen wir nochmal, wie weit gehst du dahin mit so? Wenn ich jetzt nochmal dieses, wer hat jedes Jahr abgerissen oder sagen wir mal diese zwei Dinge. Bin ich fein mit Greg Pipe, Fahrt, Greg, Liquid, hier ist der Gier, Main Mo, Arzenkalle, Karate Andy, Lars Mighty. Ja. 10 Battle Rap Kings. Und jetzt wird der Pisek richtig sauer. Pisek, wo hast du ihn auf dem Thron gesehen in welcher Zeit? Aber der sieht sich auch, wenn du ihn fragst, sieht er sich auf jeden Fall da irgendwo. Pisek, ja? Jedes Bitter sieht sich auf jeden Fall da irgendwo. Naja, wir könnten jetzt natürlich die dritte Saison sagen, es ging um. Wenn wir jetzt sagen, okay, ums A Cappella. Dritte Saison ist Karate Andy. Ja, aber weil du jetzt gerade sagst, jetzt Pisek, ich versuche gerade aus Piseks Sicht, aus deiner Perspektive zu sagen, okay, Karate Andy hat gefreestylt. Drop und ich haben aber um den Thron gekämpft im A Cappella. Mhm. Wie legitim ist das denn? Ey, valuable auf jeden Fall. Ist vollkommen, nicht valuable, veritabel auf jeden Fall. Ist vollkommen in Ordnung, wenn man den Aspekt nennt so. Mhm. Weil, wie wir ja wissen, oder wie der Jonny auch gesagt hat, A Cappella ist Königsdisziplin so. Und Leute können sich den Arsch abfreestylen, ist geil, bist ein geiler Freestyler. So, und aber die Arbeit ist halt das A Cappella. So, und hat Drop, war nicht Drop auch in der Saison, wo er dieses überragende Ding gegen Tighter Mike hatte? Ja, das war das letzte Battle, letzte King-Finale war Tighter Mike gegen Drop. Ja. Trotzdem, für was spricht es denn dann, wenn
der krasseste, das krasseste Battle-Rapper ein Freestyler ist. Excitement. Aura. Heißt es dann, dass die Rhythms entweder wack sind, dass die so wack sind, dass ein Freestyler das Aushängeschild für Battle-Rap wird? Oder war der Freestyler einfach so überragend, dass da die ganzen A Cappellas und Rhythms in Schatten gestellt sind? Ja, wir könnten jetzt wirklich eine halbe Stunde darüber reden, einfach nur, wie heftig Karate Andy war und auch ist. So, weil der ist, ich versuche es auf eine Minute runterzubrechen, der ist ein absolutes Ausnahmetalent, was es vorher und nachher im Battle Rap nicht gegeben hat. Ich meine, der kann ja nachgewiesenermaßen auch, du hast ja auch mit dem Privatsessions gehabt und so, du weißt, ja, der kann Sachen freestylen, die andere nicht schreiben können. Ja, der hat mal jemanden zum Weinen gebracht in einem Battle. Sowas zum Beispiel, oder der hat das größte Massaker aller Zeiten hat der veranstaltet. Ja. So, aber nicht nur so LBB, ein vorgedachter Konter, Schlüssel raus, Käfig, sondern der hat einen Mighty P wirklich, der hat den in der ersten Runde die Hose runtergezogen, dann reingesteckt, dann wieder hochgezogen, wieder runtergezogen, nochmal reingesteckt und dann die Crowd jubeln lassen. So, das ist eine Vergewaltigung vom anderen Stern. Hat es vorher und nachher nie wieder gegeben. Plus, man, sein Reim-Level, sein Rap-Level, das ist die schillerndste, also für mich die schillerndste und krasseste Figur, die es im Freestyle-Battle-Rap gab. So. Plus sein Star-Appeal noch natürlich, ne? Und dann noch, er ist ein kompletter MC, der hat noch Style die Musik geprägt. Und so, ne? Wie viele Leute sind danach, haben sich danach ein Schnörres gemacht und sind mit diesen komischen Cappies rumgelaufen und so. Haben sie, ja? Safe. Okay. Ja, safe. Der kriegt es nicht was. Trendsetter auch noch dazu, halt, ja? Es ist halt kein Style, den irgendwie ganz viele Kennex kopieren können, wie den von Capital mit so einer Cappy und so einer Tasche. Das habe ich eher gesehen, ja. Genau. Aber ich kenne super viele Karate an die Duplikate auf jeden Fall. Safe. Okay, so mit der Argumentationsweise kann ich den Standpunkt auch besser nachvollziehen, dass die dritte Saison da ganz weit oben ist. So. Ja, doch. Wobei ich natürlich auch, die fünfte, hast du Rocky alle Teile alle auf dem Schirm? Wen? Rocky, den Film, alle Teile auf dem Schirm. Da gelangen auch einige dritter, vierter Teile halt der beste Teil. Für mich ist der mit Ivan Drago der beste. Ja, ist ja der vierte. Okay. Und ich finde den eigentlich, die Storyline. Die Story und dieses Propaganda-Ding hier, Osten-Westen-Ding und so, ist halt krass. Aber auch Antagonist, Alter, Rolf, du. Aber ich finde, Teil 1, das ist so ein bisschen wie bei Rapper Mittwoch, deswegen wahrscheinlich auch der Vergleich. Nostalgie. Ich finde, ja, die Nostalgie und dieser Sprung von nichts ins erste Teil ist einfach zu krass und erste und zweite gehört auch ein bisschen zusammen für mich, finde ich halt. Und da ist der Abstand ist halt so groß, ne, was da geschaffen wurde. Ja. Und von 3 zu 4, natürlich Hulk Hogan hier und Mr. T da und weißt du, ist alles krass. Das fand ich aber auch wack. Wack auf keinen Fall, aber ich bin auch kein Fan von diesem. Okay, du machst den Dings, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Dass ich glaube, natürlich, dieser Zauber so, dieser Anfang, den kriegt man nicht kopiert. Nee, genau. So, das ist so. Genau. Das ist so dieses erste. Genauso wie Lars die erste A Cappella Experience war, wo alle so waren, oh mein Gott, wie kann man A Cappella bitte rappen? Okay. So, und dann, wie willst du das jetzt? Deswegen, also wenn ich jetzt nochmal eine dritte emotionale Runde mache, ist so, haben wir schon mal gehört. Ja. Aber bei der ersten war es so, okay, krass. Bei Lars genauso, bei, keine Ahnung, Karate Andis Freestyles, bei deinen ersten richtig einstudierten Sachen im Finale, wo die Leute so, okay, das ist eigentlich gar nicht, aber wow, Alter, da kommt der eine Line nach der anderen und das ist jetzt hier eine Show. So, das sind wir wie bei den ersten Malen. Ja, vielleicht deshalb. Ich dachte halt, hast du vielleicht noch ein paar objektive Punkte dazu. Ich bin dann halt immer so wirklich emotional. Ich denke dann zurück, bin voll nostalgisch und denke, wow, wie krass das war und so ungespielt und ich so. Ich war halt nicht dabei. Ja, so, es war so, ja, wie schon fast jungfräulich. So, es gab halt keine. So, jetzt ist so, jeder weiß schon, worum es geht, jeder hat eine Meinung, Marketing-Experten, es findet so viel im Internet statt. Ne? Genau, das ist halt alles weg. So. Dann lass mal einen Sprung machen für danach, weil vielleicht kann man sowas wie eine Oldschool-New-School-Debatte daraus machen. Wenn wir jetzt so die 10 Battle Kings da aufgezählt haben, wer kam danach? Was ist mit Battle Rap passiert? Genau, du meinst gerade suffisant, die 10 Battle Rap Kings sind Greg Pipe, Fahrt, Liquid, Tierster, Gier, Karate Andy, Memo, Atzenkalle, Lars und Mighty. Würde ich auf jeden Fall auch komplett mit übereinstimmen. Wirklich? Ja, klar. Ich meine, Mighty hat super viel für Battle Rap getan. Und ich dachte, du grätscht jetzt hier ein bisschen rein. Was soll ich da reingrätschen? Ich meine, der hat mich im Titelmatch geschlagen, der hat das Kollega-Battle gewonnen, der hat das dritte Match bei 4Roos und Farid Bang auch gewonnen. Da habe ich in der Diskussion auch nichts verloren. Okay, was ist danach mit Battle Rap passiert? Wer ist denn der 11. King?
Ich glaube, der 11. King ist der, der eigentlich der größte Name im Battle Rap aller Zeiten ist. S-S-Y-N-I-C. aber ohne Spaß, auf jeden Fall der bekannteste Battle Rapper. Deutschlands Sohn, nicht, in meinen Augen ist Greg Pipe der GOAT. Mhm. Habe ich auch immer gesagt. Mhm. Aber so, Conor McGregor ist auch nicht der beste UFC-Kämpfer aller Zeiten, aber ist der größte Name, der die meisten Zahlen zieht, der die meisten Pay-Per-Views verkauft, der so, wenn du von UFC redest, jeder, der UFC kennt, kennt Conor McGregor. Mhm. So, und so sehe ich mich halt im Battle Rap. Und klar waren da auch schlechte Leistungen dabei, so, aber auch genug gute, um das, um den. Also es kommt ja dabei auf die Kriterien an. Der Größte muss nicht der Beste sein, wie du sagst. Safe. Und wenn man sagt, der Beste, dann was heißt das? Der, der am meisten Kohle macht, der die qualitativ der Beste ist, der quantitativ am meisten, genau, Output hat. Also es gibt halt verschiedene Kriterien. Ne? Wenn du in einem Game bist und sagst, ey, ich drehe die geilsten Filme, ja, ne? Meine Filme sind die besten, dann bist du ganz weit oben, genau. Aber das heißt jetzt nicht, dass deine Schauspielleistung, vielleicht ist man da nicht der beste Schauspieler, oder? Safe. Ich habe mal ein Fußballturnier auch, wo ich noch, lange her, später, da waren auch Mannschaften, die, glaube ich, erster, zweiter, dritter Platz wurden, aber einer am vierten Platz war der beste Spieler. Ja. Im ganzen was anderes Turnier. War ein Mannschaftssport. Okay, kann so, man auch noch was so. Anderes? Aber vielleicht zählt der Film-Schauspielvergleich ein bisschen. Der Schauspielvergleich ist eigentlich ganz gut. Fühle ich mich aber auch natürlich auch sofort angegriffen, weil natürlich so Leute auch so Mist-Schauspieler wie Adam Sandler zum Beispiel auch super Box-Office-Zahlen machen und aber in meinen Augen also keinen einzigen guten Film jemals gedreht haben. Wie ist es bei Comedy? Der größte Comedian, ist es der beste? Oh mein Gott, nein. Oh. Fernab davon auf jeden Fall. Also der größte Comedian aller Zeiten ist Mario Barth. So. Und? Sogar nicht mal deutschlandweit, sondern einfach weltweit. Aber nach deiner Argumentationsweise wäre er der GOAT dann? Nee. Oder also, Aushängeschild, oder Conor McGregor-Vergleich, weil du gerade sagst. Ist ja wie bei Greg Pipe. Greg Pipe hat auch nicht die krassesten Views von allen, aber die Leute, die Ahnung vom Battle Rap haben, wissen, was der von 2006 gewesen sein, bis wann war das letzte Battle 2018, was der über die 12 Jahre gemacht hat, ist unmatched. Mhm. So. Und klar auch, immer Geschmacksfrage, genau wie bei Filmen. Es gibt Leute, die, ich sage zum Beispiel Denzel Washington, Leonardo DiCaprio, das sind Jahrhundertschauspieler. Gibt es aber Leute, die sagen, keine Ahnung. Robert De Niro, Al Pacino. So, es gibt super viele. Mhm. Aber Geschmacksfrage, weil wenn ich jetzt zum Beispiel keine Mafia-Filme mag, dann fallen für mich De Niro und Pacino irgendwie so mehr oder weniger raus. Also empfinde ich das mit den Street-Rappern, wenn sie nicht aufgezählt werden. In so ja, einer, bei so einer Rap-Geschichte? Ja, also weil halt viele, sag ich mal, die Qualitäten nicht honorieren davon, ne? Ja. Es gibt halt ein paar, die das dann tun oder dann viel über Vibe, über Atmosphäre geht, über, ne, über Feelings halt, was wir von mit der Emotionalität auch gesprochen haben halt, ne? Ja. So ein Lied wie Urteil, wenn wir auf Battle Rap wieder einfach bleiben, das ist halt wegen der Emotionalität so krass, genau, auch und nicht nur wegen den Rhymes und Technik und Punchlines und so weiter. Bei dem Lied kommt, glaube ich, einfach alles zusammen, was zusammenkommen muss. Genau. Perfect Storm, ne? Ja. Vorgeschichte, Der beste Rapper, also technisch so einer der besten Rapper, plus Emotionalität, plus ein Monster-Beat, die Storyline und ja, das an der Zeitpunkt. So, das ist einfach das Lied ist der Perfect Storm. Genau. So. Wir beide, ich merke schon, wir schweifen ganz schnell ab so. Ja. wir wollten ja eigentlich, lass uns noch ein bisschen diese Battle-Rap-Geschichte vielleicht abhaken. So, Old School, New School, ist Battle-Rap wack geworden? Stimmen wir da überein oder können wir diskutieren? Was ist denn deine Meinung? Battle Rap ist wack geworden. Ich sag auch, Battle Rap ist wack geworden. Mit Ausnahme von Diltily, die halten die Fahne so ein bisschen hoch, was A Cappella angeht. Jetzt zum Beispiel Kato Craze war wieder so ein Lichtblick. Ich meine verhältnismäßig. Ich sag nicht, Kato Craze war das letzte gute Battle, was ich gesehen habe. Safe. Aber jetzt verhältnismäßig meine ich halt jetzt nicht innerhalb des Kosmos ist, dass man sagt, jetzt halt das Battle gegen das Battle, das ist geil, das ist wack, sondern diese, nennen wir sie Neuzeit-Battles, gegen diese alten Battles, die wir, das sind halt Welten, Klassen, Universen sind dazwischen halt, ne? So. Das ist grausam geworden, gar keine Frage. Ich hab's auch, glaube ich, schon mal gesagt, es gibt einige Battle-Rapper, unter anderem mich, die sich da das auch ein bisschen auf die Fahne schreiben müssen. Hast du Battle-Rap zerstört? Nee, aber durch meinen Erfolg auf jeden Fall in eine Richtung gelenkt, die es vielen Neueinsteigern irgendwie leicht gemacht hat, einzusteigen und die sich dachten, okay, der hat damit Erfolg oder der andere hat da und damit Erfolg, die Schiene fahre ich auch, ohne dieses, also immer wenn mich, kennst du ja selber, du kriegst ja pro Woche kriegst ja so viele Mails nach dem Motto, was sind die wichtigsten Tipps? Und mein wichtigster Tipp ist immer, orientier dich an niemandem, mach
nur das, dein Humor, dein Kopf, deine Sicht der Dinge, dein Film. Weil keiner von den guten, also kein Gospel, kein Fresh Polacke, kein Pisek, kein Du, kein Gier. Es gibt, keiner von uns kann sich irgendwie auf die, oder muss sich auf die Fahne schreiben lassen nach dem Motto, das ist ein zweiter so und so. Nee, wenn dann ganz. Ach so. Ja, aber das gilt auch für Musiker allgemein, seinen eigenen Style haben und so weiter. Genau. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses Vorbildliche auch zählt. Einfach, wenn du sagst, Hall of the Dawn ist für mich der GOAT, weißt du, oder auf deutscher Ebene ist es Greg Pep, dann ist es halt schon was vorbildlich, wo du sagst so, ey, die haben es vorgemacht und jetzt finde ich mein eigenes Ding halt, ne? Ja, aber ich habe ja zum Beispiel, ich habe Greg Pipe, also ich weiß ja nicht, wie oft ich das gesagt habe, aber Wort für Wort, tot gefeiert, tot gehört, alles. Und du findest aber kein, nicht ein Müh Greg Pipe in mir in irgendwo. Ja, safe muss man so, nicht. So, genau, muss man auch nicht. Man kann das feiern, du kannst einen Cynic feiern, du kannst einen Bongtegi feiern, einen Polacke feiern, einen Gospel, einen Mikesh, keine Ahnung, einen Kato, wie sie alle heißen. Du kannst sie alle feiern, aber lass dich doch davon nicht beeinflussen. Also mach. Wenn du geile Ideen hast, probier das aus. Und deswegen sage ich ja auch, glaube ich, zu Recht, so, Mikesh ist der letzte Battle-Rapper, der neu dazukam, der sehr, sehr krass ist, sehr, sehr gute Battles gemacht hat und einen eigenen Style hat. Und danach, ohne Spaß, du kannst eigentlich jeden nehmen und irgendwie raushören, Chris Kotzen-Betonung, Cynic oder Arzenkalle-Punchlines, Mikesh-Analyse. Und nicht, weil das Ding durchgespielt ist, ist es nicht. Aber es Ich bin der festen Überzeugung, nach der dritten Saison hättet ihr wahrscheinlich auch gesagt, okay, wir haben jetzt hier Arzenkalle, Main Mode, hier ist der Einschiss, alles abgedeckt. So, da kommt ein Fresh Polacco um die Ecke und hat das Game nochmal komplett auf links gekrempelt. Mhm. Da war ein Gospel dabei, der hat bis heute ein flawless Record mit einer einzigartigen Sache. Da kam ich, da kommt ein Bongtegi und da kam irgendwann ein Jambo dazu, war ein bisschen kurzlebig so, weil es auch nicht so gehaltvoll war. Dann kommt ein Mikesh dazu. So, und wo ist der Nächste? So, wann, das ist traurig. Das meine ich ja. Wer ist schuld? Sind es die Rapper? Sind es die Fans? Sind es die Veranstalter? Corona? Warum geht Battle Rap den Bach runter? Ich sage, weil die neue Generation an Leuten, die jetzt sich gedacht hat, okay, ich fange auch mit Battle Rap an, orientieren sich zu sehr, sind vielleicht auch zu wenig individuell. Plus, Battle Rap ist so groß geworden, dass auch keiner mehr so richtig, also in meinen Augen, als ich angefangen habe, war Battle Rap ja nicht so groß wie jetzt. Und ich habe auch gar nicht, in der Halle dieses, oder in dem Raum, in der Location dieses Ding gehabt, okay, das ist ja krass, 700 Leute, pipapo, jetzt auf die Bühne. Aber es war noch nicht dieses Powerhouse, wie es jetzt ist, mit diesen Millionen Views und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, das spielt bei vielen eine Rolle, dass die sich denken, nee, ich gehe hier kein Risiko. Ich glaube, ich orientiere mich lieber an denen, wo ich sehe, dass es klappt. Und dann siehst du halt Leute, die original versuchen, nicht versuchen zu freestylen, aber so Punchlines bringen wie LBB oder, keine Ahnung, sich an anderen Leuten orientieren. Okay, also, dass alles homogener wird, das ist, was mich auch stört dabei. Was homogener ich vorhin meinte, und so, wacker einfach, ja. Ja, also, geht halt einher. Auch dieses Rivalität ist weg, Killer Instinct ist weg, Realness ist weg. Alles sowas, alles auf einmal ist eine moralische Überlegenheit, ist Charaktere eine Waffe geworden. Ja. Ich bin ja noch, also so, für mich ist so, okay, Humor akzeptiere ich noch als Waffe im Battle Rap, aber dieses so, ich bin, obwohl, warte mal, da haben wir einen Diskussionspunkt. Du bist auch dieses Team-Klugscheißer-Ding halt, ne? Ich bin schlauer als du, ist für mich ein richtig wacker Engel und das ist gerade gang und gäbe. Ja, weil du dümmer bist. Das ist doch keine Punchline in einem Zerstörermodus. Verstehst du, was ich meine? Auf Gymnasium-Level, ja. Weißt du, es ist Battle-Rap. Ein Battle ist eine Schlacht. Das stimmt. Was hat ein Gymnasiast auf dem Schlachtfeld zu tun? Nichts. Das ist es ja gerade. Und die haben das Schlachtfeld übernommen. Ja, genau. Das ist und da trage ich Teilschuld auf jeden Fall. Genau, das ist, was ich genau, genau. Okay. Und es gefällt dir auch, dass es so ist, nee, oder nicht? Weil du magst Halbwelt, du magst Straßen, du sagst selber, ich will gerne mehr Street-Rapper im Battle haben. Weil es muss eine Balance geben, ganz klar. So, wenn das, man sieht, okay, das und das, also mit Arzenkalle war es kurz neu, dann habe ich nochmal so einen anderen Flavor reingebracht, dann, weil ich auch mit Performance und das, was ich halt gemacht habe, war halt auch nochmal neu. Und dann auf einmal ist es wirklich nur noch Debatte. Du hast das gesagt, moralisch ist das nicht vertretbar und du bist der Dümmere so. Das kann man auch machen, aber nicht sich komplett auf die Fahne schreiben, wenn es auch nicht so passt. Und es fehlen halt diese, worauf du wahrscheinlich hinaus willst. Du wirst überdrüssig.
So, und irgendwann hast du halt dieses Battle-Rap, wie der jetzt aussieht, und denkst dir so, ohne Spaß, wann kommt denn mal hier der nächste Kenneck, der ein bisschen schreiben kann und krass rappen kann, mhm, und mit einer Emotionalität und mit einem Anger da reinkommt, mhm, und einfach so ein klugscheißer Wichser platt macht. Mhm. Und selbst wenn ich das dann wäre, wäre ich auch so, also würde mich schon abfucken, weil ich halt verliere, mhm, aber ich bin ja immer noch Battle-Rap-Fan, mhm, und wenn ich weiß, dass es für Battle-Rap, dann... Vielleicht habe ich mich nicht ganz korrekt ausgedrückt. Ich meine ja nicht, dass es kein legitimer Engel ist. Ne? So, you stupid, weißt du, so, das ist schon natürlich. Was ausgedrückt. Ist halt ein Diss. So. Ja. Ich finde halt nur, dass es überpräsent ist. Halt, mhm, ne? Meine Battle-Rap-Welt ist in Ordnung, wenn du und Bongtaggy die größte Rivalität habt und das größte Match habt, so, ja, ne? Aber wenn dann so Nidal und so ein Mighty vorbeikommen und euch mal wieder runterholen, so, dass sie sagen, du bist und du spielst diese Karte und sagst halt, ey, ich bin schlauer als du, aber, mhm, trotzdem kommt dann ein 3-0 Mighty raus, weißt du, so, das ist halt so diese Spannung dazwischen halt. Für die Balance ist super. Genau, das ist es halt. Und alle bewegen sich aber mehr in diese Richtung und keiner von diesen härteren Rappern, sag ich mal, zieht nach. Nee. Ist so, ja. Keiner sieht nach. Mir fällt sofort Julo ein. Den habe ich auch mal Props gegeben vor 2 Jahren, meinst du, ohne Spaß. Wenn der so weitermacht, das könnte richtig. Und der hat auch an sich, der hat auch mit Downfalls so gehabt, aber der hat jetzt auch ein nices Battle wie beim NR Weekend, glaube ich, gehabt. Und man weiß halt nie, ob es für die große Bühne oder für dieses Riesenbattle irgendwie reicht, aber das ist auf jeden Fall mal wieder so ein Hoffnungsschimmer, wo du denkst, okay, der spricht kein korrektes Deutsch, der sagt nicht ich, sondern ich. Yeah. Und da stimmen vielleicht mal ein paar Zeiten nicht, aber Dicke, der kommt und rasiert. Yeah. So, und das ist ja, da wünscht man sich halt, man wünscht sich Leute, die, glaube ich, die Leute, die ich mir wünsche, sind Leute, die es gibt, aber die Schiss davor haben, da zu scheitern. Also der. Es trauen sich auch zu viele. Es trauen sich zu viele Pappnasen einfach zu, das zu machen und diese ganzen Ligen. Ich bin für neue Ligen und pipapo, aber ein bisschen Qualitätsfilter, was schwierig ist, aber ein bisschen Qualitätsfilter muss auch sein. Es battlen Leute dutzendfach, denen musst du eigentlich, wenn es sowas geben würde, eine Lizenz eigentlich entziehen, vor Videos zu battlen. Wie soll die denn aussehen? Oder nach was für das Qualitätsmerkmal? Das ist einfach Wunschdenken. Okay. Einfach Wunschdenken. Es gibt zum Beispiel das Pendant. Das Pendant zu einem Native im Battle Rap ist zum Beispiel in der Comedy-Szene, Grüße geht raus, ist ein Steffen Blaubach. Kenne ich nicht. So, Steffen Blaubach ist, ohne Spaß, da werden mich auch Leute für haten, die Comedy-Kollegen, die das jetzt sehen, ist in meinen Augen der schlechteste Comedian, den du dir vorstellen kannst. Okay. Aber der kommt immer und immer wieder und ist immer und immer wieder scheiße. Der geht pro Jahr Minimum 60, 70 Mal auf die Bühne und es ist nie gut. Ich sehe den seit 6, 7 Jahren und es ist immer scheiße. Der ist, im Gegensatz, der ist super nett, ne? Und der ist auch so ein, ich glaube, der hat noch einen kleinen Fehler in der Matrix, so, aber der ist super nett, der ist zu allen cool und den hatet auch keiner. Aber dem gehört theoretisch auch die Lizenz entzogen, auf eine Comedy-Bühne zu gehen, weil du nimmst Platz weg für andere Open-Miker. Und man kann doch von Menschen verlangen, ich kann auch von einem Native verlangen, wenn ich das jetzt so oft gemacht habe und das Urteil ist immer so und so, die Crowd-Reactions sind immer so und so, vielleicht kann ich das nicht, vielleicht höre ich auf damit. So, und dann kommen die halt mit dem Spaßaspekt. Ja, mach mir doch so Spaß. Ja, aber du nimmst ja Plätze, also, ja. Müßig, Alter. Müßig. Du kannst Native nicht leiden, ne? Guck mal, der ist voll lieb. Der ist halt nur ein unfassbar grottenschlechter Battle-Rapper. Aber der ist ja eigentlich, der will ja keinem was Böses. Ganz im Gegenteil. Als ich ihn gefragt habe, warum machst du das noch? Hör doch mal auf damit. Jetzt sagt er so, nö, mir macht das voll Spaß und so, der ist voll nett. Ne? Und letztens hat die Magda mir auch erzählt, da waren wir ja im NR Weekend, ne, Magda? Genau, da habe ich mit dem, nicht mal geredet. Der meint nur so, kann ich mir das Bier nehmen? Ich meine so, nimm dir doch, klatsch auf die Schulter. Da geht der zu Magda hin und sagt, ey, ich habe mit dem Cynic voll nice geredet, gib mal seine Nummer. Realitäts! So, deswegen, man kann ihm keinen Vorwurf machen. Der ist ein ganz lieber Typ, der ist ganz nett. Der ist halt nur unfassbar scheiße. Und davon gibt's viele. Wenn du sagst, jemand ist nett, klingt es wie Diss. Ja. Ja. Das mag so sein, das ist vielleicht auch so gemeint, aber es ist wie wenn Mädels zum Typen sagt, der ist ganz nett. Ja, der ist voll nett, ja. Aber der. Nee. Oh shit. Kommst du Battle Rap nochmal retten? Ich glaube, ich kann das nicht. Mhm. Ich glaube, ich kann Battle Rap auf jeden Fall nicht retten, weil ich nicht neu bin.
weil das Cynic-Ding ist nicht durchgespielt. Ich weiß noch, was ich noch kann und was ich noch vorhab. Aber ein Etablierter kann auf jeden Fall Battle Rap nicht retten. Nur im Sinne von Views und Aufmerksamkeit, okay, wenn es darum geht, aber nicht im Sinne von Essenz, dass man wieder sagt, okay, das sind neue geile Leute am Start, jetzt geht's wieder in die Richtung. Ich kann mich im nächsten Battle auf die Bühne stellen, versuchen Ansagen zu machen, mein Bestes zu geben, irgendwie ein geiles Battle zu machen mit vielen Views, Aufmerksamkeit ziehen, wenn ich denn abliefer und mein Gegner, aber Battle Rap retten können Leute, die lange nicht auf der Bildfläche waren, und können neue Leute, die irgendwas Uniques haben und einfach, sich einfach trauen. Genau das, was wir alle gemacht haben. Na, weil vielleicht könnte man, also wären, ich mag ja gerade, wenn sich die Engels ändern würden. Ne? Wie sieht es eigentlich aus mit deinem Battle gegen Bilial? Er würde zum Beispiel diese Karte vielleicht umdrehen, wenn du jetzt sagen würdest wieder, ey, du bist zu dumm dafür oder du spielst diese Karte wieder, ich bin schlauer als du. Und er sagt, Mann, ey, fick da drauf, ich mach dich trotzdem fertig. Ja, ne? So. Also das, so weit denke ich ja auch. Also das würde ich ja nicht machen. Das ist ja kein Engel gegen Bilial jetzt. Ja. Das Ding ist ausgespielt so. Ja, jetzt will ich auch nicht so viel in die Karten gucken lassen. Aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall kein Angle gegen. Klar nimmt man mal bestimmt ein paar Textbeispiele nach dem Motto, was ist das denn? Aber das ist jetzt nicht, darauf basiert nicht jetzt die Taktik, um das Battle irgendwie zu gewinnen. Sollte das irgendwann, ich habe von dem jetzt seit 8 Monaten nichts gehört. Ich weiß nicht, wo der ist, was der macht. Weiß ich auch nicht. Deswegen frage ich gerade als Update. So. Nö, also das haben wir hier beim Fitner Friday, haben wir das leider. Genau. Unter Alkoholeinfluss. Fitner Friday, dazu komme ich auch noch später. Unter Alkoholeinfluss leider gefixt so. Das wird auch stattfinden, weil ich habe mein Wort gegeben, muss ja. Okay. Aber das ist jetzt nichts, worauf ich irgendwie Bock habe oder. Ja. Auf was hättest du denn Bock? Welche Paarung wäre denn imstande, ich weiß selber gerade nicht, wo ich sagen würde, ey, darauf hätte ich jetzt voll Bock, endlich so, da bin ich aus dem Häuschen so, ne? Wo man sagt so. Ist echt schwierig, wenn man wirklich überdrüssig und ein bisschen abgeflacht ist, was das Ganze so, was das ganze Excitement angeht. Es gab jetzt so lange keine Fehde mehr oder keine krassen, also es gibt da diese guten, es gibt da diesen Dilteli-Dunstkreis, gibt es halt super viele geile Leute, so, wo du sagst, okay, Contender, Titel, pipapo. Aber da ist jetzt auch nichts dabei, wo ich mir denke, boah, wenn das auf dem Flyer steht, wow. Ja, und ich gar nicht, was ich potenziell sehe, sowas wie Noah 4-7 vom Gefühl. Ja, weil das war wirklich das, wo wir alle rausgegangen sind und dachten, was war das? Genau, und dafür muss es über den Tellerrand gehen. Dafür müssen halt Leute, wo ich auch verstehe, dass sie bei dem Status Quo jetzt gerade nicht machen, aber dafür muss es halt Leute geben, die sich denken, oder vielleicht gerade deswegen irgendwie denken, Battle Rap ist gerade ein bisschen on the low. Dieses Kollegah-Skandal ist vorbei, Noah 4-7 ist vorbei. Ich bin so ein, keine Ahnung, B, C, D-Rapper. Ich zeig dir mal jetzt kurz, wie das funktioniert. Das wäre ein Glücksfall für alle, weil je nachdem, welcher Gegner der dann bekommt, der müsste ja über sich hinauswachsen. Und wenn es selbst so ein Massaker von, ich sag mal, wenn ein Fahrt jetzt gerade Langeweile hat und sich denkt, Bong Teggy geht mir auf den Senkel oder Cynic geht mir auf den Senkel oder Mikesh oder Kato, Craze, irgendjemand geht mir auf den Senkel und ich mache das von einer großen Kulisse und der macht den da 3-0 weg. Es ist eine Riesenhilfe für Battle Rap, weil dann ist, kommt, dann ist so, ah, okay, ach krass, Battle Rap ist doch gar nicht so groß, okay, so, das würde, glaube ich, auch helfen. Ich glaube nicht mal, selbst wenn einer von dem Bock hätte, würden sie trotzdem nur gegen einen etablierteren Künstler antreten, der eine ähnliche Diskografie hat halt. Ne? So, und das ist ja immer dieses, das haben wir auch schon 18.000 Mal durchgekaut, dieses Duckmäuserische, da kann sich ein PA Sports auch hinsetzen, wie er will, und sagen, ja, ich bin Battle Rap, aber Diskografie muss stimmen, weil, wohlwissend, keiner mit derselben Diskografie sagt, ja, mach ich. Ja. Das Ding ist, ich hab da 0% Hoffnung. Ja, ich glaube auch, dass halt eher von einem kleineren Namen etwas ausgeht, der durch die Decke geht. Ich hatte Hoffnung auf Bilial. Also ich glaube, diese Corona-Sache hatte ihn somit am meisten getroffen. Der war auf einem guten Weg. So, sein, das heißt, er war auf einem guten Weg. Er hatte sein erstes Acapella-Battle, hatte er mich vor der Nase. Das meine ich ja. Sein erstes Freestyle-Match war Debatable gegen Notice. Du kommst als No-Name auf die Bühne, keiner kennt dich und du battlest einfach mal den aktuellen Freestyle-King und es ist Debatable. Debatable gewesen. Die Crowd hat fast. Man darf die Crowd auch nicht. Du gehst doch voll nach Crowd. Du hast doch gerade. Ich meine nur, aber für mich war es nicht debatable. Ja, ich habe es auch in meinem Stream behandelt, peu à peu. Zu viel Mutterleins wahrscheinlich, dies, das, ne? Oder? Ey, es war. Der hat super gefreestylt. Also
größtenteils gefreestylt. Mhm. Der hat es super gemacht und ist dicker, das ist Notice. Ja. Auf einer großen Bühne, erste Mal. Belial hat das Bombe gemacht. Fürs erste Mal auf der Bühne, safe. Anormal. So, und dann genau, dann hat er sich gedacht, okay, erste A Cappella. Was sind denn jetzt die Hauptkriterien? Entweder ist es, also bei Maidi und dir hast du gerade gesagt, ja, okay, Maidi auf dem Parkplatz in Hannover, da gewinnt er vielleicht, aber die Crowd ist doch das Maß aller Dinge. Habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, Hannover auf dem Parkplatz komme ich nicht mit, herzlich willkommen in der Belle. Achso, okay, dann, okay, du würdest halt anders klar, rangehen. Genau. Halt, aber ist denn die Crowd jetzt doch das Maß aller Dinge oder nicht? Für dich? Die Crowd ist schon. Schon immer das Maß aller Dinge gewesen. Ja, also wenn... Es war nie anders. Wenn man als Newcomer in seinem ersten Match gegen den King im Freestyle ein debatable Match hinlegt, hat man gewonnen. Live. Von den Emotionen. Für sich selbst. Du bist der Gewinner des Abends. Den meine ich ja. Deshalb. Du hast mit Notice mitgehalten. Genau, deshalb, das meine ich ja. Bist du der gefühlte Sieger. Safe. Genau, der gefühlte Sieger, der hat alles, allen Grund, um stolz auf sich zu sein. 100%. Genauso wie sein erstes written A Cappella Match gegen dich ist dann. Ne? So, das ist halt, er hat schon gewonnen. Also, nicht, er hat jetzt nicht objektiv jetzt, wenn ihr beide, aber Mann. für seinen Werdegang, oder meinst gar, du? Auf gar keinen Fall. Jack, ich sag mal so, es war Jack Dragons zweites A Cappella. Aber wenn das sein erstes gewesen wäre, da sagt doch keiner, hat er sich gut geschlagen für sein erster A Cappella. Also der Belial kann ja auch in seinem ersten A Cappella komplett misshandelt werden. Ja. Und keiner sagt dann so, ja, aber fürs erste Mal. Sondern also, wenn der das so macht wegen die Notice, wovon ich ausgehe, ich gehe davon aus, dass er mit ganz stabilen Parts kommen wird. Mhm. So, also theoretisch in meiner Sicht hat er auch nichts zu verlieren. Okay, stimmt. Konkreter gesagt ist, wird er ein debatable Match gegen dich haben, ja, dann hat er, ist natürlich. Er für sich schon genau, ja, natürlich. Voll. Gewonnen. So. Voll. Okay, wie ist es denn dann? Ich meine, wen muss man denn, weißt du, vorhin hatten wir doch gesprochen, so 2008, 2009 sollte man an Liquid vorbei, wenn man auf den Thron will. Im Battle. Aber wen muss man heute vorbei? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Wie wirst du denn heutzutage Battle Rap King? Belial hat schon schlau gemacht, du nimmst dir den größten Namen. Mhm. Weil es gibt momentan halt, Battle Rap hat jetzt einen Stopp erfahren, durch die anderthalb Jahre Corona jetzt. Jetzt ist halt kein, es gibt halt keinen, also Dilltilly Kreis ist, oder Bong Taggy. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Bong Taggy rund machst, aber das ist auch so, es schlägt wenig Wellen, weil der ja auch so wenig macht, so. Und es ist halt auf der Dilltilly Plattform, was auch gut ist, auch Wellen macht, aber nicht diese Top-Takeover-Wellen. Dieses nächste Level, weißt du ja selber. Ja, dann ist es, ich bin der größte Name, Bong Taggy ist der leistungsstärkste, dann gibt's Mikesh, der letzten krassen, dann gibt's einen Kato, der upcoming war und noch mehr upcoming ist nach dem Craze-Battle, dann gibt's einen Mars B, der komplett in seinem Zenit ist, nicht überschritten, wohlgemerkt, sondern der hat sich komplett gefunden, der ist wirklich bei 10 von 10 in meiner Meinung nach. Wenn ein Neuer kommt und den rund macht, ist so, ach du liebe Güte. Okay. Ich weiß nicht, also gefühlt ist für mich so, egal wen, weiß ich nicht so. Ich glaube nicht, dass das durch die Decke geht, wenn man da einen von denen halt irgendwie rund macht. Views-mäßig so. Nicht, weil es halt keine Leute mit Strahlkraft sind, so, dann bleiben wir wieder bei 100.000, 2.000 hängen. Genau. Deswegen muss es der Most Dude. Und dann sind wir schon wieder Crowd, Most Viewed. Die Schnodder musst du rausschneiden. Most Viewed, also wie entscheidend sind für dich dabei Zahlen halt? Dann ist jetzt wieder, so weißt wobei du, meinst du, Crowd, naja, wenn du sagst zum Beispiel, Crowd ist Maß der Dinge, ne, anstatt viele sagen, ah, was, scheiß mal drauf, was, weil umso größer die Crowd wird, umso billiger werden die Punchlines meistens, ne, so, das ist halt, deswegen ist das wirklich ein Entscheidungskriterium oder genauso auch Most Viewed, ist das wirklich entscheidend so, die größten entscheidend Zahlen? Entscheidend für gar nichts, das ist einfach nur ein Fakt. Was das entscheidend du? Für nix. Also ja, die meisten Views machen dich nicht zum besten Battle Rapper. Okay. Aber die machen dich zum meistgesehenen, zum Most Viewed und dann auch, also durch noch gebackt mit Leistungen und Quotables und Classics und so, das, was szenenintern so wichtig ist, zum größten. Weil die Frage war ja halt, wie kommst du heutzutage auf den Thron, wenn du sagst dann, okay, man muss den Most Viewed schlagen oder so, weil, sagen wir mal jetzt, gibt es einen von denen, die wir vorhin aufgezählt haben, wo du sagst, ey, Ranking-Status, weiß ich nicht, so wenn bei manchen Lars gesagt haben, okay, Lars ist die krasseste Leistung, irgendwie Einzelleistung gewesen, aber ey, der hat Drop besiegt. Und wo würdest du Drop ansiedeln? Top 10, Top 20, Top 30? A Cappella-mäßig weiß ich nicht, ob wir damit Top 20 hinkommen. Aber für Battle Rap hat er sehr viel gemacht. Effort des Grounds, geile Battle Manias gemacht, auch legendäre Finals gemacht, aber halt
bis auf Dr. Dave so ein, zwei Sachen waren halt so BMCL-mäßig, A Cappella-mäßig, war ist halt nichts hängen geblieben so. Aber Drop hat für Battle Rap unfassbar viel getan. So, ich mag den super gerne, auch was der so missionarisch macht da in den ganzen Workshops und so, ist alles Bombe. Du übrigens auch, dafür Props. Und ja, aber so Top 20 A Cappella Battle Rapper, Drop Dynamic, auf jeden Fall nichts verloren. Aber Lars ist halt leider, der ist leider zu clever. Der ist leider zu clever, um nochmal zu battlen. Und es geht da nicht jetzt von mir, sondern der ist generell einfach zu clever. Wie schon wieder dieses, was heißt leider zu clever? Ich dachte, Cleverness ist etwas, was du bewunderst. Bewundere ich auch, aber nicht im Sinne von, dass da eine Performance über den Jordan geht, sondern der ist leider zu clever, um zu wissen, theoretisch kann ich das nicht toppen. Ich lasse mir diese All-Time-Great-Performance, lasse ich mir. Und mir geht es gerade finanziell das erste Mal in meinem Leben seit ein, zwei Jahren richtig gut. Ich arbeite mit geilen Künstlern und das will ich mir auf gar keinen Fall kaputt machen. Also wäre es dumm von ihm, das aufs Spiel zu setzen? Nee, in seinem Kopf ja, in seinem Kopf wäre es dumm. Ich als Battle-Rap-Fan sage, es wäre nicht dumm, aber es wäre insofern dumm, weil er weiß, nicht alle ticken so wie wir. Wir würden das vollkommen zu schätzen wissen, aber der weiß ganz genau, da draußen sind 5 Millionen auch Spastis unterwegs, die kommentieren und sagen so, das war nicht so gut wie Drop Dynamic, aber wir... Also würden wir den Hut ziehen, wenn er sagt, dass er überhaupt noch mal irgendwie jemand battelt. Ja, aber dann heißt es, ist es dann cleverer für die 5 Millionen Spastis, seinen Ruf zu wahren? Das ist Cleverness? Es ist, ja, business-wise auf jeden Fall. Ich weiß nicht. So riskiert er sein Business nicht. Auf der anderen Seite, wenn du dir selber claimst nach dem Motto, ich bin MC, ich bin Backpacker, so, dann step auch rein. Ja. Dann step rein. Ja, wollte ich gerade sagen. Nach 7 Jahren Pause, step rein. Deshalb jeder, wenn du jetzt auf UFC oder überhaupt sportliche Leistung, du willst ja etwas leisten und nicht so aussehen, als ob. Genau. Das ist halt für mich entscheidender. Das ist ein One-Hit-Wonder. Deswegen frage ich mich halt wieder, was Cleverness damit zu tun hat. Ich respektiere so das, was du von Cleverness hältst. Ich respektiere Mut zum Beispiel. Ich fand's mutig, dass du Lars mal herausgefordert hast. Wie war denn das da? Frauenfeld oder was war? Genau, Frauenfeld, ja, so, ja. Dass du, und du hast, glaube ich, auch irgendwo auf der Bühne mal gesagt halt, ne? Safe. Ich habe Leute outgecallt, so, ja. Des Grounds. Und ich finde auch, also meine Matchwahl und meine Strategien sind auch alle, ich würde sagen, die sind clever. Und die sind auch, vielleicht ein bisschen weniger mutig, aber so dieses Ding mit Lars zum Beispiel, das ist so ein Ding, ich weiß ganz genau, wenn das Battle dann gesettet wäre, ich würde mein Bestes geben, wenn ich mein Bestes gebe und meinen Text nicht verkacke, dann kann der auch besser sein. Aber dann ist es ein Monster-Battle. So, auf dem Level. Und deswegen ist es für mich jetzt nicht so eine Harakiri-Aktion gewesen, aber der ist halt, ja, ist halt ein bisschen so zum Schisser mutiert und ein bisschen zu dem mutiert, auch was er selber auch vorher nicht gefeiert hat. Weil ich sag dir, wenn der Lars jetzt nicht die ganzen Ghostwriting-Jobs hätte, weil seine Musik findet immer noch statt, wenn er die ganzen Ghostwriting-Jobs nicht hätte, wodurch es dem jetzt gut geht, dann wäre der auf jeden Fall auch näher an dem Battle dran. Ich stand doch, warte ganz kurz, ich stand ja vor 3,5 Jahren, war ich ja im Hisham bei Papa Ari, da haben wir den Lars ja getroffen. Dicker, ich meinte zu dem, ich habe jemanden, das war der Merli, ne? Der Merli meinte, hol mir irgendjemand ran, versuch mal jemanden zu kriegen. Ich meinte, ich habe Kontakt zu Lars, habe ich mit dem gequatscht. Meinte er so, ja, ich hätte auch wieder Bock. Meinte er, was gibt's denn da zu verdienen? Habe ich ihm die Summe gesagt, 5.000. Da war der so, ich kann 5.000 für ein Battle verlangen? Ja. So, Pech war, da kam Ara von rechts halt verdoppelt. So, ne? Und da war das Ding auch leicht wieder durch so, auch wenn es Spaß gewesen ist. Aber ich habe ja in Lars Augen gesehen, der war so, okay, ich kann mir jetzt 5.000 schnappen mit noch einem Battle. So, der wäre nicht raus gewesen. Aber dann kam halt Shindy, Shirin und so, ja. Also ist er jetzt zum Schisser mutiert oder hat er einen cleveren Schachzug gemacht? Der ist aus Battle-Rapper-Sicht zu einem maximalen Schisser mutiert und aus Leuten, die auf seinem Level ghostwriten und dafür dasselbe Geld bekommen, ist er zum cleveren Geschäftsmann geworden. Und da wir alles Battle-Rapper sind, ist er in unseren Augen zum Schisser mutiert. Ich glaube, du gehst da voll auf, oder? Das ist, was du respektierst, oder was? Er ist ein Schisser und ein cleverer Bursche. I feel you, oder? Aber das ist doch nicht, das schließt ja gar nicht gegenseitig aus. Es ist ein cleverer Schachmuch, business-wise, und es ist aber Schiss, Battle-Rap-wise. Okay, dann hat er, also macht er alles richtig eigentlich. Aus Battle-Rap-Sicht macht er das nicht richtig, ja. weil er die Konfrontation scheut. Okay, was ist wichtiger, Business dann als Battle-Rap? Das kommt auf den Rapper an. Weil wenn du selber sagst, der hat nie gesagt, ich bin ein Businessman, ich mach hier, ich mach da. Digga, dann komm, battlen. Okay. Dann ist das ganz klar wichtiger. So, aber Euros am Ende des Monats auf der Bank okay. Bringen, glaube ich, auch ein bisschen Risikopotenzial mit sich. So.
Was ist dir wichtiger? Also du, eigentlich beantwortest du die Frage selber. Du würdest lieber Erfolg im Comedy haben als im Battle Rap, oder? Wenn das die Gage die gleiche wäre. Nochmal bitte. Erfolg im Comedy-Bereich oder Erfolg im Battle Rap? Comedy. Comedy, auch wenn die Gage die gleiche wäre. Battle Rap ist ein Sprungbrett zu Comedy? Nein, Battle Rap ist ein Sprungbrett für gar nichts. Battle Rap ist meine Leidenschaft. Ich habe durch Battle Rap konnte ich mir einen YouTube-Kanal aufbauen und Twitch. Aber also für mich ist klar, dass ich bis zum 60. Also George Carlin ist mein Vorbild. Und der hat bis Mitte 60 hat er, glaube ich, Comedy gemacht. Und das ist auch mein Plan, alle zwei Jahre ein Special zu machen. Und dass ich mit 60 nicht mehr battle, ist, glaube ich, selbsterklärend so. Das ist meine Leidenschaft. Comedy wäre ja jetzt, wenn Corona nicht da wäre. Deine Tour war ausverkauft. Ja. Das war eigentlich der vorgezeichnete Plan, oder? Genau. So, und Twitch wäre gar nicht da gewesen. Das ist doch eher Plan B gewesen, genau. Oder nicht? Ne? Der, das ist Zufall, ja, genau. Genau. Also doch, Comedy, der Schwerpunkt liegt auf Comedy. Der Schwerpunkt liegt auf Comedy, aber ich habe halt mein Handy voll mit Battle Rap Punchlines und Gegnern und Engels und hast nicht gesehen. Also ich merke es, also das ist einfach mein Naturell ist nicht. Ich will Leute auf Comedy-Bühne belustigen. Das ist meine Profession und ich mag es auch gerne. Die Challenge ist geil. Aber wenn es nur um meinen Charakter geht, dann ist es, ich muss einmal mehr auf die Bühne und jemanden beleidigen. So. Ja, ne? Das ist deine große Leidenschaft. Genau, das ist meine Leidenschaft. Über Comedy haben wir ja viel gesprochen am Anfang. Über Battle Rap noch mehr. Mhm. Aber über Twitch noch ein bisschen wenig. Mhm. Plan B, ausweichen. Ich war ja voll gespannt auf die Comedy-Tour, als ich gesehen habe, dass sie ausverkauft ist und so. Das war ja wirklich eigentlich die perfekte Welle. So, war ne? Nicht komplett ausverkauft, so ein paar Locations. Oder ein, zwei Städte. Ja, die großen Locations waren ausverkauft, ja. Genau, genau. Und ich weiß, dass du so der Erste warst, der so richtig aktiv auf Twitch war. Ich hatte 2018 schon so eine Art Angebot bekommen, ich soll das machen halt. Okay. Und ich habe gar nicht gerafft, was die von mir wollten, ja. So, der meinte, ja, hier, und dann machen wir Stream und das und... Ich so, was laberst du da? Mich voll so, weißt du, wir haben hier Events zu organisieren und Battle Rap. Ich bin ja einfach so, du weißt ja, wie oft stand ich neben deinen ganzen Battles und den anderen halt, wo ich mich tot lache des Grauens, weißt du so. Ja. Und da sperre ich mich doch nicht in ein kleines Zimmer und stream da rum, so dachte ich mir absurd, halt, ne? Und Fitner Friday hast du schon angesprochen, ja. Kannst du dich erinnern, wie es danach war, als wir ausgeschaltet haben? Ich war so ein bisschen frustriert, kannst du dich erinnern, obwohl die Zahlen, das war eigentlich so von den Zahlen her der erfolgreichste Stream für mich so, ne? Donations, genau. Aber ich war so ein bisschen frustriert danach, kannst du dich daran erinnern? So nicht so ganz? Ich weiß nicht, ich wüsste, mir wird nicht einfach warum. Ich habe danach so gesagt, so Mann, ey, das kann's doch nicht sein, so. Weil du warst so voller, guck mal, so, weißt du, du machst dann wirklich, ziehst deinen Entertainment-Film durch, Leuten macht es Spaß, die hören dir zu, man sieht auch nur Spaß und so weiter. Und das gehört halt dazu. Aber ich dachte mir, ey, jetzt über andere Leute herziehen, um Aufmerksamkeit zu erlangen, ist irgendwie nicht so ganz mein Ding. Das kann's doch jetzt nicht gewesen sein. So. Ich mag meine kleinen Streams mit 30 Leuten, wo wir dann meine Spielchen spielen. Dass du die magst, weiß ich, ja klar. Genau, weißt du, aber das ist ja nicht so, wo man sagt halt, wann ist was gut, wann ist was schlecht und auf welchen Kosten so. Das war halt, wo ich dachte, irgendwie, mir macht Spaß zu streamen so, aber um jetzt ein guter Streamer zu werden oder erfolgreiches Stream zu machen, so, muss ich jetzt wirklich mal einen Fitner Friday machen? Das war, wo ich dachte mir so, nee, darauf habe ich keinen Bock so. Nee, so recht auch. Ja, das war jetzt nicht so mein, ist nicht so mein Ding so. Genau, das habe ich ja voll aufs Auge gedrückt so. Ich hab gesagt, ich komm, wir machen Fitner Friday und da habe ich dich ja hier bedroht und meinte, wir rufen jetzt den an. Genau. Hab dann jetzt auch einen Battle an der Backe, worauf ich keinen Bock hatte. So. Ich habe ja selber auch dafür kassiert, so. Der Chief war letztens auch im Stream und der meinte auch so, dieser Fitner Friday, wo ihr mich da angerufen habt, was soll das und so. Chief, haben wir auch angerufen? Ja. Ja? Ja. Aber wir haben schon mit ihm geredet, oder? Der ist nicht angegangen, ne? Achso, okay. Ja, ich weiß, stimmt, du hast einfach wahllos Leute angerufen und so weiter. Ja, ich meine, ich verstehe das schon, dass das so eine Taktik ist, die funktioniert, sieht man ja auch bei anderen Rappern zum Beispiel, wo die Interviewzahlen hochgehen, wenn man hier und da die Namen in den Titel schreibt und so weiter und der disst wieder den und das macht halt Schlagzeilen. Ich meine, ist es das alles wirklich wert oder macht sie einfach nur so viel Spaß? Ich meine, das ist ein reines Spaßding gewesen. Ich habe noch nie selber einen Fitner Friday gehabt und das Thema selber noch nie behandelt. Das war einfach so ein Geistesblitz. Also, wenn ich komme, dann haben wir Fitner Friday. Es gibt noch viele Sachen zu klären. Ja, und dann haben wir das halt gemacht. Mit mehr oder weniger Erfolg. War auf jeden Fall unterhaltsam. Leute haben Bock gehabt so. Ja. Aber das heißt nicht, dass man das jetzt immer machen muss. Ich mach's ja auch nicht. Schon eher als ich, sage ich mal, im Vergleich halt. Ne? Also es gibt halt dieses, wie weit ist man bereit, über Leichen zu gehen, sag ich mal, für Erfolg, ne? Wenn man sagt halt, ey, ich mache jetzt auf seinen Nacken
mache ich mir ein paar Klicks. Ja. So, ne? Aber das, da muss ich direkt mal reingrätschen, weil das ist nicht mein Ansatz. Also ich bin einfach so, dass ich über Leute rede, wie die aussehen, wie sie sich verhalten oder wie die battlen oder wie, keine Ahnung, sich irgendwie geben. Das ist jetzt nicht, weil ich mir denke, das zieht Klicks, sondern so bin ich halt. Das ist, ich mache halt keine objektive, nach dem Motto, das war gut und das war gut, alle geben sich die Hände und wir sehen uns das nächste Mal wieder, sondern es kommt, ich habe halt diesen Misscharakter, wo ich halt so schieße und mich lustig mache und auch von oben herab so. Aber nicht, weil ich mir denke, irgendwie das zieht irgendwie Klicks oder so. Das ist, Hast du es nicht kalkuliert? Ne, null. Null? Null? Also ich 0,0, das ist letztens, genau meine Art. So. Letztens hast du irgendwo gesagt, erste Mal kam mir vor, so wie so ein Hauch von Reue, wo du, oder sagen wir mal, so ein bisschen reflektiert dich selber gefragt hast, ob es das wert war. Das war jetzt so ein bisschen dieses Alpha-Royal-Ding halt, ne? Ja, genau. Weil du meinst einfach, es hat dir sehr viel gebracht an Aufmerksamkeit, Hype, dies, das. Aber du hast auch einige Dinge verloren, wo du meintest so irgendwie, ey, der Kontakt zu Savage ist nicht mehr so da. Mighty, Nidal, du magst sie eigentlich, ne? Ja, so, aber irgendwie, genau, bei vielen hast du dann irgendwie dann gesagt, ey, irgendwie habe ich auch verkackt so danach. Genau. So. Deswegen meine ich so, ist es das alles wert so? Ich mag es ja eigentlich eher mich nicht, also weißt du so, ich habe das Gefühl, du beschäftigst dich schon eher mit negativen Sachen so und sagst dann einfach, ey, das gefällt mir nicht, der gefällt mir nicht, den mache ich jetzt rund. Wenn ich sage, der gefällt mir nicht, das lasse ich links liegen, interessiere mich nicht dafür. Genau, halt, ne? Das ist halt meine Art so, aber genauso, vielleicht nicht ganz genauso, aber kann man auch nachgucken und bestätigen. Also wenn, ich gebe hart Props, ne? Also ich heb auch Leute in den Himmel. Also es gibt, Battle Rapper, wo das gar nicht meint. Also super viele Battle Rapper kamen auch zu mir und meinten so, ey, wo ich mir dachte, ah, scheiße, hat dir nicht gefallen. Die sagen so, ey, ohne Spaß, Dicker, danke dir für die Props. Weil ich gebe auch ehrliche, harte Props für gute Sachen. Ne? Also ich hate nichts, was nicht gut ist. Einfach nur um zu haten, sondern man, wie gesagt, Mighty, Nidal, Greg, also jeder, der was Gutes schon mal gemacht hat, wurde auch von mir schon in den Himmel gelobt, aber auch ehrlich, weil ich es wirklich krass feier und so hart diese Kunst feier und sehe, wie viel Finesse es bedarf, das zu machen oder wie viel Skills da irgendwie angebracht sind, das zu leisten und das hebe ich auch hervor. Mhm. Und ich habe auch Leute dutzendfach in meinem Stream gehabt, die haben gar keine so mediale Exposure, wo man sagt, so, okay, die haben hier Views, da Views, aber das sind kleine Künstler, wir gucken dann Songs an und sagen, ohne Spaß, so, also ich uplifte auch genug, nicht so viel ich runtermache, aber das kann man mir nicht sagen nach dem Motto, der macht nur nach unten, sondern ich habe auch, also wie gesagt, ich gebe auch Props, so Credit where credit is due, das ziehe ich auch durch. Das Gute daran ist, und vielleicht ist dann die Reaktion auch vielleicht so krass, wie du gerade beschrieben hast, weil jemand, der viel disst, dessen Props bedeuten dann auch ein bisschen mehr vielleicht, als jemand, der immer Lob verteilt halt. Wenn derjenige, das ist für mich der Maßstab auch, das ist für mich dieses Julians Block-Beispiel zum Beispiel, ne? Julians Block, JBB kennst du ja, ne? So, wer ist er denn, dass der über irgendeinen Flow, über irgendeine Punchline, über irgendein Video richten kann, wenn er selber nicht nachgewiesen hat, dass er es mindestens genauso gut kann? Und das kann ich mir halt auf die Fahne schreiben. So, ich habe unfassbar krasse Battles gemacht, auch verkackt, aber unfassbar krasse Battles gemacht, das heißt, und unfassbar krasse Lines und Quotables gebracht, das heißt, ich kann mir auch das Recht rausnehmen, Sachen zu bewerten, Sachen schlecht zu machen und Sachen aber auch gut zu machen, die krass sind. Das ist immer so der Faktor, den viele außen vor lassen bei Leuten, die so Reactions machen oder die Sachen bewerten, so, aber, Dicker, kannst du das denn wenigstens auch selber irgendwie halbwegs so gut? Mhm. Weil sonst ist halt ein Fan, der seine Meinung irgendwie kundgibt. Also nur weil man es selber gemacht hat, hat man halt die Berechtigung, quasi darüber urteilen zu können. 100 Pro. Ja. Ja. Also das heißt jetzt, aber es gibt ja halt zum Beispiel auch, sagen wir mal, Leute, die es gemacht haben, aber gar nicht so tief in der Materie sind wie jemand, der sich alltäglich damit beschäftigt, aber es selber noch nicht gemacht hat. Gibt auch, aber da hast du in mir natürlich den Optimalfall. Mhm. Ich beschäftige mich des Todes damit, okay. Habe Ahnung davon, unabhängig von meinen Sachen, was das globale Ding angeht und das deutsche Ding angeht und habe selber schon auf dem höchsten Level gemacht. Das heißt, meine Meinung zählt was und ich bekomme das ja an den Reaktionen von den Battle-Rappern halt auch mit, dass denen das halt auch was wert ist, wenn ich dir halt was Positives sage. Ja. Oder wenn ich was Negatives sage, dass sie sagen, ohne Spaß, ich habe mir das Auge von dir reingezogen, da hast du mich erwischt, da hast du recht gehabt, da arbeite ich dran. Was
ich überlege gerade, wo die Props sind. Mir fällt halt immer ein, so, oder vielleicht merke ich mir halt die negativen Sachen ein bisschen mehr, weil die wirklich unterhaltsamer sind. Ja. Die sind halt lustiger, wenn du jemanden dann irgendwie runtermachst und so. Und die macht es ja auch, glaube ich, mehr Spaß, ne, so einfach, dass du sagst so, ey, wo hast du es gesagt? Dummheit triggert dich halt, ne, so sagst du einfach, ey, ich muss, wenn der ist dumm, ich muss irgendwelche dummen Aktionen, da gehst du halt mit dem Finger ran. Ja. Aber wie ist es denn dann andersrum, wenn jemand clever ist? Wer ist denn für dich ein cleverer Typ dann eher? Wo sagst du so, ey, der ist schlau, die Klugheit von ihm respektiere ich oder Intelligenz oder so. Meinst du jetzt im Battle Rap oder generell? Erstmal generell, glaube ich. Vielleicht kannst du ja beides vermischen. Serdar Somuncu, Hagen Rether, Volker Pispers. Oh ja, na klar, das sind jetzt die Endkabarettisten. Genau, das sind die Endkabarettisten so. Ja. Und ansonsten, ich finde zum Beispiel Marvin California, der ist in meinen Augen ein richtiges Brain. Mhm. Ne, der ist für mich kein Entertainer. Also wegen seiner Art. Gucke ich mir jetzt keine Review an, aber ich weiß ganz genau, was der sagt, Hand und Fuß. Und bei dem, der setzt das Gesetz auch ein bisschen außer Kraft, dieses, man muss es selber können. Um, der ist ein Experte, der ist in erster Linie ein Fan und der hat eine unumstößliche Meinung zu Sachen, die Leute interessieren. Also ich persönlich, wenn ich einen Song höre, einen neuen, dann gucke ich mir jetzt keine Review von jemandem an, der da irgendwas zu sagt, außer das ist jetzt, keine Ahnung, weiß nicht, ein Sido, ein Savage, Nachbefehl, die irgendwie, aber das machen die auch nicht. Für mich juckt das nicht, aber viele Leute juckt das, weil Musik ist das ist eine riesen Plattform so. Aber der Business Moves mäßig von der Gradlinigkeit her, ein Funken Humor auch, seine eigene Stimme, der ist ein akzeptables Paket, wo man sagt, okay, weißt du was, wenn der jetzt irgendwas hier auf irgendwas reactet, da kann man schon ein bisschen was drauf geben so. Mhm. So und dann, aber auch weil ich halt auch sehe, Sachen sind auch durchdacht. Ne, der ist ein Brain in meinen Augen, so, dann, ei. Dann lass uns mal vielleicht das in Sparten aufteilen. Wir haben jetzt die Kabarettisten auf der einen Seite, jetzt haben wir halt, sagen wir mal, wie nennen wir das, Reaction, vielleicht Interview, genau. Quassel-Leute, Streamer-Typen so. Dann bleiben wir mal beim Battle Rap. Wer ist für dich ein cleverer Typ im Battle Rap, wo du sagst, der ist ein Brain? Battle Rap Taktik. Für mich ist Mikesh ein unfassbares Brain. Mhm. Für mich ist Nidal Nip ein Brain. Und das sind alles Leute, die auch schon so mal daneben lagen, genau wie ich auch. Ich habe auch schon komplett daneben gefeuert. Für mich bist du ein Battle Rap Brain. Ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Weil auch wenn die Dosierung manchmal so drüber hinausschießt, Battle Rap taktisch, wie du zum Beispiel an Greg Pipe gegangen bist, ist so kein Blueprint so, aber es ist so, man kann das nachvollziehen. Das ist eingestreut, lustig, clever, brachial, multilingual, pipapo. Also man merkt, du hast dir vorher Gedanken gemacht, das ist super, super ausgeführt. Ein verkopftes Brain zum Beispiel ist Rob Skewer, der ist auch clever, aber Battle Rap taktisch nicht clever. Bong Taggy zum Beispiel ist eigentlich, glaube ich, ein sehr intelligenter Typ, war Battle Rap taktisch lange unter aller Sau, hat dann aber so oft auf die Fresse bekommen, dass der jetzt sehr gut ist, was Battle Rap Taktik geht. Siehe Mikesh, siehe alle Siege in der letzten Zeit. Ist er nach dem Rematch gegen dich ein Brain geworden? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der danach nochmal verloren hat. Aber das Ding hat dem auf jeden Fall im Endeffekt die Augen geöffnet, worum es dann geht. Das Ding hat dem auf jeden Fall und vielen anderen, glaube ich, auch die Augen geöffnet im Sinne von, okay, Battle Rap Taktik ist ein super wichtiges Ding. Weißt du, worauf ich hinaus will? Nein. Nee, dass nach deinen Kriterien das die angebrachten Gegner wären. Weißt du, was ich meine? So, wenn du sagst halt, ey, das ist ein Brain, ich gehe nach den Kriterien, ne? Dieses, was wir vorhin meinten, stupid, das ist der Engel, klug und dies, das. Ja. Und du hast jetzt nur Leute eigentlich aufgezählt, gegen die du noch gar nicht gebattelt hast. Also wäre eigentlich nicht ein angebrachter ein Battle gegen Rob Skewer, gegen Nidal, gegen Mikesh und so weiter? Ja, auf jeden Fall. Also, weil die Kriterien ähnlich wären, weißt du, so. Als gegen Maidi oder, weißt du? Ja, also gegen Nidal wäre auf jeden Fall, wäre ein nices Battle. Rob Skewer wäre anstrengend, weil, wie ich schon gesagt habe, Battle Rap, der ist ein Brain, aber es ist halt, Alter, das ist zäh, richtig zäh. War das er, mit dem du diskutiert hast, wo ihr euch aussprechen lassen habt? Was haben wir? Wer hat das gesagt? Jerambo, ne? Wie, was? Ihr habt irgendwie diskutiert, euch gestritten und euch da immer aussprechen lassen.
Ja, weil ja, ja, sehr zivilisiert, ja, und vorbildlich. Ja, aber auch geiler Engel von Jarambo. Ja, ja, so sieht man das ja selber als, ja, als jemand mit einer gepflegten Diskussionskultur, sieht man das ja gar nicht. Aber weißt du, was ich meine? Ein Battle gegen Jarambo oder so, weißt du, das ist so, der würde halt mit harten Punchlines um die Ecke kommen, ja, so, das ist nicht dasselbe wie... Nee, und das wäre auch, das haben auch Leute schon gezeigt, es wäre auch State of the Art, es wäre auch einfacher, ne, als auf jemanden zu treffen, der wirklich, ja, deswegen Bong Teggy wäre super gefährlich, Kato mittlerweile wäre super gefährlich, Craze sowieso, Nidal sowieso, Mikesh sowieso und ja, den Rest, keine Ahnung, wenn kein Gospel wiederkommt oder selbst ein Fresh Polacke war ein unfassbares, was heißt selbst, Alter, Fresh Polacke war ein unfassbares Battle Rap Brain. Mhm. Der ist, wie gesagt, also. Ich fand nämlich, wollte ich gerade sagen, ich so würde einen Battle gegen Robsky, würde ich jetzt nicht so sehr feiern, wie gegen Fresh Polacke. Ich auch nicht. Da, erstens habt ihr eine Geschichte, genau, man hat viel Personals, aber ja, ihr beide habt auch ein unfassbar krasses Humor-Level. Also, allein und der Gedanke. Ja, dann noch die Taktik dazu, aber allein, was ich mir vorstelle, was an Punchlines rumkommen würde, ja, was das Humor-Level angeht, so. Ja. Ich weiß gar nicht, es ist nur noch eine Wette, die ich abschließen würde, wo ich mehr lachen werde. Ja, 50-50, so, ne? Weil auch, also ich habe es nicht von ihm, aber ich habe es bei ihm das erste Mal so bemerkt, als ich bei Rap Mittwoch angefangen habe und ich kam neu und ich war noch so völlig unbedarft und war noch gar nicht in der Taktik-Dinger drin, BMCL war vollkommen weit fern, kam der schon zu mir und meinte so, du bist gefährlich. Und ich so, wie meinst du das? Meinte, ja, du bist clever, du machst das so und so auf der Bühne. Ich habe schon gesehen, wie du so. Mhm. Das heißt, dieses Battle Rap Brain von dem ist krass, hat man ja gesehen, auch beim Le Nerd Battle und beim Mighty Moding, beim Rapstar Ding. Digga, wenn, und ich bleibe auch dabei, A Cappella, wenn alle Leute, die jemals A Cappella performt haben, wenn alle auf 10 von 10 sind, dann glaube ich, ist der Polacke der gefährlichste, den es gibt, ey. Also wenn er wirklich A-Game hat. Wenn der A-Game hat, dann wie, also da kann kein Greg Pipe kommen, weil Battle Rap ist ja eine Riesenpalette, weißt du ja selber, von ganz vielen Skills. Mhm. Und der Polacke hat keins davon nicht. Mhm. Also der hat alles. Mhm. Wenn der auf A-Game ist, hat er einfach alles. Mhm. So. Und da ist der Leuten wie mir, der zum Beispiel jetzt, ich kann zum Beispiel jetzt keinen Part, ich habe auch alles, aber ich kann jetzt keinen Part geil rappen und damit eine Reaction bekommen. Wo der mich edgen würde zum Beispiel. Ja, also du hast trotzdem gute Pen-Games halt oder halt in der Battlemania. Egal, aber halt dieses Teil, aber das Teil fehlt mir. Der kann zum Beispiel, ich hätte diesen Rapstar nicht nachäffen können. Ja, ja. Obwohl du Imitationen eher so dein Ding sind. Ja, halt, ne? Aber nicht, wenn einer geil rappen kann. Ja, ja, ja. Das ist schwierig so. Der war gut. Das ist schwierig. Ja. Interessanter Punkt, weil ich habe den Eindruck halt oft, dass du dir die Gegner schon eher aussuchst nach dem nach unten treten Prinzip halt. Deswegen habe ich halt gefragt, so wen du als Brain, also selber als Brain empfindest halt, ne, und dass das nicht eher die angebrachten Gegner sind, ne, weil jetzt vielleicht auch aus dem Battle-Rap-Kosmos hinaus, du hast auch so, mit wem hast du immer so rumgebieft da? Du hast immer so diese medialen Beefs, ja, so, ne? Ja, ich hab PA Sports, K1, mit PA? Fart. Das habe ich nicht mitbekommen. Doch, das waren Leute, die ich alle auf der Bühne auch schon ausgecallt habe. Oder auch auf, im Interview. Nee, das war ja so Battle-Rap-technisch, ja klar. Aber ich meine so, es sind ja über dich Videos entstanden und so. Irgendwelche Leute haben über dich Videos gemacht. Ja. Und dann hast du irgendwo immer gegengeschossen. Ich habe irgendwann den Überblick halt verloren halt. Ja. Ne, so. Und dann habe ich halt den Eindruck, der ist vielleicht ein bisschen distanziert, aber dann wurde mir erweckt, dass das alles Gegner, also Leute sind, über die du dich gerne halt lustig machst. Genau. Ne? Und wo du sagst halt, ey, das ist, die sind so doof, da über die zu Spaß zu machen, ja, das ist. Genau, in halt Kombination mit auch, dass die irgendwas über mich gesagt haben, weil random pick ich mir keinen Vollidioten raus. Ach so, die Dinge hast du gar nicht angefangen. Ich dachte, das ist so ähnlich wie mit Bong Teggy. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn, dass ich. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Also Leon Lovelock, Kuchen. Wie hat das angefangen? Ich habe den gefressen, so wie Bong Teggy, aber habe es nicht öffentlich gemacht. Okay. Dann haben wir ein Interview gehabt und ich weiß nicht mehr. Er hat dich interviewt? Nee, ich habe den im Rahmen von so einem Marvin Game Event habe ich den interviewt. Okay. Da meint der Marvin aber auch zu mir, ey, mach jetzt nicht diese, sondern interview den ganz normal. Es geht ums Event. Okay, er wusste schon. Ja, ja, der wusste schon am Kick-Up. Ja, okay, ach so, das heißt, also du hattest ihn vorher schon gefressen und genau. Du hast eine Abneigung gegen ihn entwickelt. Genau. Aufgrund
von Aktionen. Seiner Persona, seiner Straßenumfragen, seines Verhaltens, seines Lachens, seines. Okay, du hast ihn irgendwo gesehen auf irgendwelchen Videos, der hat dich getriggert und hast gesagt, so, okay, und dann hast du ihn dir als Gegner ausgesucht, oder nicht? Ich meine, ist das nicht unfair? Nee, es ist eigentlich nicht unfair, weil der ist ja immer größer gewesen, also von den Followern her und so, von den Abonnenten her ist er immer größer gewesen als ich und ich meine nicht das, ich meine nach den Kriterien, wenn du sagst, halt für dich ist er ja offensichtlich kein Brain. Unfair wäre, ja, es ist schon, wenn du jetzt nur nach diesem Kopfaspekt gehst, ist es unfair. Aber zum Beispiel jetzt so ein, weiß nicht, so ein Kuchen-TV zum Beispiel. Ist der ein Brain? Ich kenne ihn gar nicht so richtig. Der bezeichnet sich selber als Brain, okay. Das ist ja das Schöne. Okay. So, und er hat auch diverse Videos gegen mich gemacht. Okay, dann ist das dann vielleicht doch, weißt du, was ich meine? Das ist dann vielleicht angebrachter. Und da ist der einzige Punkt, der mich daran hindert, den anzuschreiben oder den einzuladen, ist halt dieses, weil der ist sehr viel jünger als ich. Ach so, okay. Weil ich kann mich erinnern, Wacker Mittwoch hat gegen dich ja auch ein Video gemacht. Ja. Aber mit ihm hattest du dann auch einen Stream. Mhm. Ne? Also da habt ihr euch auseinandergesetzt. Und es war auch ein geiler Stream. Mit Brian Damage war auch geil. Ja. Also ich habe auch schon kassiert, ne? Also von Brian mehr oder weniger, von Cassius Clay auch, dem am falschen Fuß erwischt, wo der recht hatte. Mhm. Also ich kassiere ja auch. Das bringt das ja mit sich. Ja. Wenn du austeilst, so dann. Das darauf wollte ich hinaus, dass du halt sagst, weißt du, so wenn ich einen, vorhin hattest du diesen Conor McGregor UFC-Vergleich halt, ne? So respektabler ist halt, sind die Leute, die. Also, weißt du, wenn du sagst, ey, das ist ein krasser Kämpfer, der hat was drauf, du respektierst doch nicht, wenn er nach unten tritt halt, ne? Und wenn du dir nach deinen Kriterien nicht ein Brain aussuchst, dann ist das unfair für mich, weißt du? Aber ich sehe halt, dass du Spaß dabei hast, wenn du ein Video über Leon Lovelock machst und dich darüber lustig machst, dass der nicht so gut Englisch kann wie du. Oder das liegt daran, dass mich Brains auch nicht triggern. Okay, so. Weil da müsste schon jemand sein, wo ich mir denke, okay, der hat was im Kopf und der sagt aber so viel Scheiße und auch gegebenenfalls irgendwie über Battle Rap, dass ich dann sagen kann, warte mal ganz kurz. Aber jemand kann doch ein Brain sein, aber ein anderes Wertesystem haben, vielleicht moralisch oder so, dass du sagst, ey, das kann ich gar nicht vertreten. Hat glaube ich, jedes Brain, was ich kenne, hat ein anderes Wertesystem als ich. Okay. So. Aber mir wird jetzt wirklich einfach keiner einfallen. Keine Ahnung, jetzt doof gesagt, ich hätte zum Beispiel voll Bock, richtig Bock auf eine Diskussion mit Kollegen. Ja. Nicht über dieses Alpha Royale Ding, sondern einfach generell. Weil er ein Brain ist? Weil er ein Brain ist, weil ich den auch gefeiert habe und weil ich der Meinung bin, der kann Kontra geben as fuck. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, weil in den Augen der Leuten, in vielen Augen der Leuten, die jetzt zugucken, ist so, Digga, Kollege hat den und den Song geschrieben, der ist lyrisch über Cynics Level, der ist belesen und alles. Aber ich bin der Meinung, es wäre eine geile Diskussion. Wir reden ja hier nicht von einem Track-Battle. Nee, aber du kennst ja die YouTube-Welt auch. Ja, die haben ja andere Maßstäbe auch. Den Zusammenhang habe ich jetzt aber nicht verstanden. Weil ich bin doch ein super kleines Licht im Gegensatz zu Kollege. Und wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich glaube, eine Diskussion mit dem könnte auf Augenhöhe, könnte voll spannend sein. Denke ich so, was nimmt der sich denn raus? Der hat hier ein paar Battles gemacht, ein paar Mütter beleidigt. Der eine ist ja der Überboss, der hat den und den Song geschrieben. Das ist ja für die Diskussion völlig egal. Es sei denn, wir reden hier über einen Track-Battle. Dann würde ich das verstehen halt. Ne? Ja. Du hast einen Track-Battle gegen Kollege, hast du nichts zu suchen. Aber in der Diskussion ist doch völlig legitim. Ja. So eine Talkshow oder sowas, halt eine Talkrunde halt, ne? Genau, aber das kriegt man halt jetzt. Das sind halt die Sachen, die mich interessieren würden, weil es auch Animositäten gibt. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, andere Leute, die ich für clever halte, wo man sich denkt, okay, man hat eigentlich keine Reibungspunkte, das ist so. Nee, weil du hast dann halt, wir hatten jetzt die Battle-Rap-Sparte abgerast, jetzt waren wir gerade bei dieser Streaming-Ding halt, wo du sagst, okay, Marvin California ist für dich ein Brain. Mhm. Ne? So, da wäre vielleicht spannend zu sehen, wenn ihr diskutiert, vielleicht, wenn es da Themen gibt. Der war auch schon im Stream, aber wir ähneln uns, die einzige Differenz ist dieses, dass der halt nicht auf Äußerlichkeiten geht. Also der feiert das gar nicht, wenn ich so Leute aufgrund ihrer Optik irgendwie runtermache. Aber sonst sind wir vom Humor-Level auf einer ähnlichen Du bist oberflächlicher als er? Ich bin oberflächlicher als er, klar. Okay. Ich bin maximal oberflächlich, klar. Warum? Weil das Comedian-Brain und dieses, keine Ahnung, komplex beladene Kindheits- ich habe Sprüche bekommen, Brain irgendwie hergibt, dieses Rache-Ding nach dem Motto, ich muss Leute runtermachen, um mich selber gut zu fühlen, weil das es irgendwie mit sich bringt. Bist du im Gegensatz dann dazu, ist es dann für dich mutig, wenn man mit Oberflächlichkeiten, sagen wir mal, darauf nicht so sehr achtet? Würdest du dich trauen, weiß ich nicht, so
nicht mit, weiß ich nicht, was ist bei oberflächlich überhaupt gemeint? Klamotten, das Frisur? Äußere, das ganze Äußere. Ja, also würdest du dich trauen, sagen wir mal, wenn du etwas hast, was dir nicht gefällt, ein Foto hochzuladen davon, was hässlich ist oder so, was du nicht... Von mir? Ja, oder sagst du, nee, ey, das geht... Nee, wegen so Eitelkeit nicht. Also du bist nicht eitel? Nee. Okay. Also ich achte auf mein Äußeres. Ja, na klar. So, ich bin der Meinung, ich sehe fresh aus, aber ich bin jetzt nicht so nach dem Motto, oh mein Gott, das geht so nicht. Mhm. Nee, das nicht. Weil dieses Ding halt mit den Oberflächlichkeiten oder auch mit dem Runtermachen von Leuten, die du für dümmer hältst, halt, hat das nicht ein bisschen was von einer Bully-Mentalität halt, ne? Oh, mir kommt sofort, als ob du ein Opfer gefunden hast halt. Oh, geil. Ich habe jetzt jemanden, den kann ich rund machen. Mhm. Und da kann ich eher, vielleicht gar nicht so, vielleicht ist die Intention nicht mal so richtig bösartig, sondern eher so, kennst du noch dieses, ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, Jamie Foxx, wo er sich über Behinderte nicht lustig gemacht hat, aber der hatte diesen Sketch, wenn man sagt doch eigentlich so, ey, Mensch mit Behinderung, ja, macht man keine Witze. Das war Damon Wayans aber. Nee, das war dieses Ding mit dem, with the wheelchair, the girl with the wheelchair, took her to my home, took her to my grip. Ach, das meinst du, okay, ich weiß, so. Sketch, weil du genau, das Sketch gesagt den, hast. Oder den Gag halt so auf der Bühne und er wollte halt, glaube ich, eher sein Talent unter Beweis stellen halt, ne? Hat man ja bei Ray Charles und so gesehen halt. Und das ist, glaube ich, eher darum geht, dass du sagst, ey, wenn du da jemanden findest, du kannst einfach deine Qualitäten gut ausspielen. Genau. Das ist halt eher diese Intention ist halt. Das stimmt, es ist Bully, aber nicht im Sinne von so Bully, sondern irgendwie so. Aber Bully. Es ist Psychoterror. Nee, es ist noch bei keinem Psychoterror, da wo es am Psychoterror gegrenzt hat, hat man es auf der Bühne dann geklärt, im Battle. Und das andere ist nicht mal ansatzweise Psychoterror, weil das ist so. Das ist, ich drop einen Spruch, ich mache ein Video, das ist Freestyle, aber ich setze mich nicht hin und versuche wirklich eine Person richtig rund zu machen. Das habe ich noch nicht, Ich habe doch selber, also ey, du hast doch Videos schon offline genommen deshalb. Was war mit dieser Chrom-Fesers-Nummer und so weiter, ne? Da hast du die, also, ja, das hat die getroffen. Ja, aber doch besonders nicht, aber nicht, weil ich mir dachte, sondern weil ich ein übertriebener Battle-Rap-Fan bin und das eine absolute bodenlose Frechheit war, was die da gemacht haben. Und da habe ich meinen Ärger freien Lauf gelassen. So, und habe das dann offline genommen. Da habe ich ja von dir auch gehört, der eine kriegt, keine Ahnung, der andere kriegt Anrufe, der eine heult. So, dann nimmst du das halt offline so. Mhm. Und Chrom war ja sogar auch da. Ja. Ne? Ich habe mich ja mit dem auseinandergesetzt. Ja. Und der ist ja auch zum Beispiel, der ist ja auch clever. Mhm. Und wir haben auch eine geile Diskussion gehabt, wo, glaube ich, auch beide fein mit rausgegangen sind. So, da ist man sich ja dann auch nicht zu schade für. Trotz, gerade was du bei Chrom. Ich reg mich gerne auf. Ja, stimmt. Die macht das Spaß. Die macht das voll Spaß, ja. Woran liegt das? Ich kann es halt, also für mich ist es schwierig, ein bisschen nachzuvollziehen halt, ne? Ja. So, wenn ich stell mir halt vor, ich, wir wären alle in einer Klasse, so mit diesen ganzen Battle-Rappern und so weiter, so. Und ich sehe halt, wie einer eine falsche Antwort gibt und du, meine Güte, du bist der Typ, der sich dann über den aufregt und dann traut der sich nicht mehr zu melden, weißt du so. Wobei ich eher so bin, ey, meldet euch, sprecht eure Gedanken. Vor dir haben einige Leute Angst, eine Antwort preiszugeben, aus Angst, dass du dich über sie lustig machst. Das stimmt. So. Das stimmt. Und das amüsiert dich. Das, es gibt einem so ein krankes Gefühl von Macht. Was ich halt durch Körperlichkeiten nicht. Du bist ein Bully. Achso, okay, du kompensierst das. Weil du körperlich so schwach bist, willst du die anderen geistig niedermachen. Ich bin ja nicht mehr in der Situation, dass ich irgendwie, also ich stand noch nie vor jemandem und dachte mir so, oh scheiße, ich bin schwächer und was passiert jetzt, sondern also. Aber dieses Gewaltding ist ja nicht dein. Nee, es ist gar nicht mein Ding. Nee, genau. Aber es ist halt, ich war schon immer so. Also ich war schon immer so, also wie gesagt, das Letzte, was das so weitreichendste ist, wirklich aus der Grundschule, da hatten wir einen Jungen in der Klasse, das ist der Benjamin Maisi hieß der, Grüße gehen raus, hat bei Fortuna Düsseldorf gespielt, übertriebenster Fußballspieler, war nicht der beste Schüler und ich weiß noch, wie ich den einmal, ich weiß auch nicht warum, ich erinnere mich dran und ich weiß, okay, ich bin seit immer so, keine Ahnung, was für ein Fehler da passiert ist, aber die Frau Gruß, unsere Grundlehrerin, hat halt damals gesagt, wie sieht es hier mit Hausaufgaben auf? Und ich meinte so, fangen Sie mal den Benjamin. Richtiger Hurensohn-Move. Du kannst nur ein Hurensohn sein, wenn du mit 8 Jahren sagst, hier, der hat die nicht. Und er sitzt da und so, und dann hat er mich sind wir die Treppe runtergegangen, das weiß ich noch wie heute, da hat er mir so einen Check gegeben auf der Treppe und ich bin so ein bisschen gestolpert, nicht hingeflogen und er meinte so, ey, hör mal zu, pipapo, mach das nie wieder, hat mir so eine Ansage gemacht und für mich kommt das so vor, als wenn wir so 17, 18 gewesen wären, aber wir waren so 9, aber damals war das für mich so voll real und deswegen weiß ich nur, ich war so eine Missgeburt, war ich schon, seit ich denken kann. Okay, geilt dich das ein bisschen auf oder so, aber du kannst verstehen, dass die Leute dich dann hassen, oder? Ey, ich, also, ja, ne? Mann,
Ich sage auch jedem der neuen Agentur oder Leute, die mit mir jetzt arbeiten wollen, sage ich ohne Spaß, ich kann das gerne machen, aber bereitet euch darauf vor, dass auf jeden Fall sehr viele Leute einfach negative Kommentare schreiben, weil ich habe mir sehr viel Hass zugezogen. Im Real Life, wenn ich rumlaufe, so, ich bekomme jeden Tag massig Props ohne Ende, nur für die geleisteten Sachen. Yeah. Ne? Aber ich habe viele Leute misshandelt auf der Bühne, ich habe doofe Sachen gesagt, ich habe von oben herab, meine Art und Weise passt nicht vielen, aber dann sehe ich halt meine Vorbilder, ne? Ich sehe einen Cedar Somunshu, ich sehe einen Bill Burr, einen Louis C.K., unter anderem die Leute, die ich feiere, und ich glaube, die ticken ähnlich. So, die regen sich gerne auf und die regen sich aber. Ich rante ja nicht nur, sondern ich rante ja entertainend. Mhm. Also, ich bin, sitze ja nicht nur da und sag so, das ist scheiße, du bist wack, du bist. Sondern ich finde noch nice Vergleiche oder irgendwelche Punchlines oder so. Es ist halt auch eine Kunst, Leute runterzumachen oder sich aufzuregen, das aber entertainend irgendwie zu gestalten. Es ist ja auch ein bisschen widersprüchlich von mir, weil einerseits sage ich so, ey, das ist irgendwie uncool, was du machst. Du feierst das doch übel. Genau, aber ich finde es irgendwie lustig, ja, wie du das machst. Wir lachen jedes Mal, wenn wir sind. Deshalb, aber es hat halt was von Machtmissbrauch und das ist, was ich nicht leiden kann halt. Ne? So, Machtmissbrauch? Naja, du sagst ja selber, es gibt dir ein Gefühl von Macht halt. Ne? So, das ist so dieses, weißt du. Ja, aber nur, wenn ich irgendwie überlegen bin in der Diskussion. Es ist schon ein Unterschied, wo man sagt, ey, der hat sich das selber er hat es jetzt verdient. Ne? Der hat so viel Scheiße gelabert, der hat es jetzt verdient. So, ne? Ja. Dann roll über den rüber, meinetwegen. Ne? Das hat es auch ein bisschen was von Verteidigung und sonst was zu tun, ne? Der muss jetzt mal wieder runtergeholt werden. Alles klar. Bis dahin komme ich ja auch noch mit so. Aber dieses, der ist so hohl und ich bin so klug und nur deshalb mache ich ihn jetzt fertig, gesagt can, das ist für mich Machtmissbrauch. Das ist dasselbe, wie wenn ein Bully einen schwächeren Typen knechtet. Nur weil ich stärker bin, heißt es nicht, dass du diese Macht jetzt missbrauchen kannst. Das stimmt, aber das würde ich sagen, mache ich auch gar nicht. Leon Lovelock hat dir nichts getan. Nee, hat er auch nicht. Aber das Ding ist, wenn der jetzt nur hohl wäre, ne, und keine Ahnung, seine ich hätte nie ein Wort über den verloren, wenn er einfach seine Pumper-Videos macht, seine Spirit hier, lass uns hier, mach deine Ausbildung da und feel good und so. Aber irgendwann ist er dann halt auf die Straße gegangen, hat so Rap-Interviews gemacht und hat sich in meinen Augen einfach zu geil gefühlt für den Rap-Kosmos, wo ich mir dachte, und da hab ich aber kein Video gemacht, sonst irgendwas. Ich habe nur meinem engsten Kreis gesagt, der geht mir so auf den Senkel. Und ich weiß nicht mehr, was der Stein des Anstoßes war, aber es war auf jeden Fall kein Video von mir oder sonst irgendwas, sondern wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Es ist halt auch schon, das geht jetzt über 3 Jahre oder so, aber ja, also nur weil jemand doof ist, zum Beispiel, auch nichts gegen den, weil ich, wir mögen uns auch, also was heißt, wir mögen uns, wir respektieren auch, wie soll ich sagen, Tanzverbot. Ne, Tanzverbot ist so ein ganz simpler, ragender YouTuber. Der regt sich voll auf und haut irgendwo gegen und so. Das ist aber eine reine Seele so, ne? Es gibt genug Leute, die ich sehe, wo ich mir denke, der ist nicht schlau, aber warum soll ich jetzt was gegen ihn sagen? Hä? Der macht doch sein Ding. So, aber dann, es kommt auf diese Kombination an. Wie geil fühlst du dich? In welchem Bereich trittst du ein? Worüber bildest du dir eine Meinung? Und wenn sich das irgendwie mit meinen Interessen crosst, dann mache ich jetzt auch kein Video, aber ich habe den halt auf meiner Liste so und ich habe zu meiner Frau 2 Jahre bevor wir uns getroffen haben, gesagt, ey, wenn ich den Leon einmal sehe, ich würde ihm sogar meine Meinung sagen. Und dann kam dieser Moment und ich konnte ihm die sagen. Und dann hat er, glaube ich, in einem Video davon erzählt und ich habe davon erzählt und hat sich das so hochgeschaukelt und so ist es, glaube ich, entstanden. Okay. Aber der Ausgangspunkt war, er weiß, ich feiere den nicht und dann kam der auf einer Party zu mir und meinte so, lass mal reden. Okay. Dann habe ich ihm meine Meinung gesagt. Okay, es wurde ab einem bestimmten Punkt auch vielleicht ein bisschen persönlich dann halt auch, ne? So persönlich, wie es sein kann, wenn man es nicht kennt. Ja, deswegen, also ich verstehe den Berührungspunkt nicht so ganz und ich finde es halt ein bisschen ungleich. Ist ein ungleicher Kampf. Und deshalb vielleicht ein bisschen unfair. Du hättest mich einfach umhauen können. Ja, das ist genau dasselbe, wenn er jetzt dich einfach umhauen würde. Dann würde ich auch sagen, hey, warte mal, ne? Du bist auf diesem Level, bist ihm ja gar nicht entgegengetreten. Nee. Genauso auch jetzt, dass du halt dich auf dieser geistigen Ebene eben über ihn so ein bisschen lustig machst halt, ne? So, wie gesagt, widerspricht sich auch von mir, weil ich einerseits es unterhaltsam finde, so, ne? Weil ich feiere ja auch die Art und den Humor so ein bisschen, ist dann witzig, so gerade wenn es dann um diese englischen Aspekte geht und so, muss ich wirklich zugeben, dass es verdammt lustig ist, weißt du so, und ich glaube, deswegen meinte ich gerade, ja, es kommt mir vor, als ob du das so ein bisschen pickst und da fängt, glaube ich, der Machtmissbrauch dann für mich an, wenn ich denke halt so wie ein
starker Typ, der körperlich überlegen ist und sagt, ich suche mir jetzt jemanden zum Knechten, Kisaken. Ja. Und das ist dieses Kisaken, ist für mich kein legitimer Grund. Ja, aber es ist auch kein Machtmissbrauch, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl irgendwie, ich habe jetzt 120.000 Abonnenten, ich bin so groß, sondern ich hab meinen Kopf, so, und ich habe ja nicht mal mehr die Reichweite, die ich am Anfang hatte. Mhm. So, das heißt, wenn ich jetzt anderthalb Jahren irgendwelche Videos mache, kein Video macht irgendwie 100.000 Views. Du kannst eigentlich keinen Schaden zufügen, wie ich es damals gemacht habe oder leider konnte mit hier Chrome und Fesers oder die anderen, die davor kamen. So, dann es ist mir einfach ein persönliches Bedürfnis aufgrund von irgendwelchen, weiß ich auch nicht, charakterlichen Unzulänglichkeiten. Es ist so ähnlich wie beim Battle halt, dieses, dass die Erwartungshaltung inzwischen größer ist. Ich meine, als du gekommen bist und keine Erwartungshaltung zu erfüllen hattest, war es einfach geil. Upstep, genau. Geile Punchlines, einfach Aufmerksamkeit gewonnen, 50.000 Views gemacht, 100.000, 500.000, wie viel auch immer. Ja. Und dann sagst du so, genauso fingst du dann auch mit dem Stream und dem Twitch-Ding so an. Ja, andersrum. Was meinst du? Da fing es hier an und ist dann immer weiter runter. Ist es inzwischen ein Struggle geworden? Weil für mich ist auch, ich sag ehrlich so, ich hab ja mal Bock, für mich ist eine Challenge mal einmal, ich will keine, niemals würde ich eine Comedy-Karriere starten wollen, ja. Aber einfach mal zu wissen, dieses, bitte. Wie du sagst, ich weiß ja, bitte. Bei dir, wenn, dann mache ich ja mit dir, bei dir so, ja. Dass ich sage, ich will es mal machen so, aber im Grunde stelle ich mir das sehr anstrengend vor. Ich will ehrlich gesagt nicht meine Miete oder meine Rechnung von Lachern abhängig machen. Das kommt für mich so, wow. Ja, dafür musst du gemacht sein. Ja, genau. Das darf auch nicht forciert sein. So. Ja. Das würde ich dir auch nicht raten. Ich würde einfach sagen, ohne Spaß, mach das mal. Also nur für mich, dass du weißt, worüber ich rede. Genau, genau. Und im Optimalfall kriegst du sogar in 7 Minuten vielleicht mal so ein oder zwei Lacher, ja. wo du dann weißt du den Unterschied zwischen einer Punchline oder einer Performance auf der Rap-Bühne und einem Comedy-Lacher. Genau. So, genau. Nur um das mal zu erfahren, würde ich mir das für dich wünschen. Genau. Und deswegen ist es für mich eine Challenge halt, ne? So zu sagen. Und jetzt halt immer wieder etwas zu suchen, um medial relevant zu sein. Allein dieses Wort, ehrlich gesagt, das regt mich schon voll auf. Weil ich bin ja so, weißt du, oldschool. Weißt du, wo es noch kein Internet gab. Weißt du, zu der Zeit, Walkman, wenn du, ich komme aus einer Zeit, wo überhaupt dieses, was hörst du denn da gerade? Kennst du nicht. Mhm. Ja, das war cool. Kennst du nicht. Heutzutage, wenn ich lese, wer ist denn, der ist irrelevant, ist ein Diss. Ne? Also das heißt, in den Kriterien müsste man ja also Popstar-Level erreichen, um cool zu sein halt. Genau, ne, genau. So. Und sich da immer wieder irgendwelche Dinge einfallen zu lassen, um Views zu generieren, widerstrebt mir. Weißt du, was ich meine? Also das so zu forcieren. Natürlich freut man sich, wenn man was Cooles auf die Reihe bekommen hat. So. Weißt du, worauf ich hinaus will? Worauf du hinaus willst, aber ist das nicht ein Struggle, der ein bisschen zu... Das ist ein Struggle, aber solange du dich dafür nicht verstellen musst, geht's klar. Und ich weiß ganz genau. Also ich könnte mich jetzt 3 Tage hinsetzen und ein bombastisches Video über den relevantesten YouTuber, also über KuchenTV, und der ist der relevanteste Meinungs-YouTuber, der Skandale am Hals, Bubble hier, Bubble da, Frauen schlagen, Nazi, AfD, links, rechts, hast du nicht gesehen. Also alles, was es gibt, zieht der auf sich, weil er auch ein Troll ist, ne? Und es wäre das Leichteste für mich, mich 3 Tage hinzusetzen, zu suchen, zu schnibbeln und ein richtig lustiges, geil geschnittenes Video über KuchenTV zu machen. Mhm. Und das wäre Bombe und das würde auch super viel Geld bringen. Aber das ist aber nicht mein Anspruch. Mhm. So, ich mache die Sachen, die mich interessieren, wo ich mich nicht für verstellen muss. Zum Beispiel, mich interessiert dieser Arafat-Bushido-Skandal so sehr, dass ich irgendwann von der stichsigen Kerstin gehört habe, okay, man kann da hingehen, man kann da zugucken, okay, krass, gehe ich da hin. Und dass da jetzt das Ding daraus geworden ist, oder jetzt auch demnächst noch wird, das ist ja keine Berechnung gewesen, sondern ich bin da hingegangen, habe mir das angeguckt, dachte mir, okay, ich erzähle den Leuten das. Und dass das so gut ankommt, okay, und dass die Leute sagen, ja, der ist von Arafat engagiert, das ist alles Anti-Bushido. Das ist ja meine Sichtweise. Also wenn ich vor Gericht sehe, Bushido lügt, seine Frau ist so und so, dann sehe ich die Doku, da blamiert er sich. So, und solange keine Arafat-Doku rauskommt, wo der irgendwie Scheiße labert, habe ich ja auch keinen Grund, irgendwie nicht von diesem mehr oder weniger Anti-Bushido-Film wegzugehen. So. Mhm. Und das ist aber, was ich mache, ist, ich hätte auch Auge machen können auf so viele Battles, aber die waren es nicht wert. Ich habe gewartet, bis ein Gutes kommt. Da kam jetzt Kato gegen Crazy. Die Leute waren so, ey, geil, dass wieder ein Auge kommt, geile Views. So, aber ich hätte auch ich kann auch alle 2 Tage ein Auge auf ein Battle machen, was keinen juckt. Und auch so mein Geld machen. Mehr Geld als jetzt. Mhm. So, aber das ist ja nicht mein, ich mache ja das, worauf ich Bock habe. Also es ist nicht kalkulierend. Es ist nicht so, ey, Roost macht das auch gerade und sein Twitch läuft damit und er geht immer zu Gericht. Ich mache das auch. Roost war noch nie bei Gericht. Roost war noch nie bei Gericht?
Bruce ist einmal, glaube ich, bei Gericht gewesen. Bruce Aufgabe ist es, oder seine selbsternannte Aufgabe ist es, jeden Tag Zeitungsartikel vorzulesen und jeden Abend über Bushido zu ranten oder Scheiße zu erzählen. Nicht Scheiße zu erzählen, Wahrheiten zu erzählen, weil der auch von dem einen Schaden getragen hat. Wollte ich gerade sagen, das ist eine persönliche Fehde. Persönliche Fehde, genau. Ja, bei dir nicht. Null. Bei mir ist es reines Interesse, weil das ist der größte Rapper aller Zeiten mit dem bekanntesten Untergrundboss und die Story ist anormal. Und als ich gehört habe, man kann da live hingehen, dachte ich mir, okay, da gehe ich live hin. War ich da, habe mir Notizen gemacht, dachte ich mir, okay, das erzähle ich meinen Leuten. So, erzähl das meinen Leuten, merkst du, das kommt gut an. Auf einmal grüßt den Arafat, können wir mal ein Foto machen für ein Thumbnail. So, ich weiß, wie oft war ich da? 4, 5 Mal oder so. So, und was jetzt noch kommt, kommt halt wegen meiner Berichterstattung. Aber das ist jetzt nicht gewesen nach dem Motto, scheiße, ich brauche Geld. Was ist gerade angesagt? Bushido ist angesagt, das mache ich jetzt. Weil sonst würde ich jeden zweiten Tag ein Video machen und hätte auf jeden Fall mehr Geld als jetzt. Aber halt mit Scheiß-Content. Also für mich keinen geilen Content. Stich wegen Kerstin ist schuld. Ja, das stimmt. Ich habe ja viele Streams verfolgt, ne? Und ich muss auch sagen, glaube ich, dass mich am meisten schon die Battle-Rap-Sachen mit interessiert haben, ne? So, ich glaube, auch wieder widersprüchlich, ne? Ich will in meinen Streams auch gerne mal lieber über alte Mucke und so reden, aber mich fragen dann auch mal viele nach Battle-Rap-Streams. Ja, klar. Dann immer so, nee, mach doch schon Cynic, mach doch Merlin, weißt du so. Aber dann bin ich selber so und sag, ey, cool, wenn du dann wieder ein Auge machst oder so, ne? Auf dem Battle. Und bei den Bushido-Streams war ich halt nicht so oft dabei. Und auch noch nie im Gericht halt, ne? So. Wie ist das? Keine Streams, sind ja Videos, ne? Ja, oder die Videos halt, ja, ne? Dass du jetzt halt, was ist jetzt, weil du jetzt gerade Anti-Bushido, bist du jetzt hier auf diesen Anti-Bushido-Zug mit aufgesprungen? Wie sind sie? Negative Berichterstattung? Bist du neutral? Machst du Auge? Was ist da los? Ich hab's im letzten Video auch gesagt, ich bin so lange Fan gewesen und hab das alles abgekauft, mehr oder weniger. Und Oh, erzähl mal. Ich weiß noch auf dem Frauenfeld, wo Bushido da war und so, ne? Da. Ja, Fotos gemacht, nervös, Lars gefragt, ja, kann ich, genau. meinst ich kann, Shindy und dann Bushido, genau, Arafat stand auch daneben, dachte ich mir so, ach krass, das sind die alle. So, deswegen habe ich halt auch vorgegriffen, meinst du, ey, das ist jetzt keine Anti-Bushido-Kampagne hier oder sonst irgendwas, sondern ich bin Fan gewesen, das war auch mein erstes Hip-Hop-Konzert, so. Erste Hip-Hop-Konzert, auf dem du warst, war Bushido? Ja, Bushido, Karl Lukas Nutten, genau, oh, in Düsseldorf, okay, im Tor 3. Und kann ich mir das vorstellen, du bist erste Reihe, schreist, yo, yo, ey, wir waren ohne Spaß, ich habe meinen Kollegen Dennis Flair, so mussten wir ihn alle damals im Handy speichern, weil er auch Agro Berlin war. Und genau, da sind wir dann mit dem Bushido-Merch und so Schweißbändern und so. Wirklich? Stimmen, ja, ganz schlecht. Weißt du, wie wir aussahen? Ein Haufen richtiger Hampelmänner. Düsseldorfer Gymnasiasten Hampelmänner auf dem Carlo Kusnutten-Konzert. Ich kann, ey, schon wieder so eine Diskrepanz. Also du erzählst, wie du respektierst voll die Brains und weißt du, so voll schlau bei der Sache. So. Aber die Mucke, okay. Und dann gehen so voll die Gymnasiasten die Mucke, mit Bushido-Tattoos. Die Mucke war doch ein Film. Die oder Mucke mit Bushido-Shirts. Du hast doch auf deinem Discman damals oder auf dem Walk, ne, ja, Discman war das, hast du doch, oder dann war es irgendwann MP3, hast du doch dann CCN2 gehört und du hast dich einfach krass gefühlt, weil du seine Mucke gehört hast, obwohl okay, du nicht krass warst. Okay. Und dieses Gefühl war heftig, so seine Stimme mit den Beats und dieses Flair und du wusstest ja auch nicht, weil der hat gesagt, ja, Tempelhof, Schöneberg, und dachtest du, okay, das sind dann seine Bezirke, so, ne? Und dann bist du hier hingezogen, siehst du Tempelhof, ah, oh, krass, das ist Bushido, Schöneberg, oh, das ist auch Bushido, so. Dieser Film ist ja bei uns, wir waren keine Berliner, Düsseldorfer, ne? Reine Rezipienten, so. Und wir haben den Film halt so gefeiert. Und man kommt halt raus, ist alles nicht, ne? Ging alles auf Nacken von jemanden, der den Rücken frei hält. Dieses ganze Gedisse, dieses von oben herab Ding, konnte der einfach nur machen, weil er halt so Monsterrücken hatte und dann zerbricht dieses ganze Ding und dann siehst du diese Interviews und du bist enttäuscht und dann kommt wieder dieses Ding, was eh meine Art ist, so Leute, die Leute sich über Leute lustig machen, kommen dann dazu und so entstehen halt diese Videos und dann bin ich vor Gericht und da stellt sich raus, da hat der gelogen, hier hat der gelogen, da kommt der nächste, ein Anwalt ist komisch und die eine Seite ist ganz klar im Vorteil und die andere nicht und dann kommen diese peinliche Frau Koludewig-Sache, RTL bei sich zu Hause und auf einmal sind die Bildreporter seine besten Freunde. Der ist seit keine Ahnung wie viele Jahren in Berlin und seit 5 Jahren sind aber Peter Rosberg sein bester Freund und der andere beste Freund ist ein ehemaliger Fan von dem und das wird so, alles Ganze, was du, dieses ganze Bild zerbricht so und diese Musik hat nicht mehr den Gehalt von vorher und das, diese Enttäuschung gepaart mit diesem generell gern Auge machen, führt dann halt zu diesen Videos. Okay, also du bist ein enttäuschter Bushido-Fan, kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Das heißt, wo wir auf dem Frauenfeld waren,
da, wo du noch das Foto mit ihm gemacht hast, da war ja Lars ja schon da. Also es war ja ein bisschen Endphase da, sag ich mal, J und von dieser Combo halt. Da war er noch so, da hast du ihn als... Das war der Bushido. Das war Bushido, du hast gesagt, okay... Oh, in awe, war starstruck, das war so, oh mein, krass, das ist der. Da hast du ihn noch für einen Berliner Straßengangster-Rapper gehalten oder wie war dein Bild von ihm so? Genau. Da und, ich, das, was der rappt, okay, und wann? Jemand hat auch letztes Mal im Kommentar geschrieben, oh, der Cynic ist jetzt Mitte, Ende 30, hat alles geglaubt, was er gerappt hat. Natürlich habe ich nicht geglaubt, wenn er sagt, ich ticke Koks von hier bis nach Kolumbien oder so. Aber dieser Straßenfilm, dieses Tempelhof, Schöneberg, Berlin, das ist meine Stadt, mein Bezirk, du nutzt, kannst nach Hause gehen. Das war so, okay, dem scheint die Stadt zu gehören. Weil ich bin nicht in Berlin, ich bin fernab von Straße, höre keinen Straßenrap und denke mir so, ach, was ist das für ein kranker Film? Und dieses Gefühl, was du selber dabei entwickelt hast. Mhm. Und dann merkst du so, nein, Alter, das war's nicht. Wann hast du angefangen, das zu merken? Wann fing für dich an die Fassade? Ja, als die Trennung kam. So spät? Ja, ja, klar. Okay. Habe ich auch noch letztes Mal gesagt. Ich war 2017, Dezember, da, oder war das? Krass. Nee, pass auf. 2018 war ja mit Samra, dieses Ding, ich glaube, der Song Sodom und Gomorra war der letzte Song, der mich so, wo ich so Gänsehaut, hier rappen 8 Stellen vor dem Komma und ist so, boah, Alter, Film, geil, das ist der Bushido, Bushido ist wieder da, mit meinem Kollegen aus Düsseldorf noch so philosophiert, hast du das gehört? Ja, Mann, kein anderer hört das, diese Mucke, so, wie, was? Und dann auf einmal merkst du so, ach du liebe Güte, okay, jetzt kommt Polizei. Und für mich ist ja, ich bin kein Straßenjunge, für mich ist ja mit der Polizei reden nichts Krasses, aber dann bekommst du halt die ganzen Reactions von den ganzen anderen Rappern mit und merkst du, wie der halt so immer mehr zurückrudert und dann kommt Kooperation mit dem, die und die Aussagen, sieht der so und so aus, seine Frau geht in den Vordergrund. Bis zu dem, was jetzt passiert, das sind, glaube ich, 3 Jahre vergangen und da ist so, das ganze Ding ist zerbrochen und denkst dir so, kannst du bitte nicht mehr diese Sachen rappen, von wegen, wenn ich will, ist wieder so, nee, wenn du willst, ist gar nichts, wenn du willst, ist Dubai oder Kanada, so, rapp nicht mehr diese Sachen, ne? Ja, und da hat man halt noch Hintergrundinfos, weil, klar, Arafat hat auch gemerkt, wie ich so darüber rede. Ja, jetzt mittlerweile hat man so ein paar Sachen, wo man weiß, okay, ei. Oh, okay. Ja. Das heißt, wie empfindest du das denn jetzt, wenn du im Gerichtssaal sitzt und das halt so live miterlebst und dann so ein Song rauskommt, wo er Mütter fickt? Lächeln. Also das ist ein Mix aus Trauer, Wehmut und Belächeln, so nach dem Motto. Also in erster Linie ist so, ich kann, selbst wenn da geile Lines drin sind, das ist ein geiler Beat, geile Stimme, Feeling ist erstmal da und dann kommen die ersten Lines nach dem Motto, Straße hier, Gangster da, ich mach so und so. Nee, du machst original nichts außer so Butterbrote und dann bringst du deine Kinder zur Einfahrt und die werden dann von der Polizei zur Schule gefahren, was auch, was man auch bemitleidet, aber das ist halt so eine große Diskrepanz zwischen dem, was man vorher von dem gedacht hat oder wie man ihn gesehen hat, so. Mhm. Bis hin zu jetzt und das ist ja, und plus kommt natürlich da noch hinzu, die Storyline ist halt Hollywood, ne? Die ist wirklich Hollywood, also die Storyline ist krass. Das ist der größte Rapper des Landes und der hat diesen krassen Background und dann zerstreiten die sich und dann wird dreckige Wäsche gewaschen, dann wechselt er das Lager und von dem Lager geht er zur Polizei und der andere will jetzt Vengeance und es geht um Millionenbeträge, die ganze Story ist ein Film. Mhm. Bist du also, weil jetzt kommt es auf einmal, jetzt geht es auf einmal um den Realness-Aspekt. Ich dachte eher so, du feierst vielleicht die Cleverness und sagst einfach, ey, der hat ein cleveres Geschäftsmodell entwickelt und etabliert. Soweit habe ich gar nicht geblickt. Nee? Nee, so, also als reiner Rezipient habe ich bei niemandem gedacht, jemals, keine Ahnung, ob es ein Sido oder ein Savage gewesen ist, geiler Business-Move. Mhm. Sondern erst, seitdem ich in Berlin bin und Rapper kenne und Stories kenne und ich bin ja aus allen Latschen gekippt, als es mir die ersten Leute hier gesagt haben, wie, du hast Bushido gefeiert? Was hast du denn da gefeiert? Ich so, das und das und das. Ja, du weißt schon, dass der nicht, also der braucht die Bezirke, die da aufsteht, da ist der nicht rumgelaufen. Also da braucht er sich gar nicht blicken lassen. So, der und der ist Schöneberg. Ich so, wer ist der denn? Also wer sind denn diese Leute? Wer sind denn die? Ich weiß noch, wie ich mit Gia am Späti saß und der meinte so, wie, du kennst die 36 Boys nicht? Ich so, nee, wer ist denn das? Ist das eine Breakdance-Crew oder was? Keine Ahnung. Woher soll ich das denn wissen? Ich konnte es ja nicht wissen, so, ne? Und dann kriegst du halt die ganzen Stories mit und bis zu jetzt, weil jetzt sind hier die Kontakte noch krasser geworden. Jetzt kenne ich ja noch bekanntere Leute, von denen man noch mehr hält und die noch mehr Insights haben und denkst du so, ach krass, ich bin dem voll auf den Leim gegangen, so. Aber der Film war anormal, trotzdem.
den Film, den er jetzt als Rapper durchgezogen hat, oder meinst du seinen autobiografischen Kinofilm? Der autobiografische Kinofilm ist einer der schlechtesten Produktionen, die es jemals gab, auf jeden Fall an der Stelle, auf jeden Fall kein Shoutout an Moritz Bleibtreu. Nee, der Film, den der gefahren hat und den der uns damit vermacht hat auch. Okay, aber jetzt den Bushido-Film an sich, jetzt den Kinofilm, den fandest du nicht gut? Ja, sechs, glatte sechs. Oh, was? Ja, warum fandest du ihn so schlecht? Also schlimm geschauspielt. Von der Schauspielleistung oder Schauspielleistung, Regie? Die Gegencuts, die Wahl der Schauspieler, wer wen spielt, wie es geschauspielert wurde, Karel Gott, das Ende, Moritz Bleibtreu als Arafat, das ist ein Graus gewesen. Okay, ich dachte eher, du feierst es, weil zu der Zeit hast du ihn ja noch als authentisch empfunden. Ja, volle Kanne. Okay. Ja. Und ich habe ihn auch nicht so schlimm gesehen wie heute, weil heute, das ist mein Urteil von heute, und damals war es so, ich habe mir mehr erhofft, nicht so gut gemacht, aber wird wohl irgendwie stimmen. Okay. Aber begeistert war man halt auch nicht. Nee, wie hättest, okay, jetzt die Frage würde, glaube ich, zu weit ausholen, wie man das hätte sonst darstellen können. Ja. Ich glaube, die haben sich schon beim Drehbuch gute Gedanken gemacht, im Sinne halt am Anfang die Trennung der Eltern und die Zusammenführung am Ende beim Brandenburger Tor hatte halt eine rote Linie. Einen roten Faden auf jeden Fall, aber halt dieses ganze Karol Gott-Ding ist mir auf jeden Fall auf den Senkel gegangen. So, weil, okay, warum? Weil der für mich da nichts verloren hat. Also die Kooperation habe ich nicht verstanden. Na, die, soweit ich das, glaube ich, in Erinnerung habe. Tempelhof, Schönebeck, du kannst nach Hause gehen, ab jetzt ist es Hardcore, du Opfer. Ja. Forever young. Nee. Einfach nein. Also, der Cut ist zu hart. Biene Maya, ich meine, Karel Gott ist Karel Gott. Ja, aber seine Mutter war ein großer Fan von Karel Gott. Ja, und er bringt sie alle zusammen auf die Bühne am Ende. Das ist doch eine schöne Sache. Das war für mich halt cheesy, so. Ich weiß nicht, du hast auch Verbindungspunkte, die sehr breit gefächert sind. Was, ja, hast Karel du München in der Freiheit? Karel Gott gehört nicht dazu. Okay. Ich weiß, letztes Freiheit, Mal mit Marianne dir hast du gesagt, genau, hast du gesagt, wer ist Easy E? Ja, Münchner Freiheit ist, genau. Marianne Rosenberg ist über Queen Latifah, immer noch. Aber, so, nee, Karel Gott war ein Schritt zu weit. Alter. Okay, das ging dann ein bisschen too much. Wie fandest du dann die Doku im Gegensatz zum Film? Die jetzt rauskam? Ja. Die fand ich super entertainend auf jeden Fall. Nur ich habe die halt mit dem Auge gesehen, aus den Gerichtsfällen und was ich so schon gehört habe und weiß. Und dann denkst du halt so, oh Mann. Ich habe mich über die Bilder gefreut, über die Aufnahmen gefreut, über die alten Aufnahmen vor allen Dingen, weil ich bin voll der Fan von so Back-in-the-Days-Dokus, finde ich übelst geil. Und auch viele geile Informationen dabei gewesen, aber sobald dann Bushido mit Anna-Maria irgendwie zum Thema Anziehungskraft oder Sex kam, war es halt so wirklich, du hast Gänsehaut bekommen. Und bei manchen Sachen weißt du halt auch, weil ich halt vor Gericht war und Storys kenne, so, das ist jetzt safe gelogen, das erzählt er jetzt des und deswegen. Zum Beispiel? Ja, die Stelle, wo er zum Beispiel sagt, ja, und dann kam der Arafat rein wie ein tasmanischer Teufel, hat um sich geschlagen und die Bullen konnten ihn nicht halten, er hat die Bullen beleidigt. Und dieselben Bullen waren halt vor Gericht am selben Tag und haben gesagt, ja, also ich kann mich jetzt nicht mich an Schubs erinnern oder an irgendwas, ging eigentlich ganz gesittet zu, wir haben halt getrennt und pipapo, und du weißt halt, also vor Gericht die Zeugenaussage ist halt genau das Gegenteil von dem, was halt in der Doku erzählt wurde, so, das wird sein. Okay, wie oft hast du jetzt Bushido Lügen gehört? In der Doku? Nein, insgesamt, wenn du jetzt so, jetzt, du sprichst ja aus der Perspektive eines enttäuschten Fans, wenn du ja, sagst, wenn du jetzt, kann man nicht zählen, Alter. Okay. Ja. Also ich meine, allein das ganze Ding mit, der ganze K1-Diss ist ein Backfire des Grauens, Alter. Okay, also schlecht gealtert. Informant, kannst du spazieren gehen, hier und da. Und trotzdem war die ganze Rap-Szene auf seiner Seite? Mhm. Ja? Ja. Wie viel Schuld trifft dann die Fanperspektive? Bist du einer dieser manipulierbaren Fans? 100%. Ja, also ja. Halt. Dann ist er halt, also ich frage mich halt, disst du jetzt, dass du sagst, ey, der hat uns allen was vorgegaukelt, oder gibst du nicht Props und sagst immer, ey, der ist voll clever und voll der schlaue Manipulator, der es geschafft hat, Massen in seinem Sinne zu lenken? Das ist eine geile Frage. Muss man prozentual abwägen. So, ich würde sagen, also auf jeden Fall jetzt gesehen Props an den, wie der das Ganze hochgezogen hat, was der da fünf Flair vermittelt hat, diese Business-Moves sind an. Also es gibt ja auch keinen, der sagt, der ist nicht clever. Mhm. Oder die Business-Moves waren nicht krass, die der gemacht hat, die waren nie da gewesen. Das waren wirklich, also der hat ja das ganze Land überschwemmt mit seiner Persona. Mhm. Da muss man ihm ja Props für geben, klar. Und wenn du dann irgendwann merkst, ich bin ihm auf den Leim gegangen, ich bin da drauf eingefallen, dann ist klar, so ein bisschen auch, oh, wie dumm war ich. Und aber dann
Ist natürlich auch leichter zu sagen, der ist schuld. Ja. Naja, ich weiß, bist du, es gibt ja halt so zwei Perspektiven, wenn du jetzt sagst, ein Versicherungsvertreter war an meiner Tür, der hat mich voll verarscht, der Wichser, oder sagst du, oh mein Gott, wie dumm bin ich, dass ich dem auf den Leim gegangen bin halt, ne? Ich habe das sogar schon mal gehabt, ich habe einen Arbeitskollegen gehabt im Sub, Grüße nicht an der Stelle an den Kevin, Hundekopf. Die haben damals so ein Schneeballsystem gehabt, wo die Versicherungen da verticken und du kannst auch Versicherungen verticken und die haben einfach, dann hat mich einfach geschnappt, belabert und ich habe eine Versicherung abgeschlossen, wo ich am Ende Geld für bezahlt habe, damit ich da rauskomme und dachte mir so, okay, der Hurensohn, aber ich dachte mir auch so, wie dumm kann man sein, also ich bin auch leichtgläubig, ne? Und passt nicht zu... Passt überhaupt nicht, aber das passt auch wirklich nicht, aber ich ertappe mich immer wieder, dass ich mir denke, wenn Leute mir was erzählen, ich nehme immer erstmal alles für bare Münze, wo dann auch so meine Berliner Kollegen sagen, Digga, glaub doch nicht alles, was die Leute, aber ich denke mir so, was haben die denn für einen Grund jetzt zu lügen? So diese Naivität habe ich auf der einen Seite, habe ich, wenn ich Leute in Videos sehe, dass ich sage, das ist gefaked, das ist so und so, das ist so und so, vielleicht, weil es mir nicht direkt im privaten Kontakt. Ja, weil wenn ich jetzt, wir hatten so viel über Battle Rap am Anfang gesprochen, ich durchschaubar Taggy so sehr, der ist für mich so durchschaubar und ich, bei mir zieht das gar nicht, die Leute merken sowas. Ne? Genau, das genau. So, und dann kommst du halt, wenn man sagt so, hey, ich bin so grün hinter den Ohren, ich habe alles abgekauft, ja, was weil er in seiner Musik erzählt hat. Ich glaube, das liegt daran wirklich, weil der nicht, in erster Linie stand er nicht vor mir und hat gesagt, er war nicht greifbar. So, der sagt, ich habe ihn nicht kennengelernt nach dem Motto, ich bin der Benno, ich bin Student, ich habe die und die Meinung, ich esse gerne Burger, spiele gerne Playstation. Hätte ich gesagt, glaube ich dir. Mhm. Aber ich stehe auf der Bühne und sehe so, ich spiele Burger. Ich denke mir so, der Hundekopf, der macht der nur, weil er weiß, die Leute feiern das. So, das ist ein, ja, das sind verquere Blickwinkel. So. Ja, interessant ja. Eigentlich an der Stelle halt. Trotzdem hast du, ich höre eine gewisse Faszination trotzdem raus. So, ne, das ist gar nicht so, dass du jetzt so enttäuscht bist, dass du das alles links liegen lässt und wirklich sauer bist. Die Story ist so riesengroß. Ja, ne? Das ist immer noch, was man immer sagen muss, das wäre auch ein geiler Hashtag, ist es immer noch Bushido. Mhm. Das ist ein Monster-Hashtag, wenn ihr den irgendwo mal seht in nächster Zeit, ist es immer noch Bushido. Mhm. Es ist immer noch der größte Deutschrapper aller Zeiten. Und man selbst, Manuelsen, sagt ja so, ey, ohne Spaß, damals der Song, das Album, wir haben das alle gepumpt. Hat Deutschrap revolutioniert, safe, war anderer Blueprint, so, es war ein krasses Produkt über so einen langen Zeitraum auch, immer relevant geblieben mit Skandalen, pipapo. Er hat es maximal clever gemacht und es ist ein geiles Produkt und irgendwo ist wahrscheinlich auch dieses Ding so, es ist schade, dass es das nicht mehr, also ich würde zum Beispiel, ich würde mir eher wünschen, der wäre noch mit Arafat cool und würde noch mal diese Sodom und Gomorra Sachen rausbringen, die ich fühlen kann, Gänsehaut und dann hören kann, denke mir, ich bin auch krass, als jetzt dieses Häufchen aufgedunsten Elend zu sehen in der Biografie, die dann bei Frauke Ludwig sitzt und sagt, ja, der Frauenarzt meinte zu mir, wie oft haben Sie Sex, Herr Fertici? Ja, 6-7 Mal mit derselben Frau. Unfassbar, wie potent Sie sind. Das ist halt so schlimm peinlich im Gegensatz zu dem Pedestal, worauf du den halt früher gehoben hast. Mhm. Ja. Ja, aber da bist du doch auch ein bisschen mitschuld dran halt, ne? So, aber nicht an dem Verlauf. Nee, nicht an dem Verlauf, aber... Am Erfolg auf jeden Fall. Ja, weil, also, man muss doch halt irgendwie Kriterien haben, halt, ich frage mich halt, warum dieses Konzept immer wieder funktioniert hat. Ich meine, weil du keine Vergleichswerte hast. In anderen Ländern ist das nicht so. Ich frage mich so, in Russland, Frankreich, ich kann nicht so viele Vergleiche ziehen, so, und USA. Da gibt es keine Kleinstädte, die dann die Filme von den Moskauer Artists irgendwie voll diggen, obwohl die irgendwie fake sind? Oder sind die gar nicht fake? Es gibt halt, natürlich gibt es auch dieses Rückenpolitik und dies und das halt, ne, so, aber ich finde, das gehört mehr abgestraft, weißt du, so, ich bin aufgewachsen in den 80er, 90er, wenn halt Leute Beef haben, ich habe nicht gehört, dass Tupacs Rücken mit dem Rücken von Mobb Deep telefoniert hat und dann ist der Beef geklärt, so, genau, weißt du, so. Aber dann darfst du uns doch nicht böse sein, weil der Rest von Berlin war Provinz und uns werden Großstadt-Gangster-Stories verkauft, die keiner von uns in irgendeiner Art und Weise nachprüfen kann. Es gab kein YouTube, kein gar nichts, es gab keinen Tierstar, keinen Fausi, keinen Bela, die sich hingesetzt haben, hör mal zu, YouTube-Videos gemacht haben nach dem Motto, ich zeige euch mal ganz kurz, das, was Bushido rappt, das ist der nicht. Das gab's ja die ganze Zeit nicht. Also hat eine Gegendarstellung in dem Sinne gefehlt, meinst du? Weil, in Reality-Check. Also ich habe ein Du hast ja geglaubt. Real Gangsters don't go platinum. Ich meine, man weiß es. Ich glaube, hat er selber nicht... Wenn du selber mit Gangstertum nichts zu tun hast, dann hast du keine die Möglichkeit, das abzuwägen. Das ist ein Film und du willst den irgendwo wahrhaben, du feierst den,
du hast den selber nicht. Und das ist die Großstadt, das sind die krassen Videos, die krasse Stimme, der sieht auch cool aus, alles hat gepasst und denkst du so, okay, das feiere ich jetzt. Okay, dann kann man dann ein bisschen auch von Glück sprechen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, zu sagen halt, ah, ich habe hier ein Auge für die Mitte der deutschen Gesellschaft, ein Auge für die Straße, ich kopiere, was ich da rechts sehe und verkaufe diesen Film den Leuten in der Mitte der Gesellschaft. Ich weiß und nicht, es funktioniert. Ich weiß nicht, ob der so gedacht hat. Im Endeffekt ist es so aufgegangen, aber ich sehe auch alte Interviews geguckt und ich sehe halt, mit was für einer Selbstsicherheit der da sitzt, wo noch deren Namen falsch geschrieben wurden, unten bei Viva oder so, wo die da sitzen und sagen, wir übernehmen das Land, was wir machen, macht keiner, wir sind Agro Berlin, wir machen so und so, so und so. Und die haben das einfach gemacht. Ja, das ist zu dem Zeitpunkt auch völlig in Ordnung gewesen auf die Rap-Szene bezogen. Genau. Ich hab's auch gefeiert, endlich Berliner Straßenattitüde und so weiter halt. Ja. Die Frage ist halt, ist ja ein Unterschied, deswegen sage ich ja, für die Mitte der deutschen Gesellschaft reicht das vielleicht aus, aber wenn du sagst, dann kamen ja später die Leute von der Straße für die Straße. Ja. Halt, ne? So, dass du halt aus der Ecke, so wie ich vorhin meinte, zum Beispiel Anerkennung, du sagst, ey, der und der ist ein Brain, das ist das, dann ist das halt ausgewogen. Und wenn du sagst, ich mach Gangster-Rap so, dann willst du, oder Straßenrap, von der Straße dafür respektiert werden. Genau. Und nicht von gebildeten Gymnasiasten, weißt du so. Genau, das war nicht sein Andenken, sein Ansinnen, glaube ich auch. Deswegen kannst du schon recht haben, dass es irgendwie so geplant war, aber ich weigere mich zu glauben, dass die diese Texte geschrieben haben mit dem Hintergrundgedanken, in Berlin vielleicht nicht, aber der Rest von Deutschland wird es schon irgendwie fühlen. Ich glaube, die haben die Sachen geschrieben, die die selber gefühlt haben und die propagieren wollten. Am Anfang war es, glaube ich, gar nicht so berechnet. Doch, ich denke schon, also weil Berlin kam rein rap-technisch ein bisschen spät auf die Karte. Ja, halt, ne? So, dass man sagt, Hamburg, halt, Stuttgart, Hamburg, Stuttgart, genau, die anderen waren alle so ein bisschen, und dann war alles so, hier, in Berlin, wir empfanden Deutschrap als lange, lange, als sehr peinliche Angelegenheit halt. Hab ich gehört, Weißt du, so, hab ich gehört, weil wir haben es nicht so erfunden. Stimmt. Und erst als diese Attitüde, man muss schon sagen, dass Bushidos Rap und so Flair, CCN, diese ganze Geschichte, viele neue Leute zum Rap überhaupt gebracht hat. Ne, so. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Auch wenn die Leute mich hassen dafür, dass ich unterbreche. Bushido hat gerappt, ich bringe Rap wieder in die 30er. Mhm. Ne? Niemand wusste, was die 30er sind. So, ich dachte mir... Vor allen Dingen, so, ich sag, jeder wusste, was es ist. So, bei ich so dachte mir, niemand. Ich habe die Line mannigfaltig, ich habe die Line so oft gehört, ich dachte mir so... Wie, soll jetzt jeder mit Sakko irgendwie und so Schnurrbart und so Melone und so Stock oder was? Der kann doch nur die 30er Jahre meinen. Aber da gab es ja keinen Rap, was meint Scheiße. Er? Ich bringe Rap wieder in die 30er. Mhm. Es gab Keck. Es gab super viele Sachen, die hat der Rest von Deutschland noch nicht gehört. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in Berlin, nicht als Samuel, sondern als Teil der Straßenkultur, Digga, dann, klar hat's hier gebrannt, denkst du so, was? Was erzählt der denn da? Nee. So, aber der Rest von Deutschland, der das nicht nachprüfen konnte oder der keine Insights hatte, war so, oh mein Gott, was ist das für ein Film? Nitro hier, Nitro hier, Neffi macht, dass mich jeder Deutsche dann kennt. Ich bin ein Pitbull, Rap ist mein Kampfsport, das B tätowiert. Die ganzen Namen, diese Videos, die ich heute noch gucke und denke, da war ich schon. Und mich überkommt aber Stolz. Yeah. Ist falsch. Weil es war ja, es ist, aber das, so sehr hat der Film mich geprägt, dass ich mir denke, krass, das ist am Cotti, krass, das ist hier Tempelhof, okay, gut, da war ich schon. Ja. So, das ist, man kann nur den Hut davor ziehen, was der in Kooperation, also er in erster Linie mit AFA drücken, was die geschaffen haben über 20 Jahre, weil ich weiß nicht, wo Berlin Rap heute wäre, wenn die diesen Über-Hollywood-Film nicht gefahren hätten, weil Savas hat keinen Hollywood-Film gemacht. Savas war Skill, Hit, okay, aber der hat nicht diesen Berlin-Film gemacht. Mhm. Und das musst du mir beantworten, wo Berlin-Rap heute wäre, wenn Bushido nicht diesen Berlin-Film angefangen hätte. Ja, also ich halte Agro-Berlin und die Köpfe dahinter echt für Genies, so, ne? Wir wissen alle, was Spectre und so, ne? Also, was die da geschaffen haben, die haben halt wirklich auf Major-Niveau das halt gemacht, die haben Rapper-Images verpasst halt, ne? So das ganze Ding. Was sehr oft nachgeahmt wurde, dann natürlich halt, ne, so. Ich glaube, das kam zur richtigen Zeit, ne? Ja. Also, die haben da wirklich den Zeitgeist perfekt getroffen, so. Ja, es ist halt den er den Film verkauft hat, und du warst halt so,
also wirklich, wie du schon sagst, du bist eigentlich ziemlich clever und alles und sagst einfach, du bist ihm voll auf den Leim gegangen und in diesem Punkt warst du naiv, aber hast halt auch diese Selbstreflexion da halt, ne, so, das ist, ja, überrascht mich jetzt auch ein bisschen, im, ne, Nachhinein. So. Weil, ja, ich jetzt auch älter bin. So, aber naja, jetzt älter, du bist jetzt in Berlin, du sitzt jetzt da vor Gericht, genau, spulst dann die alten Tracks im Kopf, hörst du die ab und dann siehst du ihn aber in Real Life reden vielleicht so und denkst, ja, okay, wie passt das denn zusammen und so weiter. Ist immer noch nicht zu, ist immer noch schwer zu verarbeiten. Ja. Immer noch. Ich habe heute noch, heute habe ich einen guten Tag gehabt, ich habe geduscht mit Haare, heißt lange duschen, heißt Conditioner und Shampoo. So, das heißt, mehr Tracks will laufen. Yeah. So, Bushido Boss, ne? Sonny Black ist der Boss. Ey, das ist, du bist, ich bin wieder 23, das ist krass. Und ihr habt alle keine Eier, ihr seid ruhig, wenn ich rede. Oh mein Gott, Alter. Film. Wirklich ein Film, damit hat er uns voll abgeholt. Und ich will gar nicht wissen, wie das dann noch anderen Leuten ergangen ist, wenn ich das schon so übelst gedickt habe, so dann. Also, wir kennen das ja von heute, diese Gefolgschaft von 13-, 14-Jährigen. Ich meine, ich war da 21 und ich weiß noch, da habe ich in der Ratingen Fußball gespielt und war so einer der Jüngsten in der Kabine. Da kam gerade Elektro-Ghetto raus. Und dann habe ich das halt in der Kabine angemacht und die Älteren sofort auf Stopp gedrückt. Was ist das hier? Und einer der war jünger als ich jetzt bin, aber damals war der voll der Opa, ne? Und der meint so, ich bin ein Pitbull, Rap ist mein Kampfsport, yo, was für eine Scheiße ist so? Du hast keine Ahnung, Mann, das Bushido, du hast ein B auf dem Nacken, dicker Tempelhof, Schöneberg. Wir haben das verteidigt, als wenn wir schon mal da gewesen wären. Der hat uns das Hirn so gewaschen. Witzig, das ist so aber mit Qualität, weil die Mucke war krass. Oh, du kannst nichts gegen diese Mucke, gegen die Inhalte vielleicht, als Berliner kannst du was sagen, aber die Mucke, das ganze Beat an Beats, die Stimme, die Aura, das war krass. So, für jeden wahrscheinlich außerhalb von Berlin. Ja, also ich glaube, wir brauchen nicht über das Produkt an sich zu sprechen, ne? Natürlich qualitativ größtes, krass und so, ne? Größtes Produkt. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast vorhin, Spectre, Halli, Speiche, was die da, also Spectre gerade, ne? Visionen. Mhm. Was ist da, wo? Also das kriege ich Gänsehaut, weil sowas feiere ich übelst. Ne? Wenn Leute ihrer Zeit voraus sind, was ich niemals sein werde und auch gar nicht verstehen kann, wie man überhaupt eine Vision für die Zukunft haben kann, nach dem Motto, die Leute sind so und so, in Zukunft wird das so und so laufen, der Trend geht da und dahin, da bin ich immer sowas von weg davon. Warum? Das passt schon wieder nicht zu dem ganzen Cleverness-Ding und so weiter. Dieses Analytische würde ich dir eher zutrauen. Ich habe Busta Rhymes mal sagen hören, ja, auch, ne? Er meinte was, also wie er halt an das ganze Business rangeht und so, er meinte halt wirklich das Game analysieren und sich dann positionieren halt, ne? So, da bist du null so, null. Es ist reines, viel organisch. Ist immer das Gefühl. Ist immer Bauchgefühl, momentanes Bauchgefühl und nie Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Move gemacht, wo ich mir dachte, in 3-4 Monaten könnte das so und so. Das ist immer jetzt. Trotzdem steppst du immer gut und auch mit cleveren Argumenten, auch in Verhandlungen und so. Also du nimmst schon sehr viel, du hast schon einen guten Unternehmergeist. So, ja, ne? aber das ist ja nicht vorausschauend, sondern so, ich habe das gemacht, das und das war rumgekommen. Ich habe das und das gemacht, mein Status ist hier, meine Zahlen sind jetzt da. Das heißt, das kann ich in die Waagschale werfen. Und nicht nach, also, sonst hätte ich ja vor dem Rematch, da war ich ja meiner Meinung nach, habe ich ja so ein Dame Dash-Move gemacht, wo ich gesagt habe zu Jonny, wenn wir da abliefern, gib mal einen Huni mehr. Mhm. So, das ist ein Witz. Voll der Damon Dash-Move. Nee, ich meine nur, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ja, ja. Aber für mich gefühlt war es so, weil ich mir dachte so, hey, du bist gerade 2 Jahre dabei, du machst jetzt so einen Move. So, und seitdem fahre ich halt die Schiene so und es ist ja auch. Ich glaube, man muss seinen Wert kennen, so, aber dieses Zukunftsorientierte, das geht mir bis heute ab. Und das ist halt, ich freue mich auf die Tour nächstes Jahr, aber ich denke mir jetzt nicht, was für Moves kann ich machen, um das zu pushen. Sondern okay, du hast deine Schritte wirklich nicht so richtig durchdacht, geplant, sondern einfach nur, du hast Bock drauf. Du willst endlich diese Comedy-Tour machen, ziehe ich jetzt durch. Aber du hast jetzt keinen Masterplan entwickelt, wo du sagst jetzt. Sonst würde ich ja im Februar oder März würde ich dann ein geiles Kuchen-TV-Video rausbringen, um Aufmerksamkeit zu. Da würde ich über ganz aktuelle Sachen, da würde ich vielleicht so ein kontroverses, halbwegs durchdachtes Corona-Ding machen, dass man irgendwie so Aufmerksamkeit auf sich zieht. Weil ich habe ja auch Comedy-Kollegen, die gehen auf diese Corona-Schiene voll drauf. Mhm. Die sind geblacklistet bei jedem Comedy-Club, aber die haben eine super krasse Fanbase, was deren Shows angeht. Die Leute zahlen sich behindert, um den live zu sehen. Das ist Geld. Mhm. So, genauso wie die große Masse da mitschwimmt, gibt es bei diesem
Querdenker, Widerstandsding. Gibt es auch Leute, die das halt voll supporten, dass jemand so ein Mel Gibson Braveheart-Move macht und so einen verkörpert. Mhm. So, und das, aber das ist, das so strategische Moves auf die Zukunft bezogen, liegen mir gar nicht. Das meist strategischste, was ich jemals gemacht habe, ist, ein Battle steht fix und ich mache die Provokation so und so und das Battle in 3 Monaten, bis zum Battle lenke ich das so und so. Mhm. Das war's. Wobei du inhaltlich ja doch schon sehr taktisch vorgehst und so. Ja, ne? Voll. Das sind so viele widersprüchliche Sachen halt, ne, wo ich sage, ey, einerseits voll lege ich Wert, das ist ein Brain. Oh, Gedanken um meine Karriere mache ich mir nicht richtig. Ja. So, ne? Und ich bin in dem Sinne auch, ich bin schon ein Brain, aber ich bin auch kein Brain. Guck mal, das Ding ist, ich bin, wenn du mir sagst, jetzt die SPD hat die Wahl gewonnen, sag ich, okay, ich weiß es halt nicht. Ja. Ich gucke keine Nachrichten, ich weiß super viele Sachen nicht, aber die Sachen, von denen ich Ahnung habe, das sind super wenige, die kann ich halt gut artikulieren und kenne mich da aus und habe da meine Meinung zu und ist auch qualifiziert. Und das braucht aber auch. Aber das ist schon wieder so ein Ding halt. Das hast du ja auch schon öfter gesagt, wo man denkt so, ey, ist das echt kalkulierende Sache, wo du weißt einfach, ey, ich glaube, als Entertainer ist es schlauer, mich aus politischen Dingen rauszuhalten. Nee, ich habe einfach keine Ahnung. Ja, ja, aber wie kann man dann halt ein Brain sein, wenn man sagt, für so Wissenschaft, für so weltliche Dinge, so die, ich meine, das sind doch halt so, guck mal, belesen zu sein, dich interessiert Religion nicht, Politik nicht, Geschichte nicht, das sind doch so voll die Dinger, die Brains doch eigentlich in ihr allgemeinen Wissen doch verinnerlicht haben. Ich finde, es gibt 2 Arten von Brains. Ich bin zum Beispiel ein Brain, was Fußball angeht. Nein, was mein Mikrokosmos angeht, ja, und was so situative Komik angeht. Ich kann, es gibt, glaube ich, keine Leute, die sich mit mir unterhalten haben, die gedacht haben, boah, wie doof ist der denn? Mhm. Ne? Aber ich bewege mich auch nicht über den Tellerrand hinaus. Das heißt, ich rede mit keinen Leuten, die jetzt irgendwie. Für mich ist auch, es gibt Brains, die sind. Für mich ist zum Beispiel ein angelesenes Brain, der hat halt viel gelesen und viel gespeichert und kann viel erzählen. Aber für mich hat das mit natürlicher Intelligenz, weißt du, was ich meine, nicht so crazy guter Punkt zu tun. Wo ist der Unterschied zwischen Intelligenz, Klugheit, Schlauheit? Kann nur ein Fettnäpfchen werden, aber das ist halt mein Mikrokosmos. Intelligenz ist für mich ist zum Beispiel zwischenmenschliche Intelligenz ganz hoch angesiedelt. Vielleicht auch nur, weil ich da selber irgendwie gut drin bin, Situationen schnell zu erkennen, schlagfertig zu sein, wissen, was du sagen musst, und auch deine Grenzen zu kennen. Klug geht für mich schon in klug und ja, ist schwierig, Alter. Weil dieses Belesen spielt immer eine Rolle dazu auch. Ich weiß jetzt nicht, ob klug oder schlau eher in diese belesenen Schiene geht. Aber wenn ich sage, jemand ist klug, dann ist das für mich eher so, der hat ein breites Spektrum. Der hat wirklich, der hat Geschichte, der hat Physik, der hat dieses ganze Ding durch. Du kannst mit dem über jedes Thema reden. Mit mir kannst du über fast gar nichts reden, außer über meine Sachen, die mich halt jucken. Und also, da aber richtig geile Gespräche führen. Okay, das heißt, Klugheit geht in Richtung Allgemeinbildung? Ja, das heißt, du würdest dich eher nicht für klug einschätzen. Wenn es um Allgemeinwissen geht. Naja, wenn was ist Klugheit? Fragen wir, ich versuch's ja gerade zu definieren. Wenn, denn jetzt sagen wir mal Schleue. Es gibt auch keine Definition dafür, glaube ich, aber wenn wir mal sagen. Für dich jetzt, so wirklich objektiv auch. Ja. Und sagen wir mal, weil Schleue ist jetzt wieder, sagen wir mal, Richtung Street Knowledge oder sogenannte Bauernschleue, genau. Ja. Ne? Wie, weißt du, was ich meine? Ja. Was ist denn da wertvoller? Bauernschleue setze ich zum Beispiel auch mit so Street Smarts gleich. Genau. Und die habe ich aber im Minusbereich. Mhm. Ne? Also wirklich, egal wer kommt, mir was erzählt, ich glaube das erstmal und dann sagen Leute, hey, wie kannst du denn, der ist ein Fisch. Mhm. Ich denke mir so, warum soll der lügen? So. Dann dieses Klug-Ding, dieses belesene Ding, ist respektiere ich, aber da kriegst du von mir keine Props für, weil es ist angelesen und gespeichert. Mhm. So. Aber mich kriegst du halt, in meinen Augen bist du halt intelligent, was ich gleichsetze mit zwischenmenschliche Intelligenz, dass du halt in einem Gespräch aufmerksam bist, eine geile Beobachtungsgabe hast, wortgewandt bist, Sachen schnell erkennen kannst, spitzfindig bist. Das ist so meine Intelligenz. Vielleicht ist es auch nur meine, weil es die einzige ist, die ich beherrsche. Weil klug und schlau bin ich, glaube ich, nicht. So. Okay, also das heißt, da kann man die Klugheit und Schlauheit so ein bisschen ja, differenzieren dann, sagen wir mal, und dann die Intelligenz ein bisschen mehr in den Vordergrund. Warum ist dann IQ, hast du mal einen IQ-Test gemacht? Warum ist das wichtiger als ein EQ? Was ist ein EQ? Dein Ernst? Hm?
Weiß ich nicht. Niemals. Das zum Thema Schlauheit. Ach, scheiße. Was denn? Emotionaler Quotient halt, ne? Intelligenzquotient und IQ, also EQ. Hör ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben. Niemals. Ja, doch. EQ, hab ich noch nie gehört. Nein? Nee. Wirklich? Hm. Ich lüge nicht. Okay. Nee. Okay, ich, bei dir weiß ich nicht, verarscht du mich jetzt? Nein. Okay, nee. Naja, halt, also, dass man halt eine gewisse Form auch von Empathie und so gehört halt dazu, ne, ja. Dass du manchmal halt, vielleicht so, dass du... Ja, aber das stelle ich mir super schwierig vor, weil jeder sein eigenes Gradmesser so, ne, mhm. Also, ich würde sagen, ich bin auf gar keinen Fall empathisch, mhm. Es sei denn, du catchst mich mit irgendwas, also irgendwas musst du haben, mhm. Irgendein, wo ich mir denke, da, okay, das ist irgendwie so ein bisschen Wittiness oder so ein mhm. bisschen... ich habe halt meinen eigenen Maßstab an Leuten, mit denen ich mich gerne umgebe, mhm. Und das ist auch mein Kreis. Und ich habe Glück, dass der aus Leuten besteht, mhm. Die auch klüger und schlauer sind als ich, mhm. Und intelligenzmäßig minimal auf meinem Level sind. Und das können andere, glaube ich, auch bestätigen, die meinen Kreis so kennen. Mhm. Und aber was den emotionalen Quotient angeht, wenn das überhaupt das Wort ist, weiß ich gar nicht, da müsste ich mal einen Test machen. Also okay. IQ ist. Hast du einen IQ-Test mal gemacht? Ja, IQ-Test. Okay, hoch ausgefallen. Der ist hoch ausgefallen. Ja, okay, deshalb, okay, dann rufst du dich halt darauf und sagst einfach, okay. Nee, gar nicht. Weil die Fragen waren für mich voll wack. Ja. Also für mich hat ein IQ, also jemand, der da hoch abschneidet, mhm. Ist für mich kein geiler Gesprächspartner. Oh, okay. Sondern weil jetzt kommt auch noch ein gewisser Sinn für Humor vielleicht dazu, ne? Das ist bei mir super wichtig. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist bei mir super wichtig. Wenn ich mindestens in meiner Gegenwart schon mal so ein, zwei Sprüche gedroppt hast, wo ich denke, ja, ne? Nicer Gedanke. Ja, aber vor allen Dingen ist der Humor auch nicht. Also ich habe immer schon oft gemerkt, es ist so ein bisschen, das ist schon ein mehr, schon doch eher ein kluger Humor, ein schlauerer Humor. Das ist gar nicht so, du machst keinen stumpfen Witze, nee, so, ne? Das kannst du nicht leiden, so. Überhaupt nicht, ne? Ich muss schon merken, dass es so um ein, zwei Ecken geht. Ja. Und dann so, wo ich vielleicht selber nicht drauf gekommen wäre und denke so, ach, okay, ja. Okay, ja, der war nice. Ja. So. Also ich muss so diesen Moment haben, dass ich mir denke, okay, krass. Yeah. Und da kommen wir wieder zu Serdar Somuncu, Volker Pispas und so weiter halt, ne, weil es Endlevel ist. Bei denen halt hagelt das so. Yeah. Und ich habe heute, also heute habe ich einen krassen Tag gehabt. Heute bin ich aufgewacht mit einer Instagram-Nachricht von Serdar Somuncu. Oh, geil. So, ich bin einfach jetzt am 23. macht er seinen Extreme-Chat-Stream da live und hat mich einfach eingeladen. Okay, krass. Und das denke ich mir so, das ist für mich so nicht ein Ritterschlag, aber doch. Schon so ein Ritterschlag. Ja. Ne? Weil wir haben keinen Kontakt, der folgt mir nicht. Seit dem Interview gab es nicht? Ich habe den ein paar Mal gefragt, mhm. Wie würdest du da und der Situation handeln? Mhm. Glückwunsch zum Gladbach-Sieg, pipapo, mhm. Hin und her geschrieben, aber nicht so, also nicht großartig. Mhm. Wann war der da? 2019, vor zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahren schon. So vielleicht so 7, 8 mhm. Messages. Und dann schreibt er mir heute so, und der folgt mir nicht, der hat mich mhm. nicht auf dem Schirm, nee. Aber irgendwo musste sich ja an mich erinnern können, nee. Und sich denken, okay, der wäre ein nicer Gesprächspartner. Nee. Selbst wenn es nur eine Viertelstunde ist. Okay. Und da bin ich am 23. Da bin ich nice. Habe erstmal Musik angemacht. Geil, und hab dann durch die Kein Wunder, dass du so lange geduscht hast. So. Da lässt sich auch schon mal ein bisschen länger durch mit solchen schönen Nachrichten. Genau. So, genau. Und diese Leute sind halt für mich so, ich sehe die und denke mir so, wie kann man. Kannst du dich erinnern, dass ich dir, habe ich dich angerufen oder eine Voicemail geschickt nach dem Interview mit Serdar? Kannst du dich daran erinnern? Nein. Nee, ich weiß noch, dass ich fand, du hast dich gut geschlagen. Ich glaube, da hat es ein bisschen Dissen gehagelt für dich so, ne? Ja, weil, und das meinte ich auch vorhin mit deinem, ja, wie habe ich es ausgedrückt, Niveau oder dein Ding so, halt, das ist halt nach deinem Maßstab, halt nach deinen Kriterien, ist er für dich eher ein angemessener Gegner, anstatt auf Leon Lovelock rumzutreten. Verstehst du, das wäre halt so. Und deswegen habe ich noch so gesagt, oh Mann, das war halt wirklich krass. Halt, ja, ne? So überkrass. Für genau, mich auch. Deshalb, und das war halt, weil dann kommen wir zu deinen Kriterien halt, weißt du, nach deinen, weil der trifft halt wirklich, also erstens übertrieben eloquent. Wir brauchen jetzt gar nicht an Props, wie viel Hagel. Ja. Humor trifft er halt und dann halt auf allen Levels, du kannst ihm nicht das Wasser intelligent, reichen. Genau. Intelligent, klug und schlau. Ja, ja. Und humorvoll. Genau, stimmt. Der erfüllt eigentlich alle Kriterien. Ja. Und, aber da gibt es auch genug Leute, die sagen, nee, der ist einfach nur böse. Mhm. Aber ich sehe mich halt in solchen Leuten wieder, auch wenn ich das eloquenzmäßig nicht so rüberbringen kann und auch nicht so klug bin, nicht so schlau bin. Aber dieser Grundgedanke, dass man nicht Sachen schlecht redet, aber Sachen kritisiert, vom Grund her. So, und das macht er halt. Und da fühle ich mich halt voll. Er hat aber auch oft einen Punkt dann halt, ne? So. Es muss halt irgendwo. Ich kann mich auch nicht hinstellen und einfach nur sagen,
der ist fett, der ist hässlich, deswegen ist der wack. Mhm. Sondern ich hab ja in ausführlichst erklärt, warum mir dieses Finale von Fesers und Chrom nicht gefallen hat. Ich habe nicht gesagt, da sind zwei deutsche Bubis mit Brille, die wiegen zusammen 90 Kilo, weg mit denen. Ja. Ich habe ausführlich erklärt, warum das für mich als Battle-Rap-Fan so eine Frechheit war. Wie ist es denn dann, als er gesagt hat, ich fand es ziemlich hart, wo er meinte, don't do it. Serda bei dir. Mhm. Ne, so, challenge dich das und sagst jetzt erst recht. Magst du das unter Druck halt zur Arbeit sagen, okay, ich beweise es jetzt erst recht, gerade wenn einer wie er dann nicht dran glaubt, so. Genau. Ist es dann, weil, wie ist es denn, wenn, sagen wir mal, da ist ein Battle-Rapper, der am Anfang steht und der dich übelst feiert, der genau nach, du erfüllst die Kriterien nach seinem Gusto quasi, so, dass du sagst so, und du sagst aber zu ihm, don't do it, du Native. Das habe ich schon dutzendfach gehabt. So. Und don't do it habe ich noch zu niemandem gesagt. Okay. Nein. Ich habe nur gesagt, okay, es mangelt daran. Und vielleicht habe ich mal zu irgendjemandem, zu ein paar Leuten auch gesagt, ich glaube, das Ding ist nicht für dich gemacht, aber du kannst das und das probieren und dann gucken, was bei rumkommt. Okay. Aber da ist nicht discouraging. Das ist, wenn jemand den Mut hat, mich Hassgesicht nach meiner Meinung zu fragen, sondern dann bin ich es dem auch schuldig, dem eine adäquate Antwort zu geben, nach dem Motto, okay, meine ehrliche Antwort, hier, lack of delivery, lack of performance, pipapo, aber die Punchline war nice, wenn du das da rumschreibst oder generell die Delivery war nice, wenn du da arbeitest, also da bin ich eher uplifting als, aber okay, da toll. Und das finde ich cool, das feiere ich zum Beispiel halt. Weil die mich auch persönlich, weil die mich auch persönlich ansprechen. Ich glaube, das ist zu selten, obwohl privat kriege ich das, glaube ich, öfter mit, so Backstage gequatscht und sowas halt, oder wenn wir in irgendeiner Bar sind oder so. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung bist du schon eher der Typ, der runtermacht. Dieses Uplifting kommt zu kurz, glaube ich, kollektiver Wahrnehmung. Auf jeden Fall hatten wir vorhin schon. Ja. Aber wenn du die ganzen, also alle die Samurai wissen, die alle Streams gesehen haben, wissen ganz genau, ich verteile Props des Todes. Mhm. Und wer weiß, was ich alles über Notice Äußeres oder über seinen Style schon gesagt habe. Das einzige Mal, dass du zu mir kam, ist, meinte, ey, Dicker, Props, dank dir, dass du dafür Props und Props gegeben hast. So, weil das eine versteht der, wenn ich sage, hier, Segelohren, unsicher und so, merkt der vielleicht, Segelohren, wack, aber ich meine nur dieses Körperhaltung nach unten, dieses Unsichere, mach doch mal mehr so und so, das, weil der selber auch clever ist, kann er das nachvollziehen, aber der filtert daraus die Props, die ich dann gebe für, ohne Spaß, wieder auf das Ding gekommen ist, gucken wir uns nochmal an. Hipapo, so. Genau, weil die Sachen, die du feierst, sind dann auch immer clever. Deswegen wundere ich mich bei den oberflächlichen Sachen, dass du dann sagst halt, weil ich hatte mal, also ich finde oberflächliche Sachen eigentlich null treffend fast, ne? So wenn du sagst halt, okay, wow, ja, also ich bin da selber, also ich weiß auch nicht, ich finde diepe Sachen krasser halt, ne? Hab aber im Gegenzug mal erfahren, dass einer gesagt hat, wo ich dachte, die Line war für mich wack gegen, weil es eine oberflächliche Line war, gegen irgendwas Äußerliches. Und den Typ hat sie aber getroffen. Ja. Und wie ist denn das bei dir dann so, wenn trifft dich eine oberflächliche Line? Weil ich dachte eher nicht, um dich wirklich dann schon, dass du dann Props kriegst, musst du schon mehr deeper gehen und ausgeklügelter sein. Lines gegen mich? Ja, gegen dich. Safe. Also ich gebe Props für Dicker, du siehst aus wie ein Alpaka mit Brille, ist kreativ, ist nice, ist für die Crowd treffend, für mich auch treffend, ist eine super veritable, nice Battle-Rap-Punchline. Aber wenn Lyriko sagt, ich bin Lyriko, seitdem ich 13 bin, du bist Cynic, seitdem es Preisgeld gibt, so, die trifft, die verfehlt nicht das Thema. Guck mal, ich bin Cynic, seitdem es Preisgeld gibt, da kann ich nichts für. Mhm. Ich kam halt später dazu. Aber die geht halt ins Mark, die ist halt böse und gut. Aber mich können oberflächliche Lines nicht treffen, weil ich mich so kritisch mit meinem Äußeren selber befasse, dass mir keiner irgendwas sagen kann, wo ich mir denke, ah, fuck, das stimmt. Ich bin wirklich dünn und habe Hüftspeck. Ich habe wirklich diese Mundspastiken, ich habe wirklich diese Wangenknochen, ich habe wirklich eine breite Stirn. Meine Haare sehen aus wie geröstete Curly Fries. Okay, so wie ich andere runtermache, mache ich mich auch schon. Also, okay, und das trifft dann, weil ich weiß auch nicht, also, meine, ja? Trifft mich nicht. Wollte ich gerade sagen, das ist halt so, hä? Trifft mich gar nicht. Genau, okay. Nee. Weil das ist so für mich halt, ich kann darüber lachen, wenn sie kreativ irgendwie ist, super, ne? Super cool Red halt, Pipe, ne? So. Alpaka mit Brille, ja, Bombe, ja, Lacher, ja, safe, gibt ja, dir, granted, ja, ja. Super. Genau, weil das ist halt nichts, was deep geht. Und die Line von Lyriko, du gerade zitiert hast, die ist halt,
Also die bedeutet eigentlich, ich bin real, du bist nicht Hip-Hop. Genau, ja, genau. Das ist Hip-Hop. Und ja. Ich bin kein Hip-Hop und das trifft deswegen und das ist, ja. Genau. So. Und dann noch gut ausgedrückt halt. Ne? So, das genau, das was Mighty, zum Beispiel der Angle von Mighty, den der ultra schlecht umgesetzt hat mit diesem mit dem Judenpakt-Ding, dieses du machst dich irgendwo breit, wo du nichts verloren hast, das Gefühl habe ich ja selber gehabt. Und dann spricht er das auf der Bühne an, verpackt es nur ultra schlecht mit so einem ganz schlimmen Vergleich. Das ist dann mein Glück gewesen, aber das ist so ein Ding. Ja, die Grundidee dahinter jetzt, Grundidee, was du meintest. Super. Ja, wobei, ich meine, du sagst ja selber mal, ich bin kein Rapper, ne, und so. Ich finde halt, also es ist für, also es ist kein guter Engel gegen dich, ehrlich gesagt. Und vor allen Dingen, wenn ich oft höre, so, dass das der Diss ist, dann müsste eigentlich der andere im Vorteil sein, halt, ne, so. Theoretisch ja, aber der spricht es ja an, indem, nachdem ich schon ultra lange Erfolg da hatte und sagte, ist keinem aufgefallen, dass er sich hier irgendwo. Also ich würde mich ja sowieso auch nicht gerne selber battlen, aber anders battlen auch. Und dieses, Digga, sei mal nicht böse, aber du hast hier nichts verloren. Würde ich natürlich anders machen als die ganzen anderen Idioten nach dem Motto Judenpack oder Quatsch, geh zum Quatsch Comedy Club. So, ich würde es anders machen, aber diese Kernessenz ist schon nicht falsch als Battle Rap-Enkel mir gegenüber. Hip-Hop heißt Keep It Real und nicht Keep It Comedy. So. Apropos Keep It Real. Ja. Echter geht's nicht, heißt das Format. Und ich hoffe, dass du irgendwas preisgibst, was man vielleicht noch nicht so in der Öffentlichkeit von dir gehört hat. Ich habe so ein paar Fragen, so ein bisschen ins Persönliche vielleicht so, wo du sagst so, ey, okay, ich weiß, mit dir ist sehr oft sehr unterhaltsam halt, ne, so mit voll Entertainer-Qualitäten, dies, das, ne, so, wo es voll auch witzig ist und voll den Replay-Value hat und so weiter. Aber du vielleicht doch schon bewusst Sachen rauslässt, sagst, ey, das gehört sich nicht oder das will ich nicht sagen. Letztes Mal wolltest du nicht mal sagen, wann du dein erstes Mal hattest, glaube ich. Hast du gut. Doch. Ja, hast du gesagt? Sowas gehe ich voll offen, klar, ja? Hab ich gesagt. Wie alt warst du? Ich dachte, es war so spät, dass du dich, dass du es nicht zugeben wolltest. Nee, war mit 18 oder 19, ja. Na, dann doch spät. Ja, ja, spät. Ja, achso, okay, doch. Ja. Nee, ich glaube, es war irgendwie ganz kurz oder es war eine Nebenline oder sowas halt, ne? Dass du, dann dachte ich schon, ja, wie du quasi so aufgewachsen bist und so weiter, weil ich habe gehört, weil du hast irgendwie erzählt, weißt noch, du, wo du jetzt in Schöneberg wohnst, halt, da waren ja so meine ersten Erinnerungen. Ja. Ne, so, und, du bist in dem Block groß geworden, wo ich. Nicht groß geworden. Ich glaube, du hast das irgendwo erzählt, dass ich aufgewachsen bin. Ich bin ja nicht aufgewachsen, aber es war so meine Kindergartenzeit halt, ne? So, ich war so vier, fünf Jahre, dann war ich da schon weg, dann war ich zwei, drei Blocks weiter. Okay. Weißt du so, aber. Aber immer Schöneberg halt, ne, so. Ich glaube so, aber, ja, wie bist du denn so aufgewachsen, so? Weil du sagst ja, für dich war das ja alles so eine fremde Welt, das ganze Ghetto-Ding und Straßending halt, ne, so. Also bist du schon eher behütet und so aufgewachsen? Ich würde sagen, behütet auf jeden Fall nicht, weil Drama mit Papa und Mama alleinerziehend, aber wirklich, also Drama, so, so Horrorfilm-mäßig. Und, ja, halt ohne Vater, kurz vor der Grundschule und dann relativ schnell den Fußball gefunden und da war ich halt viermal die Woche halt immer da, Kindergarten gemacht, in der Grundschule alles abgerissen eigentlich, der war der beste Schüler in der Klasse, hatte weiß noch, ein Zeugnis mit 6,1 und 5,2, also. Aber du warst schon in der Grundschule eigentlich ein guter Schüler? Ja, in der, ja, ja. Okay. Also bis zur siebten Klasse war ich Klassenbester. Oh, ja? Ja? Okay. Also wirklich dann, also ja, Einsen, es gab nur Einsen und Zweien, bis dann so Physik und Bio und Chemie dazu kam. Ach so, gar nicht dein Ding. Schwäche, ja, da habe ich selbst mit Lernen teilweise Fünfen geschrieben. So, okay, ja. Was war denn so deine Lieblingsfächer? Meine Fächer waren offensichtlich Deutsch, Englisch, Mathe, genau, Erdkunde war auch ganz gut. Was gab es denn da noch, Alter? In der Grundschule gab's klar, so Sport natürlich war immer glatte 1, außer einmal als Schwimmen dazu kam, da war es eine 2. Aber sonst auch Kunst, auch immer super gewesen. Ja. Ja. Ne, doch, die Schulzeit war eigentlich gut so. Mama ist arbeiten gegangen. Und ja, ich habe mich viel mit mir allein beschäftigt. Ich habe viel gemalt. Damals war ja WWF ganz groß. Ja, genau, Wrestling Federation so. Und da habe ich halt immer so Bilder von den ganzen, damals hieß es noch Catchen. Ja, ja, von den stimmt, ganzen Catchern gemalt. Und die dann so zum Fußball mitgebracht und jeder durfte sich ein Bild aussuchen und so. Habe viel Zeit mit Tipkick verbracht. Tipkick, dieses Fußballspiel, wo du auf den Knopf drückst und dann so schießt. Und habe das dann immer selber kommentiert und habe eine Schreibmaschine früher gehabt, wo ich dann halt so
UEFA Cup, also so Fußballturniere gewürfelt habe und dann so die Ergebnisse eingetragen habe, dann ausgerechnet habe, wer ist Erster, wer ist Vierter, also Zahlen, Statistiken waren schon immer mein Ding so. Genau, also ich habe mich auf jeden Fall, merkt man da glaube ich auch, wenn man mich auch ein bisschen besser viel mit mir selbst beschäftigt. Typisches Einzelkind-Syndrom auch, ne? Ja. Aber auch trotzdem Freunde gehabt und Fußball gespielt, aber ich konnte mich gut mit mir alleine beschäftigen auf jeden Fall. Okay, ja, also die war nicht so, die wird nicht so schnell langweilig, oder? Ist die überhaupt mal langweilig? Du hast immer irgendwas, womit du dich beschäftigst, also, ne? Langweilig wird mir, Langeweile gibt es wirklich nicht. Selbst nicht mal auf Arbeit bezogen. Ich habe ja schon viele Jobs auch gemacht. Ich glaube, Langeweile ist echt so, dass ich nach dem Motto, was mache ich denn jetzt? Kommt mir gar nicht in den Sinn. Im Gegenteil, also wenn du Zeit hast, du findest schon. Ja, ich kann mich immer beschäftigen. Immer beschäftigen, ne? Ja, so. Voll. Entweder bist du selber kreativ oder du lässt dich halt berieseln von irgendwelchen Sachen, die dir gefallen. Doch, doch. Du gehst ja oft oder offen mit dem Ruf um oder spielst selber damit halt mit dem Image so. Ja, wie drückst du das eigentlich aus? So, ich am most German N-word you ever seen in your life und dass du doch für die Hautfarbe sehr deutsch bist. Und im Gegenzug aber weiß ich zum Beispiel, dass du ja dich trotzdem auch sehr viel mit schwarzer Geschichte auskennst auch. Ja. Zumindest war ich das erste Mal sehr überrascht, wie sehr du dich mit Malcolm X auskennst. Für mich einer der größten Helden. So, ne? Und da war ich, ich kenne halt viele auch weiße Schwarze, die so, weiß ich nicht, stolz Afrika-Kette tragen oder tätowiert haben oder wie auch immer und zum Beispiel nicht seinen echten Namen kennen oder sowas. Ja. Ne? Und deswegen ist es ein bisschen konträr zu dem Ruf so? Ich würde sagen, nein, weil, guck mal, ich kann tanzen und ich kann auch singen, aber nicht so natürlich, wie es halt richtige Schwarze können. grob gesagt jetzt, oberflächlich, ich habe auch nicht diese Lockerheit wie ich mich bewege und wie ich rede und meine ganze Gestik, Mimik ist jetzt nicht so, afrikanisch geprägt und auch mein Musikgeschmack ist hart von meiner deutschen Mutter beeinflusst, wie wir schon geredet haben, so Münchner Freiheit, Maria Rosenberg. Ich bin Karnevalsfan des Grauens und ich habe auch selber viel darüber nachgedacht und ich glaube bis heute, ich habe keinen einzigen schwarzen Freund, war nie auf African Partys oder habe so irgendwie durch die Seite von meinem Vater irgendwas mitbekommen. Gar nichts, war halt nur mit deutschen Fußballer, Saufkollegen unterwegs, was auch bis heute meine besten Freunde sind, weil das sind auch, ich feiere meinen Freundeskreis so sehr, das sind eloquente, clevere Leute, wo es richtig spannend ist und richtig nice ist. Ein paar von denen kennst du ja selber. Mhm. Die haben geilen Humor, die können geil reden und die haben geilen Humor. Aber diese Fußballer-Bubble ist eine krasse Bubble auf jeden Fall, durch die ich auch durch meine Frau erst so ein bisschen ausgebrochen bin, auch durch Berlin so, weil alles basiert auf Sprüche drücken. Deswegen auch dieses Runtermachen, das ist auch nicht nur mein Ding. Weil wenn du zum Beispiel, wenn jetzt so 5 von meinen Düsseldorfer Kollegen hier wären, 98% davon ist irgendwas Diffamierendes. Also so. Ich weiß, du hast ja auch oft, da entsteht ja oft eine Diskrepanz, ne? Dass du, ich verstehe deinen Sinn für Humor und ich verstehe auch, glaube ich, die Gewichtung teilweise von einigen Sätzen, die sehr disrespectful eigentlich sind, so, wo ich sage, ey, das geht eigentlich gar nicht. Aber in dem Kontext so verstehe ich das halt. Ja. Wirkt nach außen so manchmal, wenn ich mit dir im Stream bin und dich ein bisschen nerv oder Pisacke oder so und du dann Sachen wie Hals Maul sagst, ist es schon zu respektlos eigentlich. Und das erfährst du ja auch immer wieder, wenn du jetzt, ich erinnere mich an einen Stream mit Mighty, wo du einmal so, ich weiß, dass das Wort Bastard bei dir nicht so hart wiegt, wie ich aber auch Mighty verstehe und er dir dann einfach mal ganz nett sagt, bis hierhin und nicht weiter. Muss man halt einsehen, genau. Genau, so, das sind, und das sind dann halt, glaube ich, ich weiß nicht, da gehört dann so ein gewisses dass du ein bisschen sensibler da bist halt. Ja, musste man zwangsläufig werden, weil du bist nicht mehr in dem Umfeld. Ich bin ja nach Berlin gezogen, habe hier keinen deutschen Fußball, also es gibt niemanden de facto, mit dem ich hier Fußball gucken kann, noch Fußball gucken will, weil er keine Ahnung hat oder nicht genug Ahnung hat. So, und ich bin halt jetzt hier in dem Hip-Hop-Kosmos. Also ich hab hier keine Homies, die nicht selber rappen oder Texte schreiben oder kreativ sind oder so. Und ich habe einfach ich weiß nicht, woran das liegt,
Aber ich habe einfach das unfassbare Glück, dass die mich genauso akzeptiert haben oder genauso mehr oder weniger feiern, wie ich bin. Weil die es, glaube ich, aber auch zu handeln wissen. Oder ich meine, es ist noch nicht vorgekommen, dass ich hier nicht einen Spruch gedroppt habe, der disrespectful war. Und die Leute waren so, guck mal, ich mag dich, aber vertrau mir, sag sowas hier nicht. Leute können das falsch auffassen, pipapo, mehr oder weniger. So, das ist mir hier schon massig passiert. Wir wissen von all den Diskrepanzen, die entstanden sind, halt, haben wir letztes Mal im Interview gesprochen, Strohhalm-Affäre oder beim Billard oder ich habe letztes Mal war ich beim Barber, da kam so ein Typ zu mir und meinte, ey, alles klar, ich meine so, ey, alles klar, meinte, kennst du mich nicht mehr, ne, ich habe das schlechteste Gesichtsgedächtnis ever, so, ich erkenne niemanden wieder. Und der meint so, ey, hier, der Geburtstag von Tiesto oder von Drop Dynamic im Empire, in dieser Shisha-Bar, wo ihr gefreestylt habt, und ich habe dann so vor diesem... Ja. Vor diesen Kriminellen, so sag ich mal, oder Straßenleuten einfach so Lines rausgehauen, bis einer ein Messer rausgeholt hat. Yeah. Hey, das kannst du dir nicht sagen. Ja. Ja, gut. Und der konnte sich daran erinnern und der meinte, da haben wir natürlich alle gelacht, weil der Timo war natürlich auch dabei. Der meinte, ey, du weißt schon, ja, klar, wissen wir schon, wir wussten es alle auch, aber so. Ich habe viel Glück gehabt. Ich glaube auch, weil die Leute merken, das kommt nicht aus einem ganz, ganz bösen Inneren, sondern nach dem Motto, er weiß nicht besser. Das ist so seine Art zu reden, dann weiß man ihn einmal zurecht und dann passt das auch. Ja, weil vor allen Dingen, wenn die Situation ernst wird, merkt man es halt an deinem Verhalten. Ja, natürlich, halt, ne? Angst, weil ja klar. Ich erinnere mich an die eine Schlägerei, an der du gar nicht betroffen warst und dich hinter der Tür versteckt hast. Das stimmt so nicht. Wie war's da? Ich habe mich nicht versteckt, ich bin noch nicht in den Raum reingekommen. Ach so. Wir waren zu viele. Okay. Und ich wäre auch nicht reingegangen. Okay. Ne? Also allein diese Geräusche und dieses, ich weiß nicht, für mich so ein Geräusch von einem Tritt oder einem Schlag ist für mich ein ganz, ganz schlimmes Geräusch. Und dann auch dieses Tumult drumherum, also diese ganze Akustik ist für mich so, wenn ich es live erlebe, sehr, sehr bedrückend so. Wenn ich es danach nochmal abspiele oder irgendwie so, dann kann ich natürlich auch meine Comedy-Witze drüber machen, aber in der Situation ist es für mich einfach, ist immer so, ach du liebe Güte. Okay, aber du hast auch trotzdem bist du oft, also ich fand sehr vernünftig, wie du kannst, you calm down situations, so wenn du merkst, dass es hitzig wird, so. Ja, auf jeden Fall. Deshalb, also du. Also ich feuere nicht an, dass Leute sich an den Kragen gehen, so. Mhm. Wenn es um mich selber geht, natürlich offensichtlich auch nicht, da versuche ich durch deeskalieren zu wirken, so, genau. Ganz klar. Weil es mir auch nie darum geht so, aber klar darf man sich auch nicht wundern, wenn manche Leute dann irgendwann zu einem kommen und sagen, guck mal, normalerweise, ich habe das schon, und das habe ich schon vor Berlin-Zeit gehabt, ich habe 2004 Fußball gespielt in der Mannschaft, da war ein älterer Kollege, der kam irgendwie aus, weiß nicht mehr, aus dem Osten, Russland, pipapo, und konnte halt nicht so geil Deutsch, war aber Kapitän, pipapo, und irgendwann haben wir mal so gesoffen und ich saß so neben dem auf dem Sessel, der meinte so zu mir, Samuel, weißt du eigentlich, für wie sehr ich dich hasse? Und ich meinte so, ohne Spaß, ich hasse dich genauso. Ne? Ich hasse dich genauso, wie du mich. Und dann ist er aufgestanden, hat mir so seine kalte ukrainische Faust vor die Nase gehalten, meinte so, und Mannschaftskollegen waren dabei und die haben den dann einfach davon abgehalten, mir eine zu schmieren. So, die Situation hatte ich schon so 2-3 Mal. Aber ich habe halt Glück gehabt so. Mhm. Und es ist halt auch nicht, böse gemeint, aber jeder Mensch halt anders gestrickt und bei manchen haben eine kurze Zündschnur so und dann musst du halt gucken, ja, und dann muss ich halt auch mich anpassen. Das ist bei meiner Frau ja genauso. Wie ist denn das auf dem Fußballfeld eigentlich? Da geht's auch oft, heißt er, oder? Ich war auf jeden Fall Trash-Talk-King so, habe auf jeden Fall Gegner gut provoziert so und auch bloßgestellt, auch, teilweise durch Leistung, teilweise durch Mundwerk so. Aber klar, dann sind die mir halt körperlich überlegen, rennen mich über den Haufen, kriegen eine gelbe Karte, ich habe dann Schmerzen des Todes. Okay. Und dann muss es aber irgendwie weitergehen. Aber das war da auch immer, ich bin auch mit jedem Trainer angeeckt. Also dieses lose Mundwerk und dieses stubborn sein, was ist das, sturköpfig sein, dieses mein Mikrokosmos, hat mich auf jeden Fall jetzt nicht sehr, sehr beliebt gemacht, sondern ich glaube, wenn du alle Trainer in der Reihe aufstellst, erzählen die mehr oder weniger dieselbe Geschichte über mich auch. Okay, ja, weil ich meine, Fußball ist auch nicht ohne dafür, ne, halt, ne, so, ich kenne, nee, also, vor allem auf dem Level auch, das geht ja auch um was. Ich bin so ein bisschen abgeschwiffen jetzt, so ein bisschen. Du warst bei diesem, eigentlich bei dem Most German. Genau, genau, ja. Da wollte ich auch weiter hinaus, so, denn, wie gesagt, der Ruf ist so,
du bist so deutsch, dass man gar nicht von, also du, man kann nicht von Integration sprechen halt, ne? Das ist so. Ich habe mich null integriert. Genau, deshalb, das war von Anfang an halt so. Macht man dann, also wie viel trägt dazu bei, dass du halt so, dass du weniger, ich habe halt das Gefühl, du machst weniger rassistische Erfahrungen dann dadurch halt auch, ne? So. Ja, 100%. Also gehe ich davon aus, nur auf meine. Ja, weil Erfahrung du auch mal gesagt hast, also verhältnismäßig hast du da weniger halt gemacht, so. Lächerlicher Amount an rassistischen Erfahrungen auf jeden Fall. Ja, genau. Dass du halt auch, also vielleicht gibt es ja das eine oder andere Vorurteil, wenn man oberflächlich guckt, vielleicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du. Mich meinst du? Ja, weiß ich nicht. Hat auch mal jemand die Handtasche vielleicht weggezogen, wenn du das, ne? Oder nicht neben dich setzen wollen, ja, ja. Im öffentlichen Office oder was auch immer. Ja. Aber hast du jetzt nicht so das Gefühl, zum Beispiel, dass du mal eine Wohnung nicht bekommst wegen deinem Namen oder irgendwie? Doch, hab ich einmal. Ja? Einmal doch? War klar. Ja, okay. Doch. Weil ich habe ja meinen Nachname birgt nicht dafür, dass ich jetzt irgendwie nicht. Und am Telefon erkennt man gar nichts. Null. Deswegen, ich kam da hin und dann war alles super und dann so, ich zeige Ihnen mal kurz, aber es ging super schnell und dann habe ich ihn nicht bekommen und ich war auch der Einzige, also habe dann halt dem Vater von meinem besten Freund das erzählt und der meinte, das kann doch wohl nicht wahr sein, halt, das gibt's doch nicht, deswegen oder was? Mhm. Und ich bin gar keiner von denen nach dem Motto, ich hasse sowieso diesen Satz, nur weil ich schwarz bin, ich hasse das, ne? Manche haben es erfahren, okay, das ist scheiße so, aber viele sagen es ja auch so als Gag. Und das ist zum Beispiel für mich, wenn du diesen Spruch bringst, als egal wer, du bist humormäßig bei mir, bist du sofort in der Schublade, die ist zu abgeschlossen, kommst du nie wieder raus. Weil das ist für mich so, ich komme hier nicht rein, nur weil ich schwarz bin. Das ist ein Unterhumor in meinen Augen. Also bist raus dann. Was ist aber mit dem Humor, wenn du dich selber darüber witzig machst, so, wie sagt man das, so, dass du sagst zum Beispiel, ey, du machst die Witze, über die nur Weiße lachen können, über Schwarze. Ja, aber die müssen ja gut gemacht sein. Ach, du meinst so, wenn die qualitativ gut sind, dann ist es in Ordnung? Ja, du darfst halt keinen Spruch bringen nach dem Motto, habe ich schon tausendmal gehört, sondern es muss halt. Nee, nicht, das meine ich eher gar nicht, sondern halt so, wo man sagt, so, ich weiß nicht, so ein paar Witze finde ich, obwohl ich feiere deinen Humor voll und so, ne, aber wenn es dann auf diese Schiene geht, und es geht nicht nur um dich, es gibt ja auch einige andere Comedians, wo ich sage, ey, die machen sich über ihren kulturellen Background so lustig, ja. Dass man halt. Dass du weißt ganz genau, ey, darüber lachen nur Leute aus einem anderen Kulturkreis. Ja, aber so weit denke ich gar nicht, sondern ich mache das, was ich lustig finde. Und dass da, glaube ich, so ein gewisser, hört sich jetzt dumm an, aber Leute, die ein bisschen was im Hirn haben, wissen das zu nehmen, so ein gewisser Schwarzenhass, ein subtiler Schwarzenhass mitspielt aufgrund der Story meines Vaters, können das, glaube ich, nachvollziehen. Und ich sage es nicht, um irgendjemanden zu pleasen, sondern ich sage das, weil das aus vor diesem Hintergrund in mir drin verpflanzt ist und das sich mit meinem Humor paart und deswegen sage ich das. Und davon kriege ich auch, guck mal, meine Frau feiert das gar nicht. Ich habe super oft Leute, schwarze Publikum, die das gar nicht feiern. Ja, ich bin einer davon. So, aber für mich sind die Punchlines lustig, sonst, also ich erzähle keine Punchline, weil ich mir denke, das könnten die Leute feiern oder das könnten die Weißen feiern, sondern ich erzähle das, weil ich das lustig finde oder irgendwas der Meinung bin, ich muss das irgendwie kompensieren, dann mache ich das. So, und das ist dann halt mein Humor-Qualitätssiegel so und dann höre ich auch weiter. Ja, dass du das zurückführst auf deine eigene Story halt, ne? Wäre das umgekehrt genauso halt, ne? Wenn du einen schwarzen Elternteil hättest, mit dem du gut klarkommst und der für dich da gewesen wäre. Gehe ich stark von aus. Und der weiße Elternteil wäre es nicht gewesen halt, ne? Gehe ich stark von aus. Ja. So. Würde ich genauso nicht richtig finden halt. Weil, wieso breitet sich das dann so aus und ist dann halt nicht, weißt du, also, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich meine, ich weiß nicht, wie eng deine Verbindung zu deinem Vater war, aber hast du nicht dann noch andere Verwandte? Kennst du irgendjemanden? Kein Onkel, kein Cousin, kein gar nichts, ne? So, deine Verbindung zu Sierra Leone ist wie weit? Ist gleich null. Null. Ich habe eine Postkarte von der Mama von meinem Vater, als ich irgendwie. Oh, du kennst deine Oma. Nein, ich kenne die nicht. Ich habe eine Postkarte von ihr. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Okay. Es gibt eine Postkarte, wo ihr Bild drauf ist und da steht dann halt, die ist an meine Mutter gerichtet, sagt dem kleinen Sam schöne Grüße. Da war ich irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, 5 oder 6 oder so. Oder die ist von 7, 8, ja, 4 war ich da. So, und das war's. Ich habe mit meiner afrikanischen Seite keinerlei Berührungspunkte, was auch super viel von meinem Handeln und Sein erklärt. Ne? Und aber nicht mal durch
Onkel oder andere Schwarze, die mein Vater kannte, oder mein Onkel zum Beispiel, mein weißer Onkel, der Bruder von meiner Mutter, der war schon in Sierra Leone. Mhm. Und der hat er auch, war da? Der war da und okay. Der kannte auch meinen Vater, der kannte auch seine Freunde und so. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Wie weit ist denn dein Interesse so? Mir kommt so vor, als ob du auch innerlich irgendwie abkapst. Gab es eine Abkapselung von deiner Seite? Die gab es hart und die gibt es aber seit, weiß nicht, 7, 8, 9 Jahren nicht mehr. Mhm. Sondern eher so, ich muss dahin irgendwann, wenn ich stabil bin, muss ich dahin, weil ich weiß, das ist kein Urlaub. Mhm. So, das ist kein, das, ich war nicht in die Türkei für 2 Wochen und ist nichts gegen die Türken, aber ich meine, das ist kein Urlaubsort, so, sondern das ist Sierra Leone. Mhm. Da bin ich, da muss ich 3 Monate hin. Und werde wahrscheinlich 2 Monate davon durchheulen oder gar nicht klarkommen und dann. Oh, das ist schon krass, dass du, also dann denkst du ja schon doch so weit, weil ich kann mich erinnern, dass ich aus Guinea wiederkam, hast du mir irgendwie die Frage gestellt und so, hast du gesagt, so, boah, und dann wäre das für dich so voll, ich glaube, dein Wortlaut war, ich muss mich erstmal mental krass darauf vorbereiten und einstellen, ist halt immer noch so. Ja. Wie weit ist denn dein Interesse selber, also für die Geschichte, für die History, für, ich bin auch so ein, ich mag halt verschiedene, ich bin so ein kleiner Generationsfreak halt, ne, dass es auch viele Sachen vielleicht vererbbar sind. Hast du dich nicht selber interessiert, so, wer ist meine Oma, wer ist mein Opa von der Seite? Ja, natürlich, aber das Ding ist... Hast du deinen Onkel ausgefragt, den Bruder von deiner Mutter, meine ich? Ich habe mit meinem Onkel seit 2000... Ich hatte diese Phase, wo es mir so schlimm ging, mit Zocken und Wohnung verspielen, Mama ist eingeliefert und so. Und das war die Phase, in der mein Onkel nicht da war. Also ich war vorher wie sein Sohn, bis der selber einen bekommen hat. Wir waren zusammen, wir haben Reisen gemacht. Ich war so wie sein Sohn, wenn er da war. So. Und in der Phase hat er meine Mutter und mich halt krass im Stich gelassen. Der hat mich nicht mehr einmal gefragt, wie es mir geht, obwohl er weiß, da ist die Kacke am Dampfen. So. Und als ich aus der Krise raus bin, habe ich halt dann für mich mit ihm so ein bisschen abgeschlossen, weil das für mich halt... Für mich geht das halt nicht klar. Okay. Was ist das nochmal? Ein Neffe? Ist das ein Neffe dann? Mhm. Ja, ne? Du hast einen Neffen, den nimmst du mit auf Fußballturniere, du fährst mit dem durch Frankreich während der WM, machst dem, also du verbringst mit dem viel Zeit. Das ist, das ist mein bisschen sowas wie ein Vaterersatz gewesen, bis er selber einen Sohn bekommen hat. Lag nicht am Sohn jetzt, mit dem Sohn ist auch alles super, der war auch schon bei Battle Rap Veranstaltung, mittlerweile der Paul, alles super. Aber der hat halt meine Mutter hängen lassen. Böse und sich und nicht mal mir gefragt, wie es mir geht, obwohl er wusste, ich bin am Boden, sondern der war so, es gibt ja die Menschen, ne? Probleme von sich wegschieben. Ich will, das ist so negativ für mich, ich will das nicht. Mhm. Und so hat er halt gemacht. Und dann habe ich auch den Konflikt mit meiner Mutter mittlerweile, jetzt haben wir den nicht mehr, aber vor ein paar Jahren war das noch so, nach dem Motto, Onkel Stefan, willst du den jetzt fragen, weil du willst ja nach Sierra Leone, du willst ja wissen. Aber der hat sich ja auch hängen lassen, pipapo, und ich so, okay, was du sagst, okay, ich mache mir meine eigene Meinung. Aber jetzt habe ich ein Dilemma. Auf der einen Seite hat er mich hängen lassen des Grauens, auf der anderen Seite ist er der Einzige, der mir quasi sagen kann, wenn du nach Sierra Leone gehst, gehst du dahin, da gibt es die und die Leute, da gibt es die und die Leute. So, und was mache ich jetzt? Danach gab es kein Gespräch mehr. Nein. Boah, es ist halt wirklich ein starkes Stück, da über seinen Schatten zu springen, wahrscheinlich. So. Das so. Und ich weiß, der verfolgt die Sachen, weil sein Sohn ist ja, also mein Cousin ist ja der übelste Fan. Ne? Und den habe ich ja schon zu Rapper Mittwoch reingeschmuggelt, da war der 17. Mhm. Und habe den vor einem Jahr nochmal wieder getroffen und mit dem ist auch alles cool, aber ich kann ihn jetzt auch nicht damit belasten. So. Safe, das ist auch, glaube ich, wo ich vorhin drauf hinaus wollte, wenn du sagst, ey, du hast diese Diskrepanz mit deinem Vater, was hat deine Oma damit zu tun? Ne? So. Ja. Und jetzt so, hier kannst du ja sehr gut differenzieren, wo du sagst halt, ey, das war mit meinem Onkel, mein Cousin hat damit aber nichts zu tun. Ne? Dass du das da ja auch konntest. Schwierige Sache, sehr schwierige Sache. Übelst. Ich kann dir, also ich glaube, ich kann dir da keinen Ratschlag geben, weil ich auch alle beteiligten Personen jetzt nicht kenne und nicht weiß, wie einschneidend das jetzt alles war. Also ich weiß für mich, ich will dahin noch viel mehr, ich muss dahin, also beides ist gleich. Ich will und ich muss da unbedingt, ich habe da übelst Bock drauf, aber ich weiß, ich kann das nicht machen, ohne das finanzielle Polster zu sagen, ich kann da 2, 3 Monate hin und habe genug Geld dabei und muss mir keine Sorgen machen, wann kommt das Stream, YouTube-Video. Ich muss dann da sein. Mhm. Und nur da sein. So, und dann muss ich, keine Ahnung, ob es nenn's Ahnenforschung, sonst irgendwas, oder dann bin ich halt nur da und sehe einfach, wo mein Vater aufgewachsen ist. Und sehe einfach überhaupt mal, ich meine, Sierra Leone, weißt ja selber, ist ja nicht Marokko oder Tunesien oder Südafrika, sondern es ist ein hartes Land. Ja, klar. So, ne? Ja. Wo man nicht normal einfach so
ressortmäßig chillt, sondern da geht man halt dahin, wo es wehtut, so, und ja, dann muss das halt auch. Okay, die Hürde ist aber noch nicht nur das Finanzielle, oder? Du bist auch vielleicht innerlich noch nicht so bereit. Oder vielleicht gehört dazu doch noch dir noch die Aussprache mit deinem Onkel vorher. Nee, also ich sag dir mal folgendes Szenario. Sollte ich jetzt nächstes Jahr meine Tour machen können, mhm, und da kommen jetzt, sagen wir mal, 40.000 Euro raus, mhm, für mich. Mhm. So, ich kann Steuerschulden zahlen, kann meine Zähne zahlen, alles ist abgedeckt. Und ich habe jetzt wirklich so, keine Ahnung, 10.000 Euro, dass ich sage, okay, ich kann jetzt 3 Monate da sein. Keine Ahnung, was es da kostet. Auch scheiße, aber ich weiß es halt nicht. So, ich würde es dann nächstes Jahr machen. Okay. Ja. Also doch. Doch. Finanziell. Genau. Das ist nicht mehr, ist nicht mehr dieses da bist du schon sogar so bereit dafür, dass du es jetzt machen könntest? Ich bin, sondern ich, aber du kannst jetzt nicht auf Brokenness dahin gehen, das verstehe ich schon. Genau, natürlich. Ich würde nicht mal sagen, ich bin so bereit, aber ich bin, hört sich jetzt doof an, weil es dasselbe Wort ist, aber ich bin so ready, ich bin so heiß darauf, ich will einfach. Das, als ob es dir fehlt für eine Art Weiterentwicklung, oder? Ich weiß ganz genau, dass dieser Besuch in Sierra Leone, Besuch, dass der ganz viel ändern wird. Ja. Von meinem Dasein als Mensch, von meiner Denkweise, von meiner Art und von wie ich Leute sehe, wie ich die Welt sehe, ich weiß, das wird sehr viel mit mir machen. Ja. So, und das ist kein Spaß. Ja. Ne? Ich weiß aber auch, dass es notwendig ist und ich scheue mich davor nicht, sondern es ist wirklich dieses Ding, ich will da nicht mit 1.000 Euro auf Backpack hin und dann strugglen, sondern ich will dann da sein. Ja, ja, das ist keine Vergnügungsreise, kein Urlaub, da wirst du vieles mitnehmen. Für mich waren auch, ich war nur 2 Wochen in Guinea und ich muss auf jeden Fall wieder zurück und es war für mich auch eins der wichtigsten Sachen. Ja. Meine Großmutter ist danach verstorben halt, ne, so, aber ich habe sie da noch gesehen, deswegen war es für mich wichtig, das dort zu tun, in dem Jahr halt. Ich weiß nicht mal. Ich sehe mich halt, wie ich durch Freetown laufe und halt Leute frage, ey, kennt ihr, ich sag den Namen jetzt nicht, aber kennt jemand den und den? Mhm. Und die Oma, die heißt so und so. Und ey, wenn ich mir jetzt nur vorstelle, dass da irgendjemand dabei ist, der sagt, nein, du bist der Sohn oder du bist der Enkel von so und so. Ich bin nicht, so, lass es nur einen entfernten Verwandten sein. Ja, krass. Alles vorbei. Ey, krass. Alles vorbei. Ist so krass, ey. Ich wünsche dir das auch so sehr. Ich wünsche mir das auch. Es ist so, ist wirklich wichtig und ich glaube auch wirklich, du spürst ja schon, dass es in dir eine Veränderung danach geben wird. Das ist wie ein Puzzlestück, was fehlt, ne? Ein großes Puzzlestück, was fehlt. Ne? Ey, das ist die Hälfte, das ist so die Hälfte. Also, ich bin, lass mich zu 98% deutsch sein, aber trotzdem ist es ja, doof gesagt, trotzdem die Hälfte meines Daseins ist mein Vater doch. Safe. Und ich habe original nichts, außer ich, habe ich dir mal ein Bild gezeigt von dem? Nein. Ich habe ein Bild in meinem Portemonnaie von meinem Vater und wenn du das siehst, du hast keine Fragen mehr. Oh, okay. Du hast wirklich keine Fragen mehr. Dann schließen wir mal hiermit ab, weil ich will dieses Bild jetzt sehen. Ja. Ey, natürlich habe ich dir vorher schon allen Erfolg gegönnt bei Stream, Tour, Comedy, alles Mögliche, aber jetzt doppelt nochmal so viel. Allein dafür, das ist so wichtig halt, ne? Ich weiß halt, was es mit mir gemacht hat und ich will sehen, wie du da zurückkommst und was es mit dir macht auf jeden Fall. Ich sehe mich schon auf der Bühne und sage, ich bin nicht mehr respektlos. Und diese Witze werden auch dann flach liegen. Aber ey, ich will auch jetzt nochmal Props aussprechen, weil du hast mich wieder mal extrem überrascht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich dachte so, ja, auf Real Talk Gespräche mit dir wird ein bisschen schwierig so. Mit dir ist immer wirklich lustig, unterhaltsam, viele so Pika und dies, das und so. Aber ich habe das Gefühl, ich habe schon einige Interviews gesehen. Ich weiß nicht, ob ich alle gesehen habe, so, aber mir kommt schon doch vor. Ich habe dich noch nie so offen gehört, gesehen. Ich bin immer offen, je nachdem. Doch, aber sagen wir mal persönlich. Ja. Oder gibt es ein Interview, was so viele persönliche Eindrücke von dir hat? Ich block eigentlich gar nichts ab, nach dem Motto, darüber will ich nicht reden, sondern wenn jemand aber es fragt halt auch niemand diese Fragen. Ach so, weil ich kann mich erinnern, du hast bei dem Flair-Podcast kommentiert am Ende und hast gesagt, dass das Ende du gut fandest, als ich mit Flair ein Gespräch hatte. Ja. Und ich kenne das öfter halt und auch ich als Kind, ich war ja auch im Heim, im selben Domusbeim und so weiter und man kennt Vorwürfe von Eltern, aber ich glaube halt, ich kenne das aus dem Umfeld und auch von mir selber, wenn man dann älter wird, kann man sich vielleicht besser in
hineinversetzen. Ich weiß nicht, wie alt war. Du warst 13 oder so, als du ja, bei mir wird es eigentlich schlimmer, umso älter ich werde. Weil umso älter man wird, umso mehr checkt man eigentlich, okay, alles klar, wenn du ein Kind hast und du kümmerst dich um dein Kind, dann sollte das alles für dich sein. Bei mir musst du dir vorstellen, also bei den Problemen, die meine Familie hatte, die waren scheiße so, aber Bro, wenn ich mir bei anderen Familien anhöre, was passiert, dann war das Kindergarten. Das wollte ich gerade sagen, es gibt schlimmere Fälle und ich glaube, ja, das ist, als Kind vergleicht man oft so, meine Eltern sind so, deren Eltern sind so, bei mir stimmt irgendwas nicht, ne, dass man das, aber vielleicht hat man, wenn man das in einem anderen Kontext, ich weiß ja nicht, unter was für Umständen ist die denn aufgewachsen, wie sind denn deine Großeltern, weißt du darüber Bescheid, weißt du so? Ja, teilweise. Und deswegen, dass man vielleicht den Kontext dann besser verstehen lernt. Okay, dann. Also, weil ich glaube halt viele unbeantwortete Fragen liegen einen oft vor der Nase, ne, so, und man versteht den Kontext halt nicht. Ich wollte jetzt auch nicht darauf hinaus, genau, das hast du kommentiert, da habe ich mich halt gefragt, warum gerade diese Szene so, weil jetzt sind wir wieder bei denen, es ist jetzt das, was am wenigsten geklickt wurde von den drei Teilen halt, ne? So, aber das spielt ja keine Rolle in dem Fall, genau, deswegen meine ich ja. Und deswegen habe ich auch jetzt gerade nach deinem Onkel gefragt, wo du gerade gesagt hast, so, ich weiß jetzt halt, gab es da überhaupt noch ein Gespräch, weil ich, kannst du, muss ja jetzt nicht sagen, was es ist, aber kannst du die Beweggründe gar nicht nachvollziehen von ihm, ne? Meinem Onkel? Ja, na klar, wenn du sagst, einfach dieser Vorwurf ist ja so schwiegen, wie kann man denn seine eigene Schwester und seine eigenen Neffen hängen lassen? Und ich glaube dazu. Ich kenne meinen Onkel super lange und das, was ich eben gesagt habe, ist, glaube ich, das Ding. Einfach dieses, guck mal, mein Onkel war Fulltime-Kiffer, der hat mir Bob Marley nahegebracht. Ich kenne Bob Marley-Songs in- und auswendig, nur weil ich mit dem so lange im Auto gefahren bin. Kiffer, immer mit Schwarzen unterwegs, hat da eine Frau kennengelernt, die ist super, ne? Das ist eine Bombenfrau für ihn und er hat sich so er ist in einem Ort ansässig geworden, wo viele wohlhabende Leute sind und der verdient auch gut und seine Frau auch und die haben da ein schönes Häuschen und so und ich glaube, der hat einfach so, der hat diesen Sicherheitsbreak, der hat diesen Sicherheitsgedanken, ich will nichts haben, was so dieses schöne Konstrukt hier irgendwie stört. Und deswegen schiebe ich das von mir weg. Und das ist meine Erklärung dafür. Und ich habe auch Bock auf das Gespräch mit ihm, weil das wird auf jeden Fall kommen. Ach so, okay. Ja, weil das klang gerade ein bisschen mehr nach Vermutung. Mhm. Ich habe vor, bevor ich nach Sierra Leone gehe, mit ihm, es geht nicht mal darum, ihn zu fragen, wie es in Freetown, wen kann ich da anquatschen, sondern einfach, um das mal zu klären, dieses, warum warst du vor 14 Jahren so und so? Mhm. So. Und dann kann sein Sohn sogar dabei sein. Ich glaube, es wäre besser, wenn das nicht ist, weil das geht so über seinen Kopf hinweg so. Na, vielleicht ist es eine Sache zwischen euch, vielleicht wirklich nur. Ist eine Sache zwischen uns, genau. Das okay, was steht dem Gespräch im Weg? Meine Mutter möchte das nicht so gerne, weil die mit ihm natürlich, weil die sehr enttäuscht von ihm ist so. Aber ich bin mein eigener Herr so, deswegen, wenn ich der Meinung bin, ich fahre jetzt hin, fahre zum Paul auf eine Pfeife, weil der ist auch Shisha-Junkie, dann gehe ich zum Stefanhof, wir trinken ein paar Bier und dann quatschen wir da, dann wird das so passieren. So, aber ich muss halt, ich nehme mir das nicht vor, sondern das muss halt dann einfach so passieren. Ja, wartest du, bis sich das fügt oder ist da nicht doch eher angebracht, dass du da die Initiative ergreifst? Nee, ich warte, weil momentan ist der Hustle wirklich real bei mir so. Geld zusammenholen, hier Finanzamt, Zähne da, da Rückstände so. Ich will, mein Wohlergehen ist immer an meine Finanzen geknüpft so ein bisschen und momentan ist halt schwierig und lass es nach der nächsten Tour sein, lass es nach dem nächsten dicken Werbedeal oder dem dicken Battle irgendwie sein, aber wenn ich dann so denke, okay, ich bin jetzt sorgenfrei für mich in meiner Welt, dann fahre ich dahin, das sind 1,5 Stunden. Okay. So, das ist jederzeit machbar, aber ich will dahin fahren, nicht mit scheiß Gedanken nach dem Motto, das Ticket ist zu teuer oder sonst irgendwas, sondern ich will da frei hinfahren, dann auch sagen können, weißt du was, das Gespräch gefällt mir nicht, ich buche jetzt erste Klasse zurück, die Freiheit habe ich, so, ich will der Rahmen muss gegeben sein und der ist durch meine Vergangenheit leider sehr an Finanzen geknüpft, so, und das Geld ist gar nicht im Überfluss da, deswegen ich will nicht befürchten, dass es so dieses Aufschieben, dass das vielleicht nicht passend ist, gerade in der Zeit jetzt, weil was ist, wenn wirklich, sagen wir mal, diese Corona-Phase vorbei ist und du wirklich extrem viele Aufträge hast und eine Tour hast und so weiter, weil dann fehlt dir wirklich der zeitliche Rahmen. Nein, ich nehme immer Zeit für alles. Ich spiele auch in seiner Stadt. Ach so, okay. So. Du meinst, es wäre möglich, sogar zwischen Türen? Ja, 100 Pro. Okay. Ja, 100 Pro. Weil ich so ein deepes Gespräch auf zwischen zwei Tour-Dates? Wenn es überhaupt deep wird, kann auch sein, dass der den Riegel vorschiebt und sagt, nee, ist nicht so, ich sehe das so und so, ich habe keine Ahnung, was du willst. Dann, kann auch sein.
ist offen. Kann sein, dass wir beide heulen. Ja, also, es ist, aber ich weiß, dass du da offen bist, Risiko auch, also ich kann mich erinnern, bei diesem Fitna Friday auch, da hab ich dich danach gefragt, was hast du dir damit von erhofft und du so, weiß ich nicht, mal sehen. Ja, genau. Lass einfach laufen. Genau. Ne, so. Ey, solange irgendwas keine körperlichen, gewaltvollen irgendwie Konsequenzen hat, bin ich doch theoretisch bei allem dabei. Okay. Naja, hoffentlich wird das wirklich nicht zu weit aufgeschoben. Und wenigstens sind aber die Schritte schon mal etwas klar, ne? So, auf jeden Fall. Das ist schon mal, wo du weißt, okay, ey, eine Baustelle ist, sind die Finanzen. Ich kenne meine Baustelle. Eine Baustelle ist das Gespräch mit deinem Onkel und dann kannst du eigentlich abgehen. Ich schieb nichts von mir her. Ich kenne meine Baustellen, okay. Ich hustle. So, ich arbeite mir den Arsch wund an. Ich habe 5, 6 Einnahmequellen. Mal ist die mehr. Mhm. Da muss ich hier gucken, da gucken. Und keine Ahnung, was Leute denken so, aber das ist auf jeden Fall, also dieser Anfangs-Twitch-Hype, wo so pro Monat irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Donations kommen und so, und man dann in Urlaub fliegt, zweimal, das ist durch. Jetzt ist wieder so der harte Alltag und ja, da macht man Ghostwriting, macht man YouTube, macht man ein bisschen Twitch, zahlt dem was. Kann man nicht dafür ein Donation-Goal ansetzen bei Twitch? Will ich nicht. Nee? Will ich nicht. Okay. Ich habe, glaube ich, seit 8 Monaten kein Donation-Goal mehr und ich will das auch nicht. Wenn Leute spenden, freue ich mich jedes Mal. Wenn Leute abonnieren, umso mehr, weil ich mache ja auch nicht mehr so viel auf Twitch. Ich habe ja das auch in YouTube-Videos, habe ich zum Beispiel immer am Ende des Videos, habe ich so, ey, ganz unten ist ein Link versteckt, wer Bock hat zu spenden, spendet. Ein paar Leute spenden 1 Euro, ein paar 10er. Okay. Super so, aber dieses Donation-Ding, das ist so ein bisschen durch, weil es war auch so ein Hype so ein bisschen und da haben wir auch viel gearbeitet auch. Aber ich will so meinen normalen Workflow haben und mein Geld irgendwie so ein bisschen regulierter verdienen, obwohl es dann weniger ist. Hm. Hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber. Nee, aber also mir haben sich jetzt wirklich einige Dinge auch mehr offenbart so, ne? Und ich bin positiv überrascht auf jeden Fall, auch für die persönliche Offenheit, die ich dir ehrlich gesagt gar nicht zugetraut habe, aber wie du gerade gesagt hast, vielleicht hat einer das noch nie so direkt gefragt halt, aber vielleicht hast du auch irgendwas ausgestrahlt, wo ich dachte, du machst einfach zu. Oder kann sein, aber ich schieb eigentlich generell keinen Riegel für irgendwas. Ich war letztes Mal, da vor 1,5 Jahren so einen Podcast gehabt, wo es um Spielsucht ging. Oder bin ich so tief reinmarschiert, wie es nur geht, mit einer fremden Person? Ja, das weiß ich, das kann ich mich erinnern auch so ein bisschen. Also es gibt halt die Themenbereiche, die du da bearbeitest hast, ne, so, aber ich versuche ja auch etwas offener und so dann hier und da mit umzugehen dann halt, ne, und ich glaube, ich kann jetzt doch stolz behaupten, ich habe das Reels the Cynic Interview. Kann ich? Ich glaube, ja. Ja? Oh, nice. Ja, ja. Okay, damit gehe ich raus. Ich danke dir auf jeden Fall für das krasse Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen Cynic in Freetown und ich bin gespannt auf deine Weiterentwicklung. Das war's, respektlos. Ich will ein Foto bei Insta sehen. Cynic in Freetown. Mhm. Echter geht's nicht. Tier zu dem Star. SS YNC. Peace.